Moin, 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 moin. Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu unserer... Ey, jetzt bohrt ja schon wieder jemand. Ey, ohne Witz, ich fange gerade an, es fängt an zu bohren. Ich weiß, das ist auf jeden Fall geplant von meinen Nachbarn. Das ist einfach Wahnsinn. Hey, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu diesem fantastischen Spezialstream heute mal wieder an diesem Samstagabend. Ich begrüße euch alle recht herzlich und natürlich wieder der großartige Partner, der Einzige, der sich mit Videospielen besser auskennt. Als ich sagen. Mega, mega arrogant, Entschuldigung. Ja, Jansel, wie geht es dir? Was geht? Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich war erstmal verwirrt. Auf einmal dröhnte es hier aus drei Boxen. Zweimal was Twitch an und dann hier noch der Zoom-Call. Und ja, fantastisch. Jetzt passt es, alles gut. So muss hallo, es sein. Hallo, hallo, Chat. Also ich weiß ja, du hast dich auch akribisch darauf vorbereitet auf den heutigen Abend, denn heute wird wieder mal gebattelt und diskutiert und so weiter. Das ist wieder heute mal wieder der Fall. Es ist eigentlich recht überraschend. Wir haben ja eigentlich sozusagen gesagt, ja, wir machen das beim Jahresrückblick mal. Das ist auch super gelaufen. Es war ein fantastischer Abend. Wir haben uns nur ein bisschen in die Haare gekriegt. So, nur bei... Das ging doch. Das war doch ich habe sogar, muss ich ja zugeben, nachdem wir sehr, sehr heiß diskutiert haben bei Ghost of Tsushima, habe ich Ghost of Tsushima sogar nochmal durchgespielt. Das kann ich ja schon mal, ne? Kann ich ja schon mal sagen. Ja. Ich muss zugeben, es war richtig gut. Es war gut. Es war richtig gut. War jetzt nicht dein Spiel des Jahres und weiterhin, ne? Und du fandest jetzt auch nicht am Meister weg, aber gut und das, hey, alles. Ey, ich muss. Ja, wir haben es aber auch nicht auf die Eins gepackt, ne? Nee, es war ja nee, so aber vordere Plätze. Dadurch, dass du es ja auf der Eins hattest, ist es recht weit vorne gelandet so und das ist auch okay. Ich habe es ja in der erweiterten Liste gehabt, irgendwo. Ja. Ich hätte jetzt noch nach dem Durchspielen das sogar noch. Mehr Credits gegeben, sag ich mal. Also das ist super. Also ich hab mich nochmal überreden lassen. So. Sehr schön. Ja, aber was ist jetzt heute eigentlich angesagt? Du hast es ja eigentlich quasi auch schon mal angesprochen. Ich habe es auch schon überall angesprochen. Dadurch, dass wir das uns beiden so gut gefallen hat, haben wir gedacht, hey, lass uns doch einfach das öfter machen. Mehr! Ich will mehr. Mehr Diskussionen, mehr heiße Debatten. Und deswegen erweitern wir das Konzept. Also das Konzept selbst bleibt gleich. Dazu komme ich gleich nochmal, um das mal zu erklären. Aber wir nehmen einfach mal ein anderes Thema. Wir machen jetzt nicht mehr die Jahrescharts, sondern wie ihr hier oben schon seht, geht es heute um die besten Rollenspiele aller Zeiten. So. Und wir können, du kannst gleich, also ich hab mir das so vorgestellt, ich erkläre ganz kurz, wie wir das gleich machen. Yeah. Und du erklärst, wie wir das mit den Rollenspielen gemacht haben. Weil das war ja schon, das ist schon sehr, sehr. Ja, wir haben es ja noch nicht mal untereinander abgesprochen. Ich glaube, mach erst mal. Ja, okay. Du kannst ja, ich bin sehr gespannt, was du gleich zu erklären hast. So. Ja. Also im Grunde geht es heute darum, dass wir an diesem gemeinsamen Abend eine gemeinsame Top 20 finden, der besten Rollenspiele aller Zeiten. So. Dafür hat sich jeder von uns, also der Jansel und ich, 15 Spiele aufgeschrieben, also seine 15 liebsten Rollenspiele, die haben wir gerankt von 1 bis 15 und jedes einzelne Spiel haben wir dann auf so kleine Papierschnipsel geschrieben. So, ich weiß nicht, was seine Liste ist und er weiß nicht, was meine Liste ist. Also wir wissen voneinander nichts. So, und das soll auch so bleiben. Das heißt, wenn ihr das Video vom Jansel jetzt gesehen habt, das ist zwar jetzt auch ein bisschen anders, aber vielleicht gibt es ja schon kleine Spoiler und so. Bitte lasst das mal in den Chat weg, so, damit ich mich auch nicht spoilern lassen kann. So, auf jeden Fall, diese 15 Spiele haben wir auf Zettel geschrieben und haben sie in drei Lostöpfe gesteckt. So, Lostopf 1 sind Platzierung 15 bis 11, 2 Platzierung 10 bis 6 und 1, Platzierung 5 bis 1. So, und wir gehen jetzt die, Lostopf für Lostopf, Spiel für Spiel durch. Also ich ziehe abwechselnd und offenbare, was für ein Spiel das ist und sage auch, warum das so bei mir in der Liste ist, was die Beweggründe sind, was mir das Spiel bedeutet, was auch immer. Danach müssen wir entscheiden, wo das Spiel in der gemeinsamen Top 20 landet. Und daraufhin kommt dann der Nächste dran und der Nächste zieht dann sein Spiel. So, das ist ein bisschen überraschend, aber wichtig ist, dass wir gemeinsam irgendwo eine Lösung finden, wie wir diese ganzen Spiele, weil es könnte passieren, dass wir hier bei 15 und 15 Spielen 30 Spiele haben, wir haben aber nur eine Top 20, dass wir uns da einigen, wo das Spiel landet. Darum geht es heute. So, aber warum jetzt Rollenspiele und wie schwierig ist das? Erklär mal. Also warum Rollenspiele? Das war einfach so das erste Thema, was ich gesagt habe. So, lass doch mal, das war cool, machen wir Rollenspiele. Und du gleich, okay, Rollenspiele. Ja. Und warum es schwer ist, ist natürlich, das habe ich vorhin auch schon in meinem Video gesagt, mittlerweile greift ja irgendwie jedes Genre Gameplay-Mechaniken aus dem Genre Rollenspiel auf. Und man kann das schon irgendwie ja, ziemlich weit fächern, das Ganze.
Thema. Also fast jedes Spiel ist ja quasi schon eine Art Rollenspiel. Und dementsprechend haben wir halt unsere 15 Spiele hoffentlich danach ausgewählt, was wir die Spitze des Eisbergs erachten in diesem Genre. Und das Ganze natürlich trotzdem irgendwie basierend auf unserer Meinung. Aber ich muss auch sagen, ich hab meine Liste sehr taktisch zusammengestellt. Das okay. Heißt, ich habe Spiele drinne, oder ich habe Spiele rausgelassen, die ich vielleicht sogar heute in meinem Video drin habe, weil ich hoffe, dass du sie reinnimmst, um dann Platz für andere Spiele zu haben. Ja, genau. Ja. Und ich habe auch so ein bisschen schon danach gewertet, was ich grundsätzlich als Beste sehen würde. Und je weniger rollenspielig es wird, wenn es dann weniger Momente hat, habe ich dann es auch vielleicht mal ein bisschen nach hinten platziert, obwohl ich es insgesamt gesehen vielleicht als das bessere Spiel empfinde und so weiter. Also es ist so ein bisschen taktieren. Für mich ist es erstmal nur meine 15 Vorschläge und im Endeffekt das Bearbeiten der Titel, der 20 Titel nachher, da kann man dann so sehen. Ich lasse mich gerne auf Diskussionen ein, was wir da machen können, und ich bin sehr gespannt. Weil wie jetzt die Gewichtung ist zwischen Nostalgie, objektiv gut, subjektiv gut und Wichtigkeit, das ist ja auch nochmal so eine Frage, die sich, glaube ich, auch erst im Laufe dieses Abends aufklären wird, wie wir das denn gewichten, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe, es ist interessant, weil ich habe vor kurzem mal so meine Top 100 der besten Videospiele präsentiert, und da sind ganz, ganz viele Rollenspiele dabei gewesen, weil es auch für mich ein sehr, sehr wichtiges Genre ist. Ich spiele es total gerne. Interessant ist immer dabei, warum spielt man Rollenspiele? So, der eine spielt es wegen des Grindens oder wegen des Lootens oder so, und der andere spielt es wegen der Story und den Quests, und dazu zähle ich mich zum Beispiel. Ich habe das heute in meinem Video genau definiert. Ach, echt? Ich gesagt, ja, ich liebe es, mich in die Rolle eines oder mehrerer Charaktere zu versetzen, eine Geschichte oder Welt aus deren Augen wahrzunehmen und diese durch meine fortschreitenden Fähigkeiten oder Entscheidungen zu beeinflussen. Ja, dann gebe ich direkt mal einen Clap hinterher, denn genauso sehe ich das auch. Das hörst du jetzt vielleicht nicht, aber die anderen hören es. So sehe ich das auch, und vor allen Dingen ist der Drang zum Eskapismus ist da so ein Thema. So, ich liebe es einfach, mich in Spiele so richtig versinken zu lassen, so die, also mit ihren Regeln und die Dynamik und sie aus den Augen zu sehen, und so, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt weg wäre, würde sich die Welt einfach weiterdrehen. So, ja. So authentisch, so in sich geschlossen sollte sie sein. Und das wird man auch in dieser Liste sehr, sehr stark bemerken. Ich werde es auch immer wieder andeuten, wo es halt am besten geklappt hat. Weil ich habe zum Beispiel bei, wo andere zum Beispiel sich liebend gerne in so die tiefsten Menüs und Skilltrees verwursteln, Da bin ich halt raus. Das ist so nicht so mein Approach, aber da hat halt jeder so sein eigenes Ding. Was ich in dieser Liste rausgelassen habe, ist, also versucht habe, so ein bisschen weiter hinten ranzustellen, ist Nostalgie. Weil Nostalgie ist für mich immer ganz, das ist halt, ich liebe Nostalgie und ich schwärme auch sehr gerne in Erinnerungen und so. Ich habe aber jetzt einfach aufgrund, ich habe das versucht mal auszuklammern. So. Ich glaube, das ist ganz gut, weil oftmals merke ich, dass Spiele, ich kann schon verstehen, wenn sie sehr, sehr stark kritisiert werden, weil ich das selber so sehen würde, aber daher überschwemmt mich einfach diese Erinnerung an die guten alten Zeiten und sowas, und dann versuche ich da diese Gefühlswelt so ein bisschen zurückzustellen. So, das habe ich tatsächlich gemacht, und ich glaube, das ist auch ganz interessant, auch für die Leute, die zum Beispiel meinen Geschmack kennen, die werden schon, glaube ich, hier und da ein bisschen überrascht werden. Das ist schon ganz interessant. Okay. Ich habe das Ganze doch noch irgendwie grundsätzlich auf meinem Geschmack basiert. Das gehört also auch ein ganz bisschen schon. Nostalgie dabei, meine ich, aber auch, was für mich wichtig war, auch wegbereitend, sage ich mal. Ja. Und das muss man auch nochmal sagen, es ist alles unser Geschmack. Also wir beide sind halt nicht Leute, die früh PC-Spieler, also Rollenspiele, es wird kein Ultima wahrscheinlich vorkommen, es wird kein Calabeth oder Wizardry oder sowas vorkommen. Die haben wir halt nicht gezockt. Ne? Haben bestimmt berechtigte Ansprüche und sind sehr einflussreich. Oder ein Dragon Quest 1 oder sowas. Ne? Aber ja, genau. Wenn man die nicht gespielt hat, dann kann man da auch nicht drüber reden. Also das muss schon alles. Also ich finde auch, also es sind ganz viele Fragen gerade reingekommen, die ich auch sehr interessant finde. Okay. Zum Beispiel, MMORPGs haben wir jetzt mal ausgeklammert. Haben oder? Wir? Haben wir? Achso, okay. Spoiler. What? Alter, fuck, das habe ich schon wieder. Nein! Ich muss noch mal ganz kurz. Scheiße. Unsere Regel war,
Ja, alles steht, egal wie viele Franchises, ja, und das, gesagt. Was du als Rollenspieler achtest, darf ja, rein. Ja, wir haben es eigentlich, oh, ich bin so dumm. Oh, ich bin so, ich, ey, ist doch egal, es muss ja nur einer auf dem Platz haben. Also. Ja, stimmt, okay, gut, dann, das ist genau, ich habe es takt, vergesst, was ich gerade in der letzten Minute gesagt habe, ich habe taktiert und habe Dinge auch einfach mal weggelassen, weil ich weiß, dass die Gansel die drin hat. So, so, eine andere Frage, eine andere Sache ist, was habe ich das gerade vergessen, was noch die andere Frage war, die ich noch sein wollte. Natürlich, wie du schon sagtest, es ist unsere Liste. Wir haben da natürlich nicht alles gespielt. Andere Sachen kommen vielleicht auch noch vor und so. Ich habe zum Beispiel, was ich ganz interessant finde, weil nachdem ich meine Liste gemacht habe, ach so, ganz kurz, bevor ich das zeige, es gibt auch manchmal immer so Definitionsprobleme, was das Thema Rollenspiele angeht. Ja, so, darüber haben wir uns am Anfang gleich zu Beginn besprochen, so, was ist denn jetzt eigentlich genau das Rollenspiel? Ist jetzt ein Assassin's Creed jetzt auch ein Rollenspiel? Ist ein Bioshock ein Rollenspiel, weil es auch ein Skilltree hat und auch Plasmide und so weiter? Also Rollenspielelemente. Wir haben uns jetzt selber, damit das einfach, wir haben super hin und her diskutiert, haben wir einfach gesagt, wir lassen uns da wirklich von nichts beeinflussen. Wir bremsen uns nicht. Es gibt auch nicht ein One Game per Franchise zum Beispiel. Also, sowas gibt es auch nicht. Wir wollen alles, jeder soll das so einrichten, wie er ist. Die Diskussion darüber können wir dann innerhalb der Liste führen. Genau, ich glaube, das ist es nämlich. Diese Liste wird sich hieraus einfach ergeben. Wir werden das, glaube ich, on the fly irgendwie erwerkeln und dann auch gucken, was uns wichtiger ist. Und dann sieht man ja, willst du das Spiel wirklich vor dem haben und so. Und dann lasst uns da gemeinsam drüber, da kann man ja auch mit dem Chat und alles drüber schnacken, wie wir das dann machen, ne? Ja. Und genau. Ich habe, was ich ganz interessant fand, bevor ich noch eine Sache noch gleich loswerden will, ich habe mich, nachdem ich die Liste erstellt habe, habe ich mal geguckt und gegoogelt, was ist eigentlich ein Rollenspiel? Und ich bin da auf eine Umfrage von der GameStar gestoßen. Was macht ein Rollenspiel aus? So, und da, ich kann das jetzt nicht einblenden, leider. Die Ergebnisse, also es standen zur Auswahl Story, Questdesign, Charaktersystem, Interaktion mit der Welt und NPCs, Equipment und Crafting, Entscheidungen und Konsequenzen und Kampfsystem. Und mit weitem Abstand, mit über 40%, ist es die Story. Was mich, also ja, ich lasse es mal einfach so stehen. Danach kommt Interaktion mit Welt und ich sag mal so, das letzte mit 4% ist Equipment und Crafting. Zum Beispiel. Crafting hätte ich jetzt auch weiter unten für mich persönlich auch, aber es geht ja auch schon wieder darum, ja, ist Diablo vielleicht auch ein Rollenspiel? Ja, vielleicht sollten wir die Liste mal abhören hier. Sollten, ja, lass mich noch, ich hol mal kurz noch was, du kannst ja nochmal weiterlaufen. Ja. Ich kann ja hier ein paar Fragen beantworten. Was habt ihr denn hier noch, seht ihr mich? Ja. Was habt ihr noch so Schönes geschrieben? 234, wörtlich genommen, 6 Stunden Stream. Ich glaube, letztes Mal hat unser Top 20 Spiele des Jahres waren, glaube ich, 4 Stunden oder so. 6 Stunden? Wer weiß. Wir haben auf jeden Fall den Abend frei so. Und können machen, was wir wollen. Jetzt muss ich das doch nochmal, weil ich darauf schon 2-3 Mal hingewiesen bin. Ich habe vor einiger Zeit von wirklich super, super lieben Zuschauern, habe ich eine Cappy geschenkt bekommen mit meinem eigenen Logo drauf. Und ja, es cool. Wäre mir eine Ehre, wenn ich das jetzt hier tragen würde. Deswegen mache ich das natürlich gerne. Prost. Ja, Prost. So. Gut, ich glaube, jetzt haben wir eigentlich soweit alles. Lass uns einfach anfangen. Das ist die Schöne hier irgendwie. Genau. Du fängst an. Ich habe letztes Mal angefangen. Du fängst an. Okay. Ey, ich hoffe, wie immer, das ist das richtige Öffchen. So, Spiel Nummer 1. Kann es erkennen? Ich erkenne es. Platz Nummer 11. KOTOR. Knights of the Old Republic. Der BioWare-Klassiker im Star Wars-Universum. Finde ich für mich ein extrem wichtiges Spiel, weil es westliche 3D-Rollenspiele so für mich so auf die Map gebracht hat. Ich kann nicht mal sagen, ob es das erste. Nee, war es ja nicht mal. Vielleicht war Gothic 2 oder KOTOR zuerst? Ich glaube sogar. Boah, das ist schwer, weiß ich gar nicht. Egal, es war auf jeden Fall ein großes, wichtiges Spiel, was natürlich damals extrem gehypt war, auch aufgrund der Star Wars-Lizenz. Und das eines der großen, coolen Features war natürlich auch dieses Auswahlsystem, ob du dich der dunklen oder der hellen Seite der Macht zuwendest. Viele tolle Planeten, ein eigenes Raumschiff, ein cooles taktisches Kampfsystem und ein krasses Ende. Eins der besten BioWare-Rollenspiele überhaupt. Ja. Ich muss zugeben, ich hab's nur ganz kurz gespielt, aus verschiedenen Gründen. Ja, also ich weiß diesen Ruf des Spiels, also kenne ich, ne? Also ich,
ich weiß, was für ein, was für, was vor allen Dingen, was viele, viele immer wieder sagen, was für eine gut geschriebene Geschichte das ist. Und wie sie dich mitnimmt und wie sie auch dich mit Wendungen wirklich emotional komplett umwirft und sowas. Ich wollte es immer miterleben, aber das Problem war, ich habe es viel zu spät versucht nachzuholen. Und A, bin ich nicht der allergrößte Star Wars-Fan. Ich mag Star Wars, aber ich hatte da, zum damaligen Zeitpunkt, als es rausgekommen ist, habe ich halt deswegen auch das nicht gespielt, weil ich mit Star Wars nicht so anfangen konnte. Erst später kam so ein bisschen so diese Faszination, was komisch ist. Und B, was mich richtig, richtig genervt hat, ich mochte das Kampfsystem nicht. Es Das ist ist so, halt sehr das, rundenbasiert und genau. es wirkt so im Kontext, also was man mit einem Lichtschwertkampf verbindet, total dumm. Weil man Ja. erwartet ja so gerade so Action und dann drückst du einfach nur einen Knopf und der Typ geht hin und das war's. Okay, gebe ich dir, aber es hat trotzdem total Bock gemacht, fand ich irgendwie. Ja, ich hab das halt Und nicht so, also ich. also ich, das war so eine richtig geile Star Wars-Phase. Da gab es Jedi Knight 2 in der Zeit. Es gab Stimmt. die neuen Filme und die fand ich damals noch nicht so kacke. Da war man noch ein bisschen jünger und hat sich natürlich auch von diesen Effekten blenden lassen. Und bei mir war es so genau zur richtigen Zeit, das Spiel. Aber ich Aber kann das alles voll nachvollziehen. ja. Wirklich, ich will da gar nicht so die Steine im Weg legen. Das ist einfach so ein persönliches Ding, dass ich auch vor allen Dingen damals, wo ich das gespielt habe, habe ich einfach lieben gerne Echtzeitkampfsysteme gemocht. So, und ich war nie der Fan von diesen. Das ist das Paradoxon. Wir werden gleich noch darüber reden. Dieses Klicken und dann Schlagen und dann siehst du so eine Zahl hochgehen. Und das Schlimme war, du begegnest einen Feind und dann freest das Spiel. Dann drehst du die Kamera so, hä, okay, jetzt muss ich dieser Person sagen, du gehst dahin und so. Ich bin ein absoluter Strategiemuffel und ich wollte jetzt hier geile Star Wars Action und das war halt so eine leise Ja, kleine das ist Brille. es. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Also ich will da jetzt gar nicht Nee. haten. So, ich weiß diese Qualitäten zu schätzen. Ich kann sie halt leider nur nicht einschätzen, weil ich nicht so weit gespielt habe. Lass uns, ist es das erste Spiel? Ich finde, da gibt es noch nicht so viel diskutieren. Pack es einfach erstmal in die Mitte, dann können wir es nachher immer noch In die hoch, höher Mitte. Ach gut, du hast oder 11 gesagt. runter. Dann 11 ist dann auch 11, so eine ja, Platzierung, genau. wo ich. Dann machen wir hier Knights. Ist es Knight oder Knights? Knights of the Old Republic. Chakotor oder so. Und es ist halt BioWare, ne? Ist für mich, irgendwie hat es für mich BioWare bekannt gemacht. Ey, klar, die haben auch Baldur's Gate vorher gemacht, ne? Aber irgendwie war mir das dann nicht so, da waren sie dann halt diese Marke irgendwie schon, ne? Ja. Und sie sind natürlich extrem bedeutend, weil danach die Spiele halt, ob nun Mass Effect oder Dragon Age, die fand ich halt auch richtig gut. Und ja, das basiert halt irgendwie auch, ist ja das gleiche Prinzip quasi, ne? Also, dass die Struktur zumindest. Das Kampfsystem hat man schon abgeändert, gerade bei Mass Effect. Aber Was mich naja. immer wieder so leicht reizt, ist Jade Empire. Das ist ja auch von BioWare. Auch zu der Zeit, ich muss sagen, ich habe das mal angespielt, aber mehr auch nicht. Ja, Ich weiß, eigentlich dass ist es das irgendwie einen wieder. guten Ruf genießt, aber. Ja. Es muss rein theoretisch muss das auch nochmal nachgeholt werden. Also ich gönne den Platz. Ich weiß, das ist. Mach Also erstmal. da sage ich, Können wir ja. immer noch Wir können das diskutieren. ja später Hau noch mal raus. einen Wir raus können das jetzt. Hau mal einen raus. ja später noch rauskicken. Das ist kein Problem. Ja. So. Ich ziehe. Das ist immer so spannend, wenn das erste Mal ziehen, weil du dieses. Ich habe seit Tagen habe ich mir nichts anderes nachgedacht, außer wie platziere ich mich im Außer Spiel. ziehen. Ist wie Pokémon-Karten Oh ziehen. Gott, Nur geiler. es ist mein direkt mein Platz 15. Das wird jetzt eine Überraschung sein. Ich weiß nicht, ob du Okay. das. Es ist interessant, weil der Nachfolger steht in den Startlöchern und ich weiß nicht, ob du es gespielt hast. Mein Platz 15 ist Vampire. Ja, okay. Vampire the Masquerade Bloodlines. Hast du es gespielt? Ich habe es gespielt. Es war das erste Spiel, was ich jemals in der Source Engine gesehen habe. Und es war damals schon extrem geil grafisch. Ich muss aber sagen, ich habe das nicht zu Ende gespielt, weil es auch technisch nicht so cool war. Ja. Aber die Grundidee war schon cool, so als Vampir mit den unterschiedlichen Clans und die Genau. Clanswahl wirkt sich wirklich auf deine Umwelt aus. Da war einer, der war doch so hässlich, mit dem konnte man nicht mit normalen Menschen reden und so weiter. Oh, genau. Allein das schon Das finde ich war schon wieder geil, wenn man darüber ja, redet. auf jeden Fall, aber es war halt spielerisch, ich erinnere mich auch gar nicht mehr. War das. Also die Erinnerung ist leicht verblasst, muss ich sagen. Okay, Was immer okay. nicht für das Spiel spricht. Ich weiß natürlich, dass es einen legendären Ruf hat. Ich weiß auch, dass das durch Fanpatches mittlerweile spielbar ist. Ja, richtig gut sogar. Und wie gesagt, der Sequel kommt bald. Das werde ich auf jeden Fall auch zocken.
Ja, aber erzähl du, vielleicht kannst du da noch mehr zu berichten. Ja, ich hab, ich beiß mir ein bisschen in den Arsch, dass ich das bei meiner Top 100 so ein bisschen vergessen habe, weil das Spiel, gerade wenn es darum geht, was ist so für mich ein rundes Rollenspielpaket, ist Vampire eigentlich genau das, weil du, es ist quasi wie Cyberpunk, nur in einem Papier-Setting. Du spielst aus der Ego-Perspektive, du bist ein Vampir, der muss sich meistens auch, weil er in so, also du musst dafür sorgen, dass er nicht in so einem Berserker-Modus gerät, weil er braucht Blut, das heißt, du musst auch schon auf sein Blutlevel achten. Es gibt verschiedene Clans, die Biester und diese dreckigen Vampire in der Kanalisation, die hochadeligen Vampire in ihren Towern und sowas. Und du musst verschiedene Quests machen. Du kannst einmal verschiedene Wege wählen, um eine Quest abzuschließen. Entweder du überredest jemanden, du knackst das Schloss, du hackst dich rein, du kämpfst gegen die. Allein diese Abwechslung, die Auswahl aus deren, finde ich super, super toll. Das was liebe ich. Und es gibt dort richtig gut geschriebene Quests. Also ich erinnere mich noch an so viele, wie zum Beispiel dieses legendäre Hotel. Das ist so ein Der Ocean, Spukhaus, ne? Oder war das ein Thief? Nee, das ist das Ocean Hotel am Strand, wo du was fast schon wie so ein. Ja, das ist so der Spuk des halt. Dann gibt's dann. Das ist fast wie so ein Horrorspiel. Bist du dann da drin? War das nicht ein Thief? Ich dachte, das wäre immer ein Thief gewesen. Nee, ey, Deadly Shadows, da war doch auch so eine Horrorstelle, oder? Boah, kann sein. Oder war das auch so mit so einem Mädchen, das auf einmal vor dir hinrennt und so? Ja, das wäre jetzt eigentlich tatsächlich so. Vampire. Ja, das wäre jetzt Vampire. Kann aber auch zwei Thieves sein. Dann kenne ich das. Ja, das kenne ich auf jeden Fall. Ja, und dann, keine Ahnung, dann läufst du da und dann ist da eine Vase, die so runterfällt. Das ist alles jetzt heute richtig geil. Ja, doch, daran erinnere ich mich. Ja. Aber das ist in einem Rollenspiel drin. Das ist eine Quest. Ja, und dann gibt es eine Quest, die wird mir immer noch in Erinnerung bleiben, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was ein Snuff-Film ist. Und es gibt eine Quest, wo es um Snuff-Filme geht und ich erfahre zum ersten Mal, der kleine Butzi erfahrt, was ein fucking Snuff-Film ist und ich dachte mir, oh mein Gott, das ist ja total schlimm. Also das sind ganz, ganz viele Quests, die mir immer noch so in Erinnerung geblieben sind. Was ich auch cool finde, aber das ist jetzt eigentlich, also ich finde es cool, weil ich bin halt irgendwie Spieler dieser Zeit, aber damals waren die Rollenspiele auch noch nicht so groß. Ne? Das war ja noch nicht so riesig. Das waren so abgesperrte Areale, wo du mit dem Taxi hin und her fährst. Das mag ich eigentlich auch, ja. Und ich mag das, wenn du dann so, wenn du eine Gasse siehst und genau weißt, ja, da hinten links geht's zum Strand und da vorne, da kann ich dann, keine Ahnung, in den Diner und ich kann es teilweise von meinem inneren Auge noch alles irgendwie so mitnehmen. Deswegen liebe ich das Spiel, was ich allerdings, weswegen ich das nicht höher gesetzt habe, liegt einfach allein da an dem Punkt, ich hab's bei meiner eigenen Top 100 vergessen. Das ist eigentlich schon, da muss irgendwas im Argen liegen. Und B, ich weiß nicht mehr, wie es bei der Hauptstory weitergeht. So. Also, was da nochmal gewesen ist. Also, ich kann es nicht mehr so genau mitgeben. Schon ewig her, aber es ist halt wirklich fast nichts hängen geblieben. Und das ist dann irgendwie doch vielleicht ein Indiz dafür, dass nach so vielen Jahren das Spiel dann, ja. Ja. Das ist dann halt auf 15. Pack auf 15, wir gucken, wie es abschneidet. Wir gucken. Pack auf 15. Das ist jetzt ein langer Name. 15, ne? Ich hab jetzt auch 15, ja, ganz, ganz weit hinten. Vampire. Boah, das ist gut. Ich mach mal weiter. Ja. Da flog einer raus, dann will der wohl gezogen werden. Es ist. Oh. Kannst du lesen? Ja, ich seh's. Ah, Platz 12. Grandia. Eins oder zwei? Eins. Mhm. Das ist halt. Ich würde fast sogar. Also. Ja, ist halt einfach ein tolles Spiel. Es ist einfach so ein Sinnbild für diese tolle JRPG-Zeit während der PlayStation 1-Ära. Und das ist auch so, das habe ich natürlich auch im Video gesagt. Das ist so ein Spiel, ey, ich kann dir nicht mal die Story sagen. Ne? Da ist halt der Hauptcharakter Justin und er will Abenteurer werden, geht zur Gilde, holt sich einen Abenteurerschein und legt los. Ne? Und daraus entspinnt sich dann irgendwie eine Geschichte, um die Welt zu retten. Aber ich könnte es dir fast nicht mal sagen, worum es geht. So lange es hatte aber auch eine extrem tolle Welt, in der man sich richtig cool wohlfühlte, weil ich liebe auch diesen Artstyle. Das war ja komplett das Gegenstück zu Final Fantasy. Da waren die Charaktere 2D-Sprites und der Hintergrund 3D. Das ist irgendwie total charmant gewesen. Und das Kampfsystem ist halt richtig, richtig gut und macht richtig, richtig Spaß. Und man kämpft halt auch ganz normal eigentlich abwechselnd Rollen, also rundenbasiert. Nur man hat unten so einen Zeitstrahl, wo du siehst, wann deine Attacke loslegt. Und je nachdem, wie schnell du bist, geht deine Attacke halt schneller los. Aber du kannst halt durch Fähigkeiten oder
Kritschläge, die gegnerischen Strahlen, du siehst halt auch die vom Gegner, dann zurückwerfen. Und das ist dann halt so ein cooles Abwägen aus Taktik. Mache ich jetzt viel, also wenig Schaden, um den Gegner zu behindern oder Damage und so weiter, und es ist super süchtig machen. Darunter dazu ein cooles Zaubersystem, bei dem man aufgrund der Masse, der Quantität, was man zaubert, die Zauber levelt und erlernt, und die konnte man die nicht auch verbinden oder so? Auf jeden Fall gab es richtig coole Zauber. Und was ich immer gut finde, wenn Charaktere schreien, was sie machen. Weißt du, irgendwie den Namen. Ich weiß es nicht mehr, wie die Spells heißen. Das gab es aber auch in Legend of Dragoon. Falcon Punch. Ja, genau so. Das ist cool. Ne, und das war halt gerade ja auch. Einfach ein charmantes, tolles Spiel. Das ist ein charmantes, tolles Spiel einfach. Da habe ich schon Erinnerungen. Es ist auch ein Spiel, was komplett in Deutsch übersetzt war. Vielleicht auch deswegen, ich habe immer das Gefühl, das war bei uns relativ beliebt. Und die Spiele, die halt deutsch, richtig mit deutschen Texten waren, waren halt immer beliebter als Rollenspiele, die das nicht hatten. Mhm. Und ja, das hat also sogar deutsche, also ich meine sogar Sprachausgabe. Das hatte generell nur wenig Sprachausgabe, so in 2-3 Szenen. Aber das selbst war dann auch deutsch. Das war schon cool. Ich hab Grandia auch gespielt, aber leider nicht so lange. Es ist schon ewig her. Ich kann dir gar nicht mehr. Ich weiß doch ganz genau, also ich kann nur meine Gefühle so ein bisschen wiedergeben. Ich fand das immer toll, dass es einen richtigen Aufbruch, also eine richtige Aufbruchstimmung hat und Abenteuer-Flair. So diese Abenteuer, Musik und so, genau. Du lernst dir die ersten Charaktere kennen, die laufen dann immer hinter dir mit. Das war zu Zeiten, ich habe Final Fantasy 7 gespielt, da war das ja immer, sind die Verbündeten in Cloud hineingelaufen so. Und da sind die dir gefolgt, das fand ich immer total super. Ich kann leider nicht mehr genau sagen, was da alles gewesen ist. So, ich wollte es auf jeden Fall nochmal nachholen. Ich kann dir jetzt auch nicht mehr sagen, wie die Story ausgeht. Ich kann mich aber an viele Momente erinnern, an die Nebenquest mit Gatwin, diesen Rittertypen, der so ein bisschen immer Dings auf die Probe stellt, den Justin, und ihn dann am Schluss einen richtig krassen Spell lehrt. Und eine meiner Lieblingsszenen am Schluss, das Duell mit General Mullen, dem Sohn des Bösewichts, der dann so ein bisschen Zweifel hat, ob er dann doch vielleicht nicht lieber, was er da tut und so weiter und so fort. Aber bevor er sich dann der guten Seite hingeben muss, will er noch einmal Justin herausfordern. Und dann kommt das Lied Mullen. Das habe ich dir in Herz oder Musik vorgespielt, als epischer Song. Stimmt. Und dann dreht sich die Kamera über das Schlachtfeld, völlig episch. In meiner Welt war das so richtig geil. Dann habe ich mir das da irgendwann für ein Video wieder angeguckt und dann war das einfach so plopp. Und das war's. Hatte ich aber geiler in Erinnerung. Egal, in meiner Erinnerung, in meinem Kopfkino wird es immer so eine epische Szene sein mit Kamerafahrten, die so in John Woo um sich rumschwingen. Und dann kämpfen sie gegeneinander mit diesem krassen Song im Hintergrund. Naja, großartiges Spiel. Ich weiß, viele lieben den zweiten Teil mehr und finden den besser. Ich muss sagen, ich habe den aber nicht viel gespielt. Ich habe den nicht mehr als angespielt. Ich habe ihn hier, aber ich habe auch noch nicht so richtig den Weg gefunden, da mal ranzukommen. Irgendwie bin ein bisschen zu faul, die PS2 aufzubauen. Aber ich trage mal Grandia auf Platz 13 auf, oder? Hatte es, glaube ich, auf 12. Aber kannst du es auch auf 13? Eigentlich müsste man schon Vampire ein bisschen runtersetzen, weil ich hatte bis auf Platz 15 gehabt. Aber wir gucken mal. Ist doch egal, das können wir doch erstmal. Lass doch erstmal, wo sie waren. Ja, okay. Dann machen wir Grandia auf 12, weil das hatte ich auf 12. Gut, dann machen wir. Wenn ich schon Platz gainen kann, dann gainen wir das auch nach oben. Ne? Alright. Okay. Machen wir 11, weiter. 12. Hab ich doch. 12. Nee, ist 13. Nee, ich hab's doch auf 12 hochgestellt. Oh, dann ist aber leck so. Hier. Okay. Nee, ja, du alles hast... gut. Nee. Hey, hier, 12. Ja, alles gut. Bei mir hat das ein bisschen gedauert. Ich hab das nicht so schnell gemacht. Mach ruhig weiter. Kann sein, dass irgendwie das im Stream vielleicht nicht richtig ankommt. Also deswegen muss ich das wissen. So, schauen wir mal, was habe ich denn hier? Oh, da muss ich mich erklären. Nee, zeig erst mal, nicht erklären, zeig erst mal. Oh shit, okay, passt auf. Platz Nummer 12 ist Fable 1. Okay. Fable 1 von Lions, war das schon Lionsgate? Lionhead, ja genau. Auf Peter Molyneux. Peter Molyneux, genau. Damals hat er noch einen ganz, ganz guten Ruf genossen. Hat sehr, sehr viel angekündigt und sehr, sehr viel versprochen, was am Ende irgendwie nicht, was am Ende nicht gestimmt hat. Das ist mir alles egal, weil Fable verkörpert etwas, das ich bei Rollenspielen absolut liebe, und zwar dieses Gefühl halt wirklich so in so eine ganz eigene Welt abzutauchen. So. Und Fable hat ja diesen Ansatz, ein sehr märchenhaftes Universum zu sein. So fast schon wie so ein Harry Potter. So. Die Musik hat so diese Streichmusik, und dann hast du ganz
so karikaturhafte Figuren, alles ist so ein kleines Dorf und dann gibt es ja dann den Angriff, dann wachst du in so einer oder wirst ausgebildet in dieser Gilde und zu einem Kämpfer und das alles, dieser ganze Entstehungsprozess und dieser Anfang, der war schon so schön, dass ich richtig, richtig gerne Fable gespielt habe, hat einen fantastischen Soundtrack. Ich hatte sogar auch, hab auch überlegt, ob ich den zweiten Teil hier eine Chance geben wollte, den ich auch sehr mag. Aber der hatte leider nicht so einen hohen Anspruch. Also der Schwierigkeitsgrad war sehr gering beim zweiten Teil. Beim ersten Teil noch nicht. Da war es noch ein bisschen knackiger, so was ich auch nicht behaupten würde, dass das irgendwie jetzt deep ist oder so. Es ist nicht deep, es ist auch nicht irgendwie komplex. Aber das ist mir bei Fable egal, weil es halt wirklich diesen wirklich sehr märchenhaften Ansatz hat. Die Geschichte hat mir gut gefallen. Und ist ein wunderschönes Rollenspiel-Light, wenn man so will. Also es hat schon Rollenspiel-Anleihen, also Quests und Skillen und sowas. Aber weil es sehr ja ist Rollenspiel, also das ist genau, doch, es ist, aber du kannst ja auch da heiraten und solche Sachen. Ja, du kannst auch, dein Charakter ändert sich doch auch vom Optischen, je nachdem, genau, wie du entscheidest. Also, und du mit, ja doch, das ist auf jeden Fall ein Rollenspiel, also keine Frage, keine Frage. Genau, und du hattest ja dann auch so, das ist war ja die Sache, die Peter Molyneux auch sehr, sehr stark propagiert hat, dass je nachdem, wie du spielst, sich dein Charakter halt eben äußerlich auch ändert und so, dass du böse Taten tust, dann hast du Hörner und so. Auch das fand ich cool. Das war eine coole Idee. Ich habe es richtig, richtig gerne gespielt und deswegen mag ich Fable sehr, sehr gerne. Ich habe Fable 1 auch gespielt. The Lost Chapters, die PC-Version. Also nicht auf der Xbox, sondern ein bisschen später auf dem PC. Ich kann mich wenig dran erinnern. Aber ich habe es auf jeden Fall weit, ich weiß nicht mal, aber ich habe es, glaube ich, auch nicht durchgespielt, aber ziemlich weit. Und ich hatte damit meinen Spaß. Ich kann dir aber nichts mehr daraus erklären, sagen. Das ist schon ewig her. Ja. Ich kann dir die Story nicht sagen oder so, aber hey, ich will da jetzt auch nicht gegen argumentieren. Ne, und Fable ist, muss man ja auch sagen, es ist schon irgendwie eine legendäre Reihe. Also, ne, findest du, ich habe mal das Gefühl, dass das wird sehr unter den Teppich gekehrt. Also wenn du jetzt Microsoft-Spieler fragst, sie reden erstmal von Halo. Gears of War, dann reden sie vielleicht noch von Forza und dann fragst du schon und noch und die sagen dann, keine Ahnung, gibt's sonst nichts mehr. Also Fable. Also ja, aber das liegt aber auch daran, dass der letzte Teil nicht so gut war. Den habe ich auch gespielt, aber nur 3-4 Stunden. Und das auch schon wieder, keine Ahnung, 10 Jahre her ist, oder was? 11? Nee, 9? Der dritte keine jetzt? Ahnung, was. Ja, 2010. Ja, Xbox 360. 11, 12? Ja, ungefähr so im Dreh, ja. Aber jetzt, wo der neue angekündigt wurde, beim Xbox Showcase, da waren die Leute schon sehr gehypt. Ja. Also in meiner Twitter-Blase haben sich da die Leute am meisten drauf gefreut. Ne? Mhm. Ja, weil ich bezweifle, dass das Spiel in den nächsten 2-3 Jahren erscheint. Das wird vor 2000. Ihr könnt ja mal im Chat schreiben, ob ihr irgendwie ein Herz für Fable habt oder nicht. Das würde mich interessieren. Fable, Daumen hoch oder runter? Genau. Also pack's auf jeden Fall erstmal rein. Also meinetwegen pack es vor Vampire rein. Ja, muss bei mir vor Vampire. Ich würde jetzt. Ich kann da jetzt wenig zu sagen, ob wir das jetzt irgendwie vor den anderen beiden packen. Also du hast jetzt auch gar nicht in deiner erweiterten Liste gar nichts, ne? Gar nicht, nein, gar nicht. Wie gesagt, ist ein Spiel, ich sage jetzt, ich kann nichts Böses und nichts Gutes, ich habe es gespielt, auf jeden Fall, aber ich kann mich einfach nicht mehr so gut daran erinnern, dass ich dir jetzt irgendwie sagen würde, das hat mir richtig gut gefallen, das hat mir richtig schlecht gefallen. Also, dann, wenn du jetzt sagst, ey, das ist mir extrem wichtig, kannst du es gerne weiter vorne platzieren, aber Ich nehme es einfach mal hinter Grandia. Ja. Ja, wenn ich schon damit den Status bekomme. Ich glaube, können wir nachher immer noch nach unten pushen. Okay, Fable 2 gibt es sicherlich auch für PC, oder? Also für Xbox, klar, aber. Das weiß ich nicht. Bestimmt mittlerweile, aber ich glaube, das war Xbox 360 exklusiv sogar. Fable ist Legend, schreibt einer. Es ist schon schön. Hab mich nicht gespielt, war ein Xbox Exclusive, Fable Top. Ja, doch, ist. Also, es sagt auf jeden Fall niemand was dagegen, was ja auch dann schon mal dafür. Nö, das ist schon mal. Ich mach mal weiter, ne? Jo, okay. Ich find's super, dass wir immer noch die gleichen. Ja, klar, die habe ich extra wieder rausgesucht. Ja. Einen sogar aus der Spülmaschine. Das gehört ja wohl dazu. So. Oh. Platz 14. Gothic 2. Gothic 2 ist für mich halt Startpunkt dieser Serie gewesen. Und ein Spiel, was ich damals sehr lang und sehr ausgiebig gespielt hatte und unendlich viel Spaß damit hatte, weil es halt eine, wie du auch quasi ähnlich wie Fable, eine in sich konsistente, tolle Spielwelt aufgebaut hat, die ich in der Form irgendwie noch nicht erlebt hatte und in der ich sein wollte. Gewisse NPCs hatten gewisse Bereiche, Aufgaben und Zyklen in dieser Welt, die sie einfach durchgeführt haben, und wenn du irgendwas wolltest von denen, dann musstest du zu denen gehen und zu der richtigen Zeit zu denen gehen, und es war so grob, schroff, charmant, und natürlich war es
gameplay-technisch kacke. Aber das war damals cool. Heutzutage kann man sich das wahrscheinlich gar nicht ergeben. Übergeh mal. Und vor allen Dingen mochte ich die Idee, dass man sich einer von drei Fraktionen anschließen konnte und dadurch dann irgendwie so seinen Skillbaum erweitern konnte. Ich habe es geliebt, dass man irgendwie 50 Apfel essen konnte und dann wurde man stärker. Also das und das ist, und bis heute mag ich einfach diese ganzen Piranha Bytes. Heißen die so? Blue Bytes? Spiele, die ganze Risen-Serie und so. Die sind alle meistens technisch eine Vollkatastrophe, gerade auch von Konsole. Aber ey, ich spiele die immer gerne. Auch durch. Und das ist irgendwie deutsches Videospielkulturgut. Ja, ja, es ist mein Platz 1. Ja, sorry. Ja, Ich habe lange überlegt, weil es das Problem war, ich habe ja wirklich darüber nachgedacht, Nostalgien nicht reinzusetzen, aber ich bin immer noch der Meinung und ganz, ganz fest der Meinung, Gothic 2, aber auch 1, ich kann da nicht, die sind für mich so ähnlich, ich kann das nicht auseinanderhalten, für mich zählen die zusammen. Ich nehme aber gerne Gothic 2, weil das, weil es größer ist. Ich muss dazu sagen, ich habe Gothic 1 nicht so viel gespielt. Ich kenne so ein paar Sachen und habe das, aber das, ne, deswegen, für mich war es Gothic 2. Also wenn wir uns auf 2 einigen können, cool. Darf aber gerne repräsentativ für die beiden. Der erste Teil, der ist, weil das halt, das Problem ist, ich glaube, das ist auch so vielleicht ein Problem gewesen, dass du den ersten Teil nicht kanntest und das baut ja auch darauf auf und so. Aber ist okay. Ich finde, Gothic ist das beste Rollenspiel aller Zeiten. Warum? Ich liebe in dem Spiel jede Entscheidung, beispielsweise die Open World, die mich damals total weggefegt hat, so innerhalb der Story zu, auch sinnig zu einzubinden, dass du halt in Gothic 1 zum Beispiel nicht aus dem Minental rauskommst, weil das halt oder begrenzt ist, weil da halt diese Barriere ist und sowas. Und das auch alles so raubeinig und so schroff geschrieben ist, weil das eben alles motherfucking Häftlinge sind, so. Und bei Gothic 2 ging das ja weiter. Da hattest du ja dann quasi noch diesen Unterschied zu den Adligen, den Rittern und dann diesen Raubeinigen, die dann entflohen sind. Da kamst du am Anfang nicht in die Oberstadt rein und sowas. Genau. Das war schon echt cool. Das war so cool. Und auch das, ich mag es ja gerne, wenn du dich für Wege entscheiden kannst. Wenn ich sage, okay, nehme ich den Passierschein an und gehe in die Stadt Corinnes oder muss aber denjenigen einen Gefallen tun später oder ich lasse das und verdiene mir den Passierschein mit harter Arbeit, was mir ein bisschen Zeit kostet. Also das ist auch super. Und was ich bei Gothic abgöttisch liebe, ist, dass die Spielwelt mich immer wieder ohne irgendwelche Ladebildschirme oder irgendwelche, was weiß ich, Level-Caps, mich organisch innerhalb der Spielwelt aufzeigt, wo ich hingehen kann und wo nicht. Also wenn ein Gegner zu stark ist, dann kriege ich erstmal auf die Fresse. So, ich kann aber mit etwas glitchy und glücky kann ich da durch, ich kann durchschleichen, ich kann die Gegner pullen und damit die Stadtwachen es attackieren und so. Also ich habe Mittel und Wege, die Spielwelt zu erkunden. Jetzt ist mein Monolog, ist mein Platz 1. Ich mache mir ein Mental Note hier. Genau, und zum damaligen Zeitpunkt zum Beispiel kam ja Morrowind heraus. Und Morrowind war so riesig, das war so, du konntest alles anfassen, aber es war so leer. Es war so leer, da ist halt nichts gewesen. Und bei Gothic ist jeder Weg, den du siehst, jeder Pfad, der den Berg hochgeht, alles ist handplatziert. Und ich weiß ganz genau, da ist auch was. Das ist nicht einfach random durch einen Generator durchgeschossen, sondern da haben sich Leute hingesetzt und überlegt, wie sie es machen. Das heißt, die Spielwelt fühlt sich so richtig lebendig an. Und dass die ganzen Figuren Tagesabläufe haben und dass die Namen haben, dass die Geschichten haben, dass die nicht einfach nur so vor ihrem Laden stehen und dir den Textwall reindrücken, sondern dass es komplette Sprachausgabe hatte und eine richtig gute. Das ist bis heute absolut meisterhaft. Das Einzige, was ich dem Spiel nachsagen würde, was ich nicht mochte, oder was man nicht mochte, oder sondern was man bestimmt verbessern kann, ist halt das Kampfsystem. So, das ist ein bisschen, blocken, Schlag links, Schlag rechts. Das ist ein bisschen schwierig. Aber auch da kommst du locker rein und du gewöhnst dich dran. Und irgendwann mal war mir das egal. Und dass Gothic 2 sogar noch Gothic 1 als Spielwelt integriert hatte,
Das ist ja der Oberhammer. Also, ich kann nur absolut schwärmen und jedem empfehlen, das auch nochmal zu zocken. Es ist schwer, da ranzukommen, weil, obwohl das rankommt, kommst du schon, aber das zum Laufen zu bekommen. Und ich weiß auch, dass es. Gibt es nicht auf Steam? Ja, es gibt auf Steam, aber ich weiß, dass es dann. Ja, da gibt es auch die Nacht des Raben. Oh, allein schon die Nacht des Raben, Alter. Das ist das beste Add-on aller Zeiten. Mit Echt? Blood and Wine. Ja, das ist ich okay. Hab, als Fan. Also, ich habe mir die Nacht des Raben natürlich auch gekauft. Ne? Wollte ich unbedingt spielen. Ist bis heute noch original zielt aus dem Jahr 2003 hier in meinem Alter, das ist irgendwann mal so viel wert wahrscheinlich. Ja, ich glaube nicht. Aber irgendwie kam ich da, ich weiß es nicht, habe ich nie. Aber erzähl erstmal weiter, bevor ich. Ja, ich will jetzt da jetzt auch nicht so. Ich kann dazu nur wirklich schwärmen, weil das ist ja das, was ich ja vorhin sagte. Bei Gothic, ich habe ja Gothic 2 zum Beispiel jetzt, glaube ich, viermal durchgespielt. Zweimal der Nacht des Raben, zweimal das noch Hauptspiel. Und das zuletzt, glaube ich, weiß ich, vielleicht 10 oder 7 Jahre her, ich weiß nicht mehr genau. Und normalerweise, du merkst schon irgendwann mal, oh, das ist ein bisschen veraltet und so. Und ja, natürlich, Dinge altern, Spiele altern halt doch sehr, sehr, sehr oft. Aber das, worauf es ankommt bei Gothic, so die Spielwelt, die Charaktere, so die Quests, wie geschrieben worden sind, das hat immer noch so bei mir eine Sogwirkung. Ich behaupte immer noch, dass viele Leute, die bei The Elder Scrolls Skyrim das erste Mal ein Rollenspiel gespielt haben und sagen, das ist das beste Rollenspiel, spiel fucking nochmal Gothic 2. Was ist denn los? Das muss sein. Das wäre auch mein Argument bei Skyrim. Immer so ein. Wenn man das als erstes gespielt hat, verstehe ich das. Aber wenn man so ein bisschen. Na egal, wir greifen vor. eine Sache, ich mag auch, dass die Spielwelt so ein bisschen kompakter ist als in diesen anderen riesigen Welten. Ja. Und was du gesagt hast mit dem natürlichen Ding, meine Lieblingsgeschichte ist immer der schwarze Troll im Norden, wo ich da gleich zum Anfang hingegangen bin und den irgendwie eine halbe Stunde mit Pfeil und Bogen zwischen den Steinen. Ich war so stolz, als ich den irgendwann umgehauen hatte. War nicht mein Level, aber ich weiß nicht, was es gab. Fell, schwarzer Fell-Troll, keine Ahnung. Achso, du meinst den vor der Stadt, meinst du? Den jeder. Nee, den ganz oben, da war doch so ein riesiger schwarzer Troll, dieser riesengroße. Den kannst du nicht im Level am Anfang machen, der ist viel zu stark. Aber da waren so zwei Felsen und da konnte man den reinglitschen. Oder du hast dich dahingestellt, da konnte ich nicht angreifen. Und hast den mit Hunderten von Pfeilen oder Schwertschlägen konnte ich den niedermachen. Da war ich sehr stolz drauf. Ja, das habe ich in der GameStar gelesen oder irgendwie, ne? Das war halt funktioniert. Das fand ich witzig, dass es machbar war. Das fand ich cool. Ja, ich habe das, also ja, das. Pack nach oben irgendwo hin erstmal. Wir haben noch kein anderes Spiel. Pack es auf deine 1 erstmal. Können wir immer noch diskutieren. Ja, das ist ich merke, dass es dein Herzensspiel ist. Ja, ich kann natürlich. Auch wenig gegen das Spiel argumentieren, außer vielleicht den Altersfaktor, dass das Spiel heute nicht mehr so gut spielbar also ist. Also ich meine, du hast es auf Platz 14, das zweitniedrigste. Genau. Und du lässt mir wirklich Platz 1 erstmal jetzt so. Also ich nehme das gerne an. Ja, du kannst auf 10 packen, aber ich kann es doch immer noch. Wir können doch lieber dann nach unten packen als nach oben. Okay, dann lass ich mal Gothic. Auf der 1. Ich krieg meine Spiele schon nachher auf. Das wollen wir noch mal sehen. Du musst erst mal reinkommen mit Gothic. Here we go. Okay. Ich bin, ne? Ja. Okay. Du musst ein bisschen weiter, so. Ja, genau. Ist umgedreht. Falsch rum. Oh. Platz 15. Suikoden 2. Suikoden 2. Oh ja, da sind wir wieder in der japanischen PlayStation-Ecke. Ende der 90er Jahre. Ein Konami-Rollenspiel. Epischen Ausmaßes, möchte ich mal sagen. Ein Spiel, was eigentlich schon damals völlig veraltet war, aber heutzutage dafür umso cooler gealtert ist, denn diese 2D-Optik ist heute auch noch immer cool. Ein dramatisches Rollenspiel, was natürlich auf der einen Seite durch seine Story das Wort vergessen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Bei dem halt ein zwischen Bürgerkrieg möchte ich nicht sagen, aber in einem Krieg zwei beste Freunde unverschuldet, aber auf zwei Seiten des Krieges sich wiederfinden. Das ist so ein bisschen die Prämisse des Spiels und das ist halt hochemotional, aber auf der anderen Seite auch aufgrund seines coolen Gameplays. Natürlich gab es das schon auch in Suikoden 1, aber die Suikoden-Reihe basiert auf drei Pfeilern und zwar einmal dem klassischen Kampfsystem, rundenbasiert, was aber sehr schnell stattfindet und auch mit 6 Partymitgliedern gleichzeitig. Dann gibt es aber auch Taktikkämpfe, wie in einem Strategiespiel, wo man so richtige Armeen bewerkstelligen muss, aber auch Duelle. Die sind zwar nur Schere, Stein, Papier, aber meistens sind sie cool inszeniert. Und außerdem muss man eine Burg, oder war das eine 1? Auf jeden Fall hast du eine Festung, die du aufbauen musst und kannst insgesamt über 100 Charaktere in diesem Spiel rekrutieren.
Davon die Hälfte quasi als für die Hälfte für einen Kampf, aber auch viele für, okay, deinen, für deine Burg, als Händler, als, okay, Musikmacher und sowas. Das fand ich so cool. Da findest du einen, der kann halt irgendwie gut gambeln und machst einen Quest für ihn und überzeugst ihn und dann kommt er in deine Burg und ist da als, als Minispiel-Typ da, weißt du? Und so weiter. Und manche haben weniger wichtige Funktionen, manche richtig gute, kannst halt die Partymitglieder wechseln oder als, wie gesagt, als Händler. Aber halt auch viele, viele ja, Kampfmitglieder. Und das ist halt ein Game of Thrones in 2D. Das ist wirklich so von der Story sehr brutal, episch auch und dramatisch. Das ja, schönes Ding. Ich mochte das total. Es ist natürlich, aber ich weiß auch, dass das Nische ist. Ich sag mal aber so, als unter JRPG-Fans ist das, glaube ich, schon sehr hoch im Kurs. Ja, das weiß ich. Und deswegen ärgert es mich, dass ich das nie gespielt habe. Davon, also Suikoden 2 war das, ne? Das ist doch der große, oder? Es gibt viele. Also ich mag auch 1 ziemlich gerne. Und jetzt, also es gibt auch viele Charaktere aus 1, die in 2 wiederkommen. Ich habe schon mal gehört, dass viele auch 5 total lieben, aber der Klassiker ist, glaube ich, 2. Ne? Okay. Und nicht umsonst ist die PlayStation-Version bis heute irgendwie 150€ wert, so, weil man das Spiel halt... Wie kommt man daran? Wie kommt man daran an das Game? Es gibt im US-PlayStation-Store, kannst du es dir runterladen. Aber nur, wenn du noch eine PS3 hast oder so, für ein paar Euro. Ja, du brauchst natürlich US-PayPal oder US-Geld. Ach shit, das ist natürlich wieder... Also das heißt, wenn du jetzt nicht irgendwie über Umwege kommst, du jetzt da gar nicht mehr ran, oder? Ja, deswegen ist ja die physische Version... Ja, ich weiß nicht, vielleicht bringst du es nochmal auf die PS4 oder so. Ist halt schwer ranzukommen. Schade, ja, schade. Das ist halt, ja, jetzt, davon höre ich auch sehr, sehr viel gute Kumpels, ja, von mir, die feiern das auch sehr. Also, ja, für die ist das ein sehr, sehr einzigartiges Kurs. Prinzip halt und einfach echt was Cooles. Was du heute auch einfach nicht mehr machen kannst, glaube ich. Weil das Spiel so im Scopen, ich meine, 109 Charaktere spielbar, versucht das mal zu modulieren, ne? Das ist ja, und zu balancieren oder so. Das war damals egal, hast du einfach gemacht und so. Ja, also. Ja, das ist ja auf jeden Fall, also ich kann leider gar nichts zu dem Spiel sagen. Nee. Ich kenne das nur und ich habe aber nie Berührung gehabt, leider Gottes. Ich würde es jetzt, weil ich natürlich mehr Berührung habe, ich würde es auf jeden Fall, es war jetzt mein 14, ne? Ich will es dir irgendwo zwischen Fable und Vampire, eigentlich, ich würde es eigentlich vor Fable platzieren, aber ist halt, ich kann jetzt schwer zu argumentieren, auch Fable oder so wie Coden, aber so. Ich würde, also da muss ich, ja, wo ich mir wenn's denke. Wenn es wichtig ist, mach es Fable, mach es. Also ich weiß, dass das Suikoden höchstwahrscheinlich unter Rollenspielkennern natürlich einen viel höheren Wert hat als Fable, ja, das ist mir bewusst. Ja. Das Problem ist, dass natürlich, ich kann kaum gegen Suikoden argumentieren, weil ich es gar, ja, nicht gespielt habe. Genau. Und Grandia zum Beispiel habe ich ja gespielt ein bisschen, genau, und da kann ich zumindest sagen, das hat mir richtig gefallen. Und ich habe Fable gespielt, dann pack es auf 14, dann haben wir so, können wir es damit argumentieren, dass wir es nicht beide gespielt haben, ja? Es ist halt der gemeinsame, es ist halt, da muss man Kompromisse machen. Ja, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Qualität schlechter ist, ne? Suikoden 2 bitte. Ah ja, okay. Aber was sollen wir machen, wenn wir das beide nicht gezockt haben, ne, dann... Aber das ist ja so, das, wenn du die Taktik... Und vielleicht kommt ja noch ein anderes Spiel, was ich nachher höher pushen will, ja, das du wir nicht werden, gespielt hast. Das kann passieren. Aber das ist halt das, wenn wir immer... ja, wenn ich das gespielt hätte, dann hätten wir vielleicht heute das ein bisschen anders haben können. Sorry, ich nehme es mir vor, das mal zu zocken. Das wird wahrscheinlich heute öfter fallen. Später habe ich eine Spielzeit zusammengezählt von 1000 Stunden oder so. Oh, da habe ich was gewechselt. Mein Platz, okay, 14, ich hoffe, man kann es lesen, glaube ich nicht. Auch so Lost Schrift. Odyssey. Lost, cool, Odyssey. Das ist ja. Ja, Lost Odyssey, jetzt bohrt mir der Alter, es ist fucking 10 Uhr. Was bohrt der Ficker da? Egal. 10 Uhr, was ist denn mit dem falsch? Egal. Ja, cool. Lost Odyssey kann mich wenigstens beruhigen, denn Lost Odyssey ist leider Gottes immer noch verweilt auf der Xbox 360. Man kann es tatsächlich als abwärtskompatible Xbox One-Version oder Xbox Series X-Version spielen. Tut das, auf jeden Fall, denn es ist fantastisch. Natürlich muss man dazu sagen, oder? Was würdest du jetzt sagen? Ich würde sagen, hat man dann auch den Vorteil, dass man nur eine CD reinpacken muss, anstatt 4? Weil man lädt es ja runter. Das, ja, das kann natürlich sein, weil das Spiel hat nämlich 4 CDs, das war damals, oder DVDs, war damals ein bisschen schwierig, weil bei mir zum Beispiel die, ja, zweite CD kaputt war, muss ich erstmal wieder umtauschen. Oh, okay. Ja, das ist halt. Naja, auf jeden Fall ist von Mistwalker, das ist ein Sakaguchi-Studio und das Sakurai, ich kann ihn leider nicht. Sakaguchi, der genau. Original der Final Fantasy Here we go. Entwickler. Und damals war das ja so, dass
dass Microsoft auf dem japanischen Markt irgendwie viel mehr Bedeutung haben wollte mit ihrer Xbox 360 und haben dann sich gedacht, ja komm, dann kaufen wir uns einfach mal die wichtigsten JRPG-Leute und haben Sakaguchi und Uematsu und was auch immer. Die haben ganz viele Leute, Programmierer und Grafiker und Designer von Square Enix gekauft, die Final Fantasy gemacht haben und oder Mistwalker dann gegründet, um dann Lost Odyssey zu machen. Vorher haben sie Blue Dragon gemacht, das habe ich nicht gespielt, genau, ja. Das habe ich nicht gespielt. Lost Odyssey war als alter Final Fantasy Liebhaber, der mit Teil 11, ist ja ein MMORPG, Teil 12, Teil 13 so nicht so warm wurde und dann kam halt Lost Odyssey. Und Lost Odyssey war dann halt so eine Offenbarung, weil das halt klassisches Final Fantasy Gameplay ist, also eine epische Geschichte mit unsterblichen Figuren, die an ihrer Unsterblichkeit auch immer mehr leiden, dass sie so viele Menschen kommen und gehen gesehen haben in ihrem Leben und sehr, sehr viele Epochen und Konflikte miterlebt haben. Das ist schon einfach ein Grundstoff, der total interessant ist. Und dann hast du ein Kampfsystem rundenbasiert, das unfassbar taktisch ist, wo du wirklich dich rein vertiefen musst und mit den verschiedenen Formationen und verschiedene Magie und Rollen und solche Geschichten. Also klassisches Final Fantasy sieht jetzt auf den ersten Blick nicht mehr so cool aus, weil das ist sehr so Unreal 3 Engine, die sieht jetzt leider nicht mehr so fresh aus, finde ich. Macht aber nichts, weil die Story ist ziemlich gut erzählt. Ich mochte die Charaktere innerhalb der Party und es ist ein klassisches Final Fantasy Spiel, nur eben in einem anderen Universum und heißt halt Lost Odyssey. Und deswegen, Leute, wenn ihr das noch nicht gespielt habt, gönnt euch das, das ist super. Eine Sache natürlich, das Kampfsystem ist natürlich auch dafür bekannt gewesen für das Ringmenü, für das Ringsystem. Ah ja, genau. Das heißt, du hast eine Action-Komponente, bei dem quasi, wenn du genau timest, einen, ich weiß gar nicht, mehr Schaden machen kannst, schön geklaut von The Legend of Dragoon, beziehungsweise noch besser bei Shadow Hearts damals, wo es richtig gut war. Aber das macht halt diese rundenbasierten Kämpfe auf jeden Fall dynamischer und es war richtig cool. Ich habe das auch gespielt, ich fand es super. Ich habe es so ein bisschen vergessen. Es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich erinnere mich schon, ne, aber irgendwie so, das ist halt so eine richtige. Mein Vampire Hidden quasi. Gem. Ja. Ja. Ich bin aber auf jeden Fall erstmal dafür klar. Kann auf der Liste, weil es wirklich ein gutes Rollenspiel ist. Vor allen Dingen in der Zeit, der es entschieden ist. Wir haben es ja schon im Chat gelesen. Es war das bessere Final Fantasy 13 für die meisten. Oh ja, auf jeden Fall. Das kann ich vollkommen unterstreichen. Also das auf jeden Fall. Weil es halt das klassische, ursprüngliche, traditionelle Final Fantasy verkörpert hat. Final Fantasy 13 hat halt anderen Wege gewählt. So. Ja. War natürlich aber auch ein bisschen trocken manchmal mit dir. Also was heißt trocken? Es gab viel zu lesen in Lost Odyssey, diese ganzen Lesepassagen. Diese Gedichte, so Kurzgeschichten? Die Gedichte, genau. Ich fand die so toll. Vielleicht auch nicht für jedermann. Ja. Ich habe auch ein paar richtig geile Soundtrack-Stücke. Ich habe mal irgendeinen benutzt für meine Game-Room-Tour. Uematsu, ne? Ist ja klar. Gut. Ja, gut. Ist ein gutes Spiel. Also allein schon diese Gedichte, ganz kurz, weil ich das halt auch so, so schön fand, weil, wie gesagt, diese Menschen, das sind teilweise, sind da, also nicht alle, aber es sind da Unsterbliche, die leben schon seit tausend Jahren und es gibt halt immer so Kurzgeschichten, die so sehr animiert und malerisch so ein bisschen gezeigt werden. Kann ein bisschen viel werden auf Dauer, weil manchmal denkt man sich so, komm, jetzt habe ich jetzt keinen Bock, jetzt nochmal eine neue Kurzgeschichte. Aber die sind immer sehr emotional geschrieben, weil das wirklich, soweit ich mich noch erinnern kann, von japanischen Dichtern geschrieben worden ist. Also wirkliche Haiku, ich glaube Haiku heißen die, ne? Laut Ghost of Tsushima heißen die Haikus. Bei Ghost of Tsushima war es so, ja. Genau, dass das richtige Künstler waren. Deswegen waren das immer super schöne kleine Geschichten über diese langjährige Dauer des Lebens und was sie da für Leute und Kinder getroffen haben, die dann verstorben sind im hohen Alter. Es ist schon sehr emotional. Hat mich halt doch voll erwischt, deswegen muss es rein. Also, welchen Platz hattest du es? Ja, ich guck gerade nochmal, ich hab's jetzt gerade weggeworfen. Lost Odyssey 14 war das bei mir. Also es müsste unter Vampire auf jeden Fall. Über Vampire. Ja, das Problem ist jetzt wieder, wenn wir unserer Regel nachgehen, dass wir haben es beide gespielt, müsste es vor Suikoden 2 sogar. Weil das, wenn wir das so jetzt, ne? Ja, also schon, wenn aber, du jetzt sagen, also du hast du, also wenn du jetzt drüber nachdenkst, würdest du sagen, yo. Nee, da war schon Suikoden geiler, muss man auch sagen. Auch besser als Fable. Aber pack es auf 15 und pack Vampire nach unten. Was? Okay, und Vampire mache ich runter? Auf 16 und dann packst du dazwischen da über dann erstmal Lost Odyssey. Lost Odyssey. Schön. Okay. Schön. Habe ich überhaupt nicht so dran gedacht. Auch so bei meiner Top. Ich habe nur eine Top 50 gemacht. Ich weiß nicht, ob es in meiner Top 100 wäre. Aber ich habe es irgendwann mal in einem Video auch bei mir erwähnt, in so einem
Geheimtipp-Video. So, nee, mein letzter Platz. Nee, ich habe ein Geheimtipp-Video. Rollenspiel-Geheimtipps mal gemacht. Ah, okay, sehr gut. Platz 13. Xenoblade Chronicles. Das Spiel habe ich hauptsächlich aufgrund seines großartigen Settings drin. Es ist auch so ein Spiel, was vor allen Dingen durch seinen Weltenaufbau total krass auf mich gewirkt hat. Natürlich ist das irgendwie eine Illusion, wenn das Spiel findet auf zwei in sich verankerten riesigen Titanen statt, die im Kampf miteinander verwoben sind. Und auf der einen Hälfte des Titans haben sich mechanische Wesen angesiedelt, auf der anderen die menschlichen, und die geraten dann in eine Art Krieg und so und bekämpfen sich gegenseitig. Und dann reist du halt über alle Winkel dieser Titanen, von Schnee, Gebirge zu Sumpf und ins Innere, in die mechanischen Welten. Und natürlich, wie gesagt, es ist nur eine Illusion. Das Spiel ist natürlich nicht zusammenhängend in dem Sinne. Aber es ist halt unglaublich atmosphärisch, begleitet von einem der besten Soundtracks aller Zeiten, um jetzt mal den guten Tim zu zitieren. Und hat auch recht. Und hat natürlich auch tolle Charaktere mit einem relativ coolen, Gameplay-System. Aber es war ein bisschen MMO-lastig. Das heißt, es war nicht mehr Taktik, also nicht mehr Rollen, also rundenbasiert, sondern es wurden Autoschläge ausgeführt. Also nach einer gewissen Zeit wurden immer Schläge ausgeführt und du konntest halt Skills in der Zeit einsetzen, die mit Cooldown versehen waren. Darüber hinaus hattest du halt das Monado, dieses legendäre... Da hat das. Ich hab's ja gerade hier, die beiden Titanen, wollte ich gerade sagen. Ja, ich hab einfach nur Schulk dabei, also ich habe hier Schulk, also alles gut. Ja. Hier ist das Monado, das legendäre Schwert. Was, warum auch immer, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall in die Hände des Hauptcharakters Schulk fällt und der Auserwählte ist, der Träger dieses Schwerts, der Lichtbringer gegenüber der Invasion der mechanischen Wesen, ich weiß es nicht mehr. Natürlich, die Story ist Anime hoch 100 und ist völlig abstrus und ich weiß es, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, warum. Und aber dieses Schwert hatte auch spielerisch eine kleine coole Komponente, denn mit dem Schwert konnte man in die Zukunft schauen und das hat man spielerisch auch umgesetzt, denn gewisse große Angriffe des Gegners hat man dann sozusagen als Vision gesehen und konnte dann mit einem passenden Gegenmaßnahme darauf reagieren. Und das Ganze ist halt ein ellenlanges Japano-Rollenspiel. Sicherlich 80 bis 100 Stunden. Ich finde auch deutlich zu lang, gerade die Quests nachher sind sehr beliebig. Das Crafting-System ist eine Gülle hoch 100, das habe ich bis heute nicht kapiert. Aber es hat mir einfach unfassbar Spaß gemacht, durch diese tolle Welt zu stolzieren. Auf der Wii damals fand ich das schon super beeindruckend. Ich weiß gar nicht, wie die Switch-Version ist. Da sieht es wahrscheinlich in der Xenoblade Chronicles 2 Engine sieht es bestimmt noch besser aus und es ist einfach ein schönes, schönes Spiel. Ich bin mir auch der Tatsache bewusst, dass es natürlich eher was für japanische, also für Freunde japanischer Rollenspielkunst ist, dass es sehr japanisch ist. Aber hast du es gespielt? Ich glaube ja. Ich habe es auf Platz 5. Ah, cool. Bei mir hat es noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob das Spiel, weiß nicht, ob ich das heute noch genauso geil finden würde und so weiter. Und das sind so die Punkte, die mich halt immer so interessieren. Und ja, das ist halt wirklich ein Spiel, das auf heutige Sicht noch so viel Wirkung auf mich hatte. Diese zwei Titanen, allein schon auf denen quasi deine Geschichte aufzubauen, ist unfassbar spannend. Ich mochte die Party total gerne. Schulk als Charakter ist mir sehr sympathisch gewesen. Ryan als großen bulligen Kumpanen, so als Bromance, genau, und Schala und so. Und wen gab's dann noch? Ja, genau. Schala war so diese Scharfschützin und so. Und natürlich halt diese Knutschi-Ding, wie heißt das kleine? Ja, Riku. Riku oder so. Ja, genau, das gibt's natürlich auch in jedem. Genau, ich mag Xenoblade vor allen Dingen, weil die Spielwelt sehr, sehr, also die hat mich auch wirklich reingezogen, so, also diese, wie heißt jetzt diese, mein Gott, das ist doch dieses legendäre Gebiet, wo die Musik auch so toll ist und bei Smash Bros. Es auch ein extra Level gibt. Ich habe jetzt die Steppe da, weißt schon. Die Steppe, ich war ja die grüne Steppe mit dem coolen Song. Und ich liebe es, bei Xenoblade sind, und das auch bei Xenoblade 2 waren sie super, aber bei dem Teil habe ich das richtig mitgefiebert, waren die Zwischensequenzen, wie fucking episch die waren. Die waren episch, ja. Die waren immer so richtig krass Anime und die haben dann geschrien, ich sitze da, ja. Und was ich auch immer an den Xeno-Spielen liebe, am Schluss gibt es immer einen richtig, also Endcredit-Song, richtig, richtig ja, cool. Der ist auch gut. Also über den Soundtrack. Beyond irgendwas, richtig. Mit Lyrics auch, richtig traumhaft schön, ey. Also ich muss halt wirklich sagen, das hat mich richtig
richtig begeistert. Ich habe auch, obwohl ich das Spiel erstmal nicht anfangen wollte, weil das so riesig ist, habe ich das auch komplett durchgespielt und bin da richtig in so einen Sog verfallen. Ob das zu lang ist oder nicht, Ja, komischerweise habe ich bei dem doch. Spiel, weiß ich gar nicht, bei dem Spiel habe ich das nicht so krass empfunden, aber das, Doch, ich ich auf bin jeden einer Fall. der Weißt du noch, wenigen. am Schluss kommt man in diese Space-Ebene oder was? Oh, mehr konnte ich Da war so. ich am Anfang zu schwach, da musste ich erstmal Schön. nachgrinden. Schön Naja, aber grinden. da musst du halt nachgrinden und Und das ist ey, dann ist das Spiel zu lang, auf jeden Fall. vor allen Dingen, was ich auch total toll finde, wenn du bei einem Rollenspiel, du kommst so gut durch, du kommst so gut durch, du spielst das Spiel so und dann kommt so ein Boss, der dich erstmal richtig platt macht. Und du bist frustriert, weil du nicht checkst. Und dann fängst du an, weil dir das Spiel ja auch Spaß macht, du willst nicht abbrechen, die Techniken und die Tiefen des Gameplays kennenzulernen. Okay, ich könnte ja mal mit dem Charakter das machen und dann stellst du die Party um und plötzlich ist der Boss weg. Und das hatte ich bei Xenoblade Chronicles, dass ein Boss gab, ich glaube, das war in der Mine oder so. Da habe ich richtig geknabbert, aber ich mich reingehängt, habe verschiedene Variationen ausprobiert und am Ende habe ich so das eine Mittel gefunden, um den Gegner so dermaßen zu schwächen, dass ich gewonnen habe. Und das finde ich auch toll, wenn du dann, weiß nicht, wenn du durch eigene Überlegungen und durch ein bisschen Das ist immer Rumexperimentieren. am besten, wenn du durch taktisches Ja, Vorgehen das war spielst. super und ich weiß auch, dass ganz, ganz viele Leute gerade deswegen auch Xenoblade so gut mögen, weil sie auch sich sehr stark in dieses Kampfsystem und dieses ganze. Das ist eine Sache, die ich nämlich kritisiere, das Kampfsystem. Ich habe ja gerade gesagt, dieses Auto-Angriff, so, das ist halt nicht so mein Ding. So. Das ist, da habe ich das, da habe ich da bei Dieses dem Spiel. Final Fantasy Zwölfige. Ja, genau, das kann ich bei dem, bei MMOs kann ich das irgendwie Weiß ich nicht. akzeptieren. Ich habe das auch akzeptiert, Ja, aber ich muss da mir hat reinkommen. es damals gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. In zwei finde ich es schon wieder ein bisschen zu krass gewesen. Da waren so viele krasse, komplexe Dings noch dabei. Mit den Ketten und so. In Xenoblade Chronicles 2, obwohl ich das auch eigentlich mochte. Aber wir sind also auf jeden Fall der Meinung, das gehört da rein. Du hast es weiter oben, ich auf 13. Dann würde ich sagen, packen wir es dazwischen. Du hattest 5, sagtest du? Ja, ich hab's fünf. Pack auf 8 erstmal oder so, würde ich Ja, sagen, würde ja? ich auch sagen. Es Okay. ist eine gute Mitte. Ja. Dann bin ich mit Und meinem ersten Töpfchen durch. ja, ich habe tatsächlich noch zwei Spiele, aber ich glaube, dass ich eins davon wahrscheinlich schon. Nee, mein Platz 11 habe ich noch. Was ist denn das andere denn? Dann hau mal raus. Okay. Tales of Symphonia. Ui, ja. Das ist Hehehe. ein Spiel, das habe ich absichtlich weggelassen, weil ich wusste, dass du es nimmst. Ach, du bist Oder? ein. Wo habe ich es drin? Nee, ich glaube Das nicht, ist dann ein wäre es Fuchs, jetzt schon bist du. gekommen. Also, Ja. Tales of ist halt so eine Reihe, die ich gerne spiele, aber irgendwann mal hatte ich einfach, war ich satt. Also, das war einfach so eine. Die Spiele waren sich zu ähnlich, die Spielwelten waren zwar immer, hatte immer das Thema, hatte immer viele wichtige Themen, aber irgendwann mal war ich halt einfach durch so. Aber das kam erst mal ein bisschen später. Meine allererste Berührung hatte ich mit Tales of Symphonia auf dem GameCube und das habe Ich ich auch, ja. richtig unterschätzt, weil ich dachte anfangs so, da ist eine Frau, die muss ich jetzt begleiten, die geht auf so eine Helden-Opferreise, das ist ja voll der Copycat von Final Final Fantasy Fantasy X. X. Ja, Genau, und dann stimmt. irgendwann mal, und die Geschichte erzähle ich immer wieder, ich war 2 Wochen krank, das gut krank, und sitze da und spiele Tales of Symphonia und konnte nicht mehr aufhören mit dem Spiel und habe das dann so durchgesucht. Das waren so tolle 2 Wochen krank. Mich hat es richtig reingezogen, so diese Geschichte und dieses Schicksal dieser Welt. Und das hat ja super viele verschiedene Twists. Und dann kommt auch mal was ganz Neues, eine ganz neue Ebene. Auch das Spiel, da würde ich sagen, es ist wie jedes Tales of viel zu lang. Es hat langgestreckte Sequenzen und immer wieder gibt es die neue Erleuchtung eines Nebencharakters und so. Ja, wir wissen schon, dass du ein Problem mit deinem Vater hattest. Du hast es doch schon überwunden vor 20 Stunden. Und dann wieder, ja, ich Aber muss beherrschen. Das ist irgendwie nervig. Aber ich mochte den Grafikstil, weil er so sehr, sehr bunt und comic-like ist. Der Soundtrack war sehr schön. Und ich mag bei Tales of das Kampfsystem. Viele finden es nicht deep genug und zu langweilig. Aber ich mag es, weil es so das schnell war geht. damals schon krass, fand ich. Ja, das. Rollenspiele, das gab es da in der Form irgendwie noch nicht. Genau. Und außerdem schreien die Charaktere auch wieder die Moves. Demon Fang! Imagine Flames Wall. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich mag halt, weil das Kampfsystem sehr schnell geht. Also es ist ein richtig fetziges Kampfsystem und nach, weiß nicht, Also, 10 Sekunden bist du schon durch. Da hast du schon den Gegner besiegt und weiter geht's. Das finde ich geil. Das ist irgendwie nice. ich mag das Spiel auch total gerne. Ich habe es heute in meinem Video erwähnt, auf jeden Fall, weil es halt auch, weil ich die Tales of Serie mag und so. Ich würde vielleicht sagen, es ist vielleicht nicht, ich würde vielleicht sogar noch sagen, Tales of Berseria ist mein Lieblingsteil mittlerweile. Der Aber ist auch gut, Tales ja. of Symphonia ist für mich der bedeutendere Teil, weil es der erste war. Und dementsprechend bin ich hier absolut dafür, das auch mit reinzunehmen. Ich habe es nicht in meine Liste gemacht, weil ich wusste es irgendwie, dass du das nimmst. Ich kannte diese Story auch mit dem Kranksein. Wir können das aber hier gerne trotzdem innerhalb der 15 Dings platzieren. Ich
musst du mal sagen, was hattest du gesagt? Ich hatte es auf 11. Ist ja schon relativ hoch. Für mich ist es auch so ein bisschen repräsentativ für die Tales of-Reihe. Ich würde es so auf Platz 13 setzen. Wenn es dir wichtiger ist, kannst du naja, also das ist, ich, das ist ein Spiel, das du ja auch extra weggelassen hast, obwohl du es hättest reingetan, wenn ich es. Es ist heute drin. In meinem Video, der 15, ist es da drin. Also ja, dann ist, schon dann ist extrem es extrem wichtig für mich. Für mich also, muss es höher sein. Also dann muss ich schon die sagen, Serie für mich gestartet. Dann mach es auf die 10. Dann muss es auf die 10. Also da, ja, okay, dann packst du es an. Also wenn du schon so eine Sympathie mit verbindest, ups, dann. Ja, okay. Ja, da muss es rein. Und ich habe noch ein letztes Ding, weil ich gucke jetzt mal, was es ist. Warum habe ich denn noch eins drin? Oh, mein Platz 13 habe ich noch. Habe ich doppelt gemacht? Oder kann ich nichts? Hä, wie viele? Warte mal, du hast jetzt, warte mal. Du eins, hast Gothic. Zwei, drei. Ich habe vier Spiele. Und zwei. Fünf. Ja, Gothic ist meins. Eins, zwei, drei, vier, fünf habe ich drin. Eins, zwei, drei. Vielleicht hast du ja, vielleicht habe ich bei Gothic dich nochmal ziehen lassen, obwohl ich dachte, das wäre ich gewesen. Also kann also ach, so wahrscheinlich. Ja, das kann gut sein. Weil, ja. So, ich habe jetzt auch meinen Platz 13. Da habe ich lange mit mir hadern müssen, weil ich immer wieder mich frage, ist das ein Rollenspiel oder nicht? Ist das ein Rollenspiel oder nicht? Na? Bloodborne. Okay. Für mich musste, ich sag mal meine Argumentation, ich wollte auf jeden Fall auch ein Soulsborne-Spiel in dieser Liste haben. Und ich finde, Bloodborne ist das beste Soulsborne-Spiel. Aber ich habe es trotzdem nicht in diese Liste gepackt. Ich habe ein anderes genommen, weil ein anderes einfach die Tür zu krass aufgebracht hat, ein eigenes Genre quasi im Mainstream bekannt gemacht hat, egal ob es zuerst da war oder nicht, und einfach das einflussreichere Spiel ist, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Dementsprechend habe ich ein anderes Spiel hier gewählt. Ich bin aber auf jeden Fall ein Bloodborne-Fan. Ich liebe das Spiel. Das wissen wir. Ja, und kann da wenig gegen argumentieren. Die Frage ist, ob wir eventuell... Na cool. Also die Frage... Mach erstmal deinen Monolog, dein Plädoyer für das Spiel. Okay, die Frage, die ich mir halt gestellt habe, ist halt Bloodborne ein RPG. Weil im ersten Augenblick würde ich sagen, ja, das ist ein Action-Spiel mit Bossen und mit Kämpfen und so. Aber dann, wenn du darüber nachdenkst, oh, natürlich, du wirst jetzt nicht mit Bloodborne in einem Skilltree zum Mage, aber irgendwie schon. Und du kannst also, da so viel, also bei Bloodborne jetzt eher weniger als bei den Soul-Spielen, aber du kannst schon mit gewissen Werten deinen Spielstil anpassen, was halt bei Bloodborne fehlt, weswegen es auch so weit unten ist, das muss ich sagen, weswegen es so weit unten ist, es hat halt keine Quests, es hat halt keine NPCs, die ich kennenlerne, wo ich jetzt so, weißt du, was ich meine? Also ist, ja, es hat schon Quests, wenn wir das jetzt sagen, kriegen wir gleich einen Mecker, das hat ja, ne? Aber ja, ich muss meine, sich da super reinfuchsen und danach suchen und so. Du ich meine, genau, es ist nicht das, ja. Das, was ich jetzt unter einem klassischen Rollenspiel verstehe. Ja, also, ja, okay, das meine ich. Das darf man dann auch nicht vergehen. Wir suchen hier, wir werten auch so ein bisschen im Genre Rollenspiel. Und obwohl Bloodborne für mich das deutlich, das wäre in meiner Top 10 der besten Spiele aller Zeiten wahrscheinlich. Oder Top 20, habe ich das, glaube ich. Aber so als Rollenspiel direkt, da würde ich auch sagen, ey, da müssen wir es wahrscheinlich ein bisschen abwerten. Ja, das meine ich ja. Das ist ja so, genau. Es gibt halt eben Rollenspiele, die für mich ein runderes Paket sind. Und Bloodborne ist halt ein verdammt geiles Game. Ich finde auch noch mal ein Stück actionreicher als ein anderes als Spiel, Souls, ich jetzt sagen als Souls, ja, ja. Definitiv. Es ist. Aber wie gesagt, es ist irgendwo, da streiten sich jetzt die Geister. Die manchen würden sagen nein, die manchen würden sagen nein, ja. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, wo ich bei einem anderen Spiel, das werden wir auch nochmal dagegen entschieden haben, aber da kommen wir gleich. Bloodborne ist aber einfach geil. Das Design, die Welt, die Bosse sind unfassbar geil. Das Kämpfen liegt mir richtig gut, weil ich da auch so schnell ausweichen und sowas. Ist einfach pure Liebe. Also Bloodborne ist top. Bloodborne ist top, auf jeden Fall. Aber so im Genre, also es hat halt klar viele Rollenspielelemente, aber halt auch sehr vieles, was wir jetzt nicht unbedingt hier von den anderen Spielen so, ne? Deswegen ist es so schwierig. Wo hast du es auf 11? Ich würde es erstmal hinter 13. allem platzieren, 13. so wie es tut. Ich hatte 13, hatte ich das gehabt, auf 13. Ja. Aber es wäre... Es ist schwierig, ich weiß, deswegen ist ja die Diskussion ja gestartet. Ist jetzt ein Soul-Spiel ein RPG? Würde sagen, ich finde, wir sollten das erstmal hinten ranstellen, weil nachher noch ein anderes Soulsborne-Spiel kommt. Und da bin ich hier eher für so eine, ja, ich weiß es nicht. Mach es erstmal auf 17? Oh, so weit unten? Ja, okay. Ich möchte jetzt nicht die anderen, auch wenn ich, weil es, das sind für mich bessere, also im Rollenspiel gesehen, rollenspieltechnisch gesehen, im Kontext Rollenspiel, von dem, was wir hier erwarten, mit Story, Charaktermanagement und das Beeinflussen der Umgebung in Form von Charakteren oder auch sonstigen Sachen, da ist dann Bloodborne eher, geht für mich Richtung Action. Also,
Ja, bewertest du es jetzt deswegen? Was sagt der Chat? Ja, also der Chat ist sehr, sehr. Das war mir klar, dass das jetzt irgendwie so eine Diskussion wird. Das Problem ist, bewerten wir jetzt, dass es nicht so den klassischen Rollenspielen. Das ist die Frage. Wie werden bestrafen wir das jetzt dafür oder sagen wir, ey, das ist jetzt irgendwo vielleicht nicht das Klassische, aber dafür ist es irgendwo noch ein Rollenspiel mit Charakterwerten und sowas und Aufskillen und solche Geschichten, dass ich es belohnen muss für sein geiles Gameplay zum Beispiel, weil wenn ich jetzt ein Gothic nehme, das hat nicht so ein geiles Kampfsystem so. Ne? Ganz knapp dahinter, ganz knapp. Ganz knapp. Ja, das ist schwierig. Es ist schwierig heutzutage, weil so wirklich viele, ja, keine Ahnung, also ich würde, ich könnte niemals einen Vampire zum Beispiel jetzt über einem Bloodborne setzen. Dann mach das auf 16. So, fertig. Okay. Leute, das ist noch nicht final. Wir können nachher, ne, es kann sich alles noch ändern. Wir haben hier oben auch noch Sachen und Plätze. Es können sich Spiele von uns doppelt nennen. Es ist alles erstmal ein Vorschlag. Wir diskutieren noch. Ne? Es kann alles noch in die eine oder andere Richtung wandern. Du bist aber überhaupt nicht zufrieden, sehe ich. Nee, ich bin auch, das, was der Chat jetzt quasi macht, das ist, darum geht's ja. Ne? Das ist ja quasi so diese Diskussion, wo wir uns schon bewusst waren, weil wir schon im Vorfeld lange, lange darüber überlegt haben. Es ist, für mich ist es ein Rollenspiel, aber es ist eine andere Art von Rollenspiel. Wie ein Diablo für mich auch irgendwo Rollenspiel ist, aber auch eine andere Art von Rollenspiel. Ja, deswegen, es ist halt so. Lass uns da erstmal die versuchen, grob zu machen, dann können wir es immer noch strukturieren am Schluss und gucken, was geht. Okay, mein Lostop 1 ist auch beendet. Du kannst mit Lostop 2, jetzt kommt Platzierung 10 bis 6. Umdrehen. Platz 7, Nier Automata. Und auch nur aus dem gleichen Argument wie Bloodborne. Ich habe es im Kontext als Rollenspiel weiter unten gewertet. Weil du kannst kaum argumentieren, dass Nier Automata ein Rollenspiel ist, wenn du irgendwie God of War dem Status absprichst. Natürlich ist es ein Action-Rollenspiel und es hat viele Sachen. Und es ist eins meiner zwei, drei Lieblingsspiele aller Zeiten. Es ist mein Lieblings-PlayStation 4-Spiel, keine Frage. Aber jetzt hier als bestes Rollenspiel aller Zeiten zu deklarieren, fällt mir halt extrem schwer. Und dementsprechend habe ich dieses furiose Meisterwerk von Platinum Games und Yoko Taro, jetzt habe ich es tatsächlich abgewertet. Ne? Jetzt haben wir gerade die Diskussion gehabt mit Bloodborne. Ist genau das Gleiche, weil deswegen. Ist genau das Gleiche. Das ist genau. Noch ganz kurz. Ich habe ja Bloodborne ein bisschen weiter runtergewertet, weil ich einfach dieses hundertprozentige Sichersein hatte ich nicht. Ja, es ist halt sehr großer Anteil am Spiel, ist halt auch Action. Es sagt, genau, zweifelt keiner, dass da auch Rollenspiel dran ist. Aber bei Lost Odyssey oder so, das ist halt 100% Rollenspiel. Weil, ne? Ganz gut. 90%. Du kannst ja zum Beispiel bei einem Bloodborne und auch bei einem Nier Automata einen Gegner killen, auch wenn du etwas schwächer bist. Oder auch mit Skill, mit bestimmten, oder? Das kannst du halt bei einem, was weiß ich, Baldur's Gate jetzt nicht. Da müssen die Werte passen und sowas. Ist das jetzt aber dafür kein Rollenspiel? Das ist hier die Frage. Ich habe Nier Automata aus diesen Gründen, obwohl ich das Spiel auch echt liebe, auch nicht in dieser Liste. Also ich habe es in der erweiterten Liste, aber auch nur, weil ich wirklich so, ich hadere damit, weil es ist sehr actiongeladen, es ist fast schon Hack and Slash. So, das ist, aber es hat halt auch, es hat Quests, es hat schöne unterschiedliche Bereiche, es hat ein Auflevel-System mit diesen ganzen kleinen Modulen, die du einpacken kannst, du veränderst schon deinen Charakter. Nicht, dass du ihn jetzt grob in eine Richtung wenden kannst. Du bist immer noch ein Actionmeister und kannst ihn jetzt nicht zum Mage machen oder sonstiges, aber du hast natürlich ein bisschen Spielraum, aber den Charakter selbst kannst du wenig verändern. Also, echt? Das ist nicht mit den Platinen und so? Aber du kannst ja nicht sagen, ich mache jetzt nur noch einen Magier-Hannes oder so. Du bleibst immer mit deinem Schwert. Ne? Natürlich kannst du die Schwerter aussuchen, du kannst gewisse Sachen fokussieren und so, wie du das machst. Es ist ja auch, es ist Rollenspiel. Es ist super krass, weil wie kontrovers jetzt gerade diese beiden Themen diskutiert werden, weil bei beiden sind wir uns einig, ist es nicht so hundertprozentig definiert und da muss halt, weil wir gesagt haben, wir machen uns keine Bremse, haben wir das jetzt so gesehen, wie wir es sehen. Ja, es ist halt sehr, sehr schwer, das zu definieren. Aber trotzdem ist Nier Automata ein verdammt geiles Spiel. So. Genau. Und ich möchte ein Nier-Spiel auf jeden Fall hier reinhaben. Ich lasse mich von einem gerne abdiskutieren.
Aber das ist halt für mich eigentlich das, was ich will. Und so von einem Rollenspiel, auch wenn hier sehr viel Actionanteil ist. Ne? Und Also Nier aber das Automata hat ist. auf jeden Fall richtig, richtig Wirkung hinterlassen. Also ich glaube, wenn du Nier Automata gespielt hast, dreimal durchgespielt hast irgendwie mindestens, dann hast du auf jeden Fall, wenn es dich da schon irgendwie begeistert hat, dann hat es dich noch mal am Ende richtig abgeholt und das lässt auch nicht mehr so richtig los. Die Leute diskutieren immer noch darüber, Leute sind immer noch begeistert. Ich finde auch, das ist ein super geiles Game und ich überlege auch sogar, das noch mal ein viertes Mal durchzuspielen, was eigentlich keinen Sinn macht, aber ich mache es trotzdem irgendwie gerne. Keine Ahnung, weil es ist irgendwie die Musik ist einfach Die geil. Musik ist von einem anderen Stern. Absolut Das ist fantastisch. ja. Und wir haben bei Musico, der hat es hunderte Male schon Einsendungen von Nier Automata gehabt. Und diese ganzen Meta-Ebenen, Mindfuck-Momente, die sind einfach absolut großartig. Deswegen, als Spiel gesehen, ist das auf jeden Fall auf jeder Liste vertreten. Und ja, auf jeden Fall. Gesagt, ich möchte nicht mein ganzes Pulver verschießen, deswegen will ich es noch nicht so ganz nach oben packen. Und wollte es jetzt, ich hatte es auf 7. Musst du, ich weiß nicht, wir haben Ich nehme, Bloodborne auch abgewertet. also ich würde, also ich habe es jetzt nicht drin, du hast es drin. Du hast Xenoblade Chronicles drin, ich habe es auch drin, deswegen würde ich es unter Xenoblade Chronicles zählen Okay. auf die 9. Okay, pack erstmal rein, pack auf die Okay. 9. Schreibt man eigentlich Nier so? Mit dem großen R? Ich glaube, ja, aber ist es nicht wurscht? Ich weiß es gar nicht. Auch auf der Verpackung. Nicht, dass ich wieder im Chat Eigentlich ist wieder es so böse, ein. böse, böse. Was ist jetzt eigentlich? Fuck, jetzt habe ich gerade nicht mehr geguckt, welches ist jetzt Also, Lostopf. denn wenn im Titel ist es groß, ja, aber. Okay, ich Pff. glaube, das ist Lostopf Nummer 2. Ich habe gerade ein bisschen irritiert geguckt. Nein, das ist Lostopf 1. Entschuldigung, vertan. So, ich mische mal schnell durch. Öffne. Jetzt kommt's. Oha, Platz 8. Ey, da werden auch Diskussionen geben. Ach, egal. Obwohl, weiß ich nicht. Kingdom Come Deliverance. Ups. Habe ich nicht gespielt. Okay. Habe ich nicht gespielt. Okay. Kann ich auch verstehen, das ist halt schon ein bisschen Special Interest, so Mittelalter und keine Magie und so. Das ist jetzt alles, was wir gerade hatten, war immer so sehr übernatürlich. Aber wenn es um das Thema geht, was ich schon sagte, wenn ich mich in eine Welt so richtig versunken fühle, wenn ich nicht mehr auf die Zeit achte, wenn ich einfach diese Umgebung total aufsauge, dann ist das Spiel genau das, was ich halt mir wünsche. Ich habe dieses Böhmen im 15. Jahrhundert, das so sehr realistisch anmutet, ohne irgendwelche, also nur zwar Ritter und Burgen und alles sehr detailgetreu, so kleinere Burgen und die Städte etwas kleiner. Und wenn du falsche Kleidung hast, dann wirst du schief angesehen. Wenn du stinkst, dann kannst du mit bestimmten Leuten nicht sprechen. Das habe ich einfach so gemocht. Auch so ein Spiel, bei dem man beim Kampfsystem sagen würde, yo, kann ich sehr schnell herausfinden und ja, ist jetzt vielleicht nicht das Gelbe vom Ei, verstehe ich, hat mich aber überhaupt nicht gestört. Dafür hast du, finde ich, unfassbar geile Story gehabt, was ich immer wieder sage. Bei Kingdom Come Deliverance gibt es so tolle Missionen. Die Mission, wo du undercover als Novize in ein Kloster rein musst und diesen Tagesablauf machen musst, um herauszufinden, welcher Novize ist jetzt der Verräter oder sowas. Oder das Besäufnis mit dem Pfarrer. Es gibt so viele geile Momente in diesem Spiel. Und auch am Ende eine sehr, sehr tolle Auflösung. Ich bin echt gespannt, wie das Spiel weitergeht, wenn es weitergeht. Ich hoffe doch. Ja, es ist. Ich bin ja halt auch. Ich bin jetzt zwar nicht der Typ, der jetzt hinten irgendwie an der Wand ein Schwert angebracht hat oder so, aber ich mag halt auch sehr, sehr gerne, wenn ein Spiel in sich absolut sinnig ist und wenn alles in sich so mit den Regeln und mit der Kultur und mit den Konflikten absolut sinnig ist. Und das hat das Spiel komplett und deswegen liebe ich es. Kingdom Come Deliverance auf meine 8. Also, ich muss dazu sagen, ich habe es nie gespielt. Nichtsdestotrotz war ich ein Kickstarter-Backer dieses Spiels. Du hast also meinen Namen wahrscheinlich in den Credits gelesen, wenn du es Ja, durchgespielt ich glaube, hast. ich habe es gesehen. Und ich habe das, also es war ja, keine Ahnung, wann war das gekickstartet? 2000, schieß mich tot. Warum Habe ich hast mir du eine das gekickst? 150 € Warum Collector's hast du Edition das da gemacht und nicht gespielt? 150 € Collector's Edition. Ich war gerade mitten auf dem Collector's Edition-Trip. Jahre später kam es an. Mein Interesse war Was ist vollkommen weg. was ist das denn nochmal? Ich habe die Collector's Edition wieder verkauft, einer Community. Ich habe da auch ein Video zu gehabt. Das Spiel habe ich behalten bis heute, weil das hat so einen coolen Kickstarter-Sleeve. Das ist so, macht es besonders, die physische Version, aber eigentlich ist es nur so ein Papp-Sleeve. Ja, irgendwie hat es.
weiß ich nicht. Du kaufst ja auch die Katze im Sack bei Kickstarter. Und das war ja jetzt nicht, hatte nicht. Ich wusste schon, bei Fans kam das nicht schlecht an, aber das war ja nun am Anfang jetzt nicht so ein gehyptes Spiel. Und dann gehst du halt an so ein Mammutwerk nicht gleich ran und dann ist es immer weiter runtergerutscht und irgendwann hast du es vergessen und ja, bis heute nicht gespielt und ich kann da nichts zu sagen. Also wo ich wirklich verstehen kann, ich habe es auch im Chat ein bisschen mitbekommen, ich verstehe schon, dass das Spiel jetzt nicht jedermanns Geschmack ist. Das ist so wirklich Special Interest so. Aber genau das hat bei mir halt mega reingehauen. Ja. Und für ein Rollenspiel, für das, was ich bei Rollenspielen suche, halt eben diesen Drang, andere Welt, andere Rolle einnehmen, Questen, kleine Geschichten erleben und so, kleine Konflikte, kleine Schicksale. Das hat dieses Spiel komplett ausgefüllt. Und deswegen ist das für mich einfach ein richtig gutes Rollenspiel, ein richtig gutes, sehr europäisches und sehr auf europäischen Stand, Geschmäckern angepasstes Rollenspiel. Aber ich bin ja Europäer, deswegen mag ich es. Ja, können wir das ja auch schön auf Platz 20 setzen. What? Warte mal, 20? Alter, no way. No, nein, da, nee. Was hattest du Platz 8? Das war in deiner Top 10, ne? Also ich würde... Also wo würdest du es denn reinmachen wollen? Nimm die Mauszeiger davon Nier und Xenoblade weg. Ich muss sagen, ich dann musst du die nach vorne packen, wenn du das in die Top 10 willst. Ich will nur wissen, ob es... Also für mich ist es... Ich hab's halt nicht gespielt, ich kann nichts dazu sagen. Ja, das ist ja bei mir... Wenn du sagst, es ist das geilste Spiel, wie gesagt, dann bekommst du von mir Credit, den hole ich mir bei anderen Spielen nachher wieder, pack es weiter nach vorne, kein Thema. Okay, ist es... Die Frage, die ich mir stelle, ist es es wert, vor Knights of the Old Republic zu stehen? Ich kann es nicht bewerten, kann ich nichts zu sagen. Das frage ich mich. Ich würde gerade jetzt sagen, so im allgemeinen Sinn, so was die Leute denken, da kannst du es eigentlich nicht bringen. Da reden dir die Leute aufs Dach. Ich glaube, KOTOR ist schon ein beliebtes Spiel, ein heißgeliebtes Spiel, ein Fanfavorit, wie man sagt, ein beloved game, wie die Amis sagen. Und Dings ist, glaube ich, eher ein Spiel mit einer sehr starken, kleinen Fanbasis, Dings. Also, aber es ist ja auch unsere Liste, wenn du sagst, hey, wie gesagt, mir ist es in dem Sinne jetzt egal, ich habe ja nachher Spiele, da will ich eher, dass sie weiter nach oben sind und da hole ich mir dann meine virtuellen Credits bei dir zurück. Ich mache es folgendermaßen, ich muss sagen, es tut mir leid, bei KOTOR, ich wollte gerade sagen, KOTOR kann von mir über Kingdom Come stehen, aber KOTOR hat einfach so ein verdammt bekacktes Kampfsystem. Das gefällt mir einfach nicht. Da war mir das Kampfsystem, was auch bei Kingdom Come Deliverance nicht gut war, war aber besser für mich. Ja, aber da sind auch irgendwie 15 Jahre dazwischen. Das darfst du auch nicht vergessen. Da liegen 15 Jahre dazwischen. Ja, aber es geht ja um die besten Rollenspiele, also muss das ja, dann ist es... Oder? Okay, dann müssen wir da Nostalgie. Da kommen wir mal noch zu Diskussionen, ey, wenn die ganzen alten Klassik... Oh, da musst du aber, und dann hast du Gothic of 1, was ja nun auch aus dem Grund, ne, auch ein bisschen abgewertet wurde von uns. Kannst du denn auch nicht sagen? Also, ganz objektiv wirst du doch jetzt wahrscheinlich sagen, dass Kingdom Come Deliverance besseres Kampfsystem hat als Gothic. Muss man ja so eigentlich da argumentieren. Objektiv ja, gesehen. Hat es, und trotzdem ist Gothic hier meilenweit vor allen Spielen bisher. Ja, es ist aber auch das bessere Spiel. Das muss man ganz klar, das bessere Spiel. Aber vor Xenoblade, vor Knights of the Old Republic, ich mach's unter dem Dings, dass ich nachher ein anderes Spiel einfach, ohne dass du was sagst, ein Stück weiter nach oben platzieren darf. Also ohne Großdiskussion, natürlich. Wo ich dann sagen kann, das ist mir extrem wichtig. Du willst jetzt Freifahrtschein für ein anderes Spiel haben? Ja, dass ich dann da so ein, zwei Plätze... Natürlich darfst du schon grundlegend, ich mache es nicht von Platz 20 auf Platz 2. Das ist doch so eine fiese Nummer. Du hast doch bestimmt irgendein Spiel, was ich definitiv nicht auf die Liste haben werde. Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Ja klar, du hast es schon wieder... Aber ey, also das ist einer Top 10 kratzt das denn, ne? Kingdom Come Deliverance, ein Spiel, was ich nicht gespielt habe. Ich glaube ja, dass es dir gefallen hat, aber bisher haben wir bis Platz 13 haben wir alle Spiele beide gespielt und 15 habe ich, ne? Und jetzt willst du eins, was nur du gespielt hast. Du liebst es zwar, willst du so weit nach oben boxen? Ich liebe schon. Ja, aber du hast es gerade in die Top 10 hast du es. Aber du liebst doch auch. Guck mal, das Schwierige ist, wir haben jetzt hier Spiele, die wir beide teilweise nicht gespielt haben. Ich habe Grania nicht gespielt. Genau. Du hast, da ist dann unsere allgemeine Regel eigentlich, dass wir es ein Stück weiter nach hinten packen. Okay. Weil der andere schlecht mitmacht. Ja, deswegen würde ich es ja auch hinter Xenoblade und hinter Nier Automata und hinter Tales of Symphonia. Aber bei Knights of the Old Republic und bei Grandia haben wir beide Spiele, die ich nicht gespielt habe. Ach das so, heißt, okay. Es müsste rein theoretisch irgendwie dazwischen. Ja, okay, dann okay. Aus der Argumentation gehe ich mit. Die Frage, die ich mir stelle, ist jetzt, und mir ist das scheißegal, lieber Chat, was ihr da sagt. Ich kann es, es ist mein Geschmack und ich werde jetzt überlegen, wo ich es reinpacke. Und pack es auf 11. Okay, mach es. Okay, aus dem Grund gebe ich dir, wenn wir beide nicht das Spiel gespielt haben, ist es automatisch. Pass auf, ich mache das jetzt folgendermaßen.
Jetzt packst du die nach vorne. Ja, komm. Das können wir alles nach unten schieben. Kingdom Come Deliverance. Ups. Ja. Okay. Ah, ja. Bin ich dran? Du bist dran, ja. Okay, ich hoffe, das ist der richtige Pot. Habe ich wieder den richtigen Heiligen Gral erwischt, den keiner mehr. Ja, also hast dich wieder beliebt gemacht, Mann. Oh. Boah, und jetzt sind wir nämlich bei dem, was ich vorhin gesagt habe, Platz 9 Dark Souls. Ey, kannst sagen, was du willst, aber dieses Spiel hat eigenhändig quasi ein eigenes Genre erfunden. Und mit erfunden meine ich nicht, dass es das wirklich erfunden hat, sondern bekannt gemacht hat. Denn erfunden haben andere Spiele, selbst von From Software selbst, ob Demon's Souls oder Kingsfield. Aber dieses Spiel hat so krass Einfluss gehabt. Das basiert, also es hat für viele Rollenspielfans eines der beliebtesten Genres aufgebaut, was wir beide, glaube ich, auch sehr schätzen. Nicht umsonst hast du hier Bloodborne so weit oben. Und ich finde, in eine Top 10 müssen wir ein Soulsborne-Spiel packen. Und ich finde auch subjektiv gesehen, Bloodborne mag ich lieber. Aber Dark Souls ist zu groß. Too big to fail. Zu krass, zu großer Einfluss. Und es ist einfach rundum perfekt gelungen, muss man ja auch sagen. Gut, nicht, dass Bloodborne das nicht auch ist, aber wenn wir hier ein Souls-Spiel reinpacken, dann doch das, was zählt, oder? So habe ich argumentiert. Dark Souls, Platz 9. Ja, ich habe auch Dark Souls in meiner Liste, natürlich. Ein eigenes Untergenre, sorry, Verfahren. Es hat ein eigenes Untergenre im Bereich der Rollenspiele. Also ich habe auch Dark Souls hier drin. Ich habe auch überlegt, ob ich eins davon weglasse, aber irgendwie konnte ich das nicht. Dark Souls hat bei mir auch irgendwie, ich finde, Dark Souls ist gerade für Einsteiger auch sehr einsteigerfreundlich mit den Bonfires und so, also vielleicht zum Beispiel zu Demon's Souls, finde ich zumindest, meiner Meinung. Auch mit dem Schild, dass du halt dich ein bisschen verteidigen kannst und ein bisschen defensiver spielen kannst. So. Das hat ja überhaupt diesen Weg mir bereitet, mal Souls zu spielen. Ich habe mit Dark Souls angefangen. Und es hat ja wirklich, es ist herausfordernd, es hat dieses große Mysterium, du verstehst erstmal gar nichts und du musst erstmal alles lernen, aber das ist ja dieses Faszinieren an dem Ganzen. Und du schreitest ja immer mehr da voran. Du lernst mit dem Pad immer besser die Moves umzusetzen und so. Und es ist einfach, wie du schon sagtest, wegweisend. Auch für mich persönlich ist es ein ganz, ganz tolles Spiel, ein besonderes Spiel. Ich hab's auch drin. Ja, ich weiß gar nicht, ob Platz 9 oder sowas. Also ich hab's gar nicht so weit vorne. Okay, dann sind wir aber ziemlich einig, dass es weit nach vorne muss. Ja, weiter nach vorne als Blatt. Genau, bei mir ist es Mittelfeld so. Und ein Souls muss rein, habe ich auch gedacht. Ich würde sagen, das sind jetzt vielleicht nicht die klassischen Rollenspiele, aber es ist schon sehr krass Rollenspiel. Gerade Dark Souls ist da noch ein Stück mehr, finde ich. Und irgendwie, es muss ein Souls-Spiel in diese Top 10. Ich weiß nicht, ob wir in Top 20, ich weiß nicht, ob wir beide reinnehmen müssen nachher, müssen mal gucken, was übrig bleibt. Aber Dark Souls ist halt Dark Souls, ne? Und es ist ja auch nicht nur, dass es Weg bereitet hat für Rollenspiele. Auch, es hat ja auch andere Genres beeinflusst, von Assassin's Creed über Jedi Fallen Order bis hin zu, keine Ahnung. Ja, es hat wirklich ein eigenes Genre. Es hat auch so ein bisschen diesen Schwierigkeitsgrad wieder auf den Plan gebracht und so. Also es ist in vielerlei Hinsicht wirklich Maß, Wegweisend, ja, irgendwie sowas, wollte ich gerade sagen. Deswegen ist das auf jeden Fall eins der besten Rollenspiele. Ich würde auch auf jeden Fall auf die 6 setzen. Da ich hatte es auf der 8 oder 9. Ich habe es nur knapp so reingenommen in die Top 10. Ich auch. Also ich weiß nicht, wo du es hast. Also sonst pack es erstmal. Sonst machen wir es auf die. Leute, es kommen noch Spiele, da werden wir noch definitiv rutschen müssen. Das heißt, wir packen jetzt rein, weil da sind wir uns sicher. Aber ja, pack es erstmal auf die 6. Ich kann es jetzt auch nicht vor Xenoblade setzen. Unter Xenoblade, das wirkt albern. Ganz ehrlich. Dann ist Xenoblade zu weit oben mit 7, finde ich. Jetzt im Kontext. Na egal. Ja, aber dann müssen wir wir müssen darüber nochmal sprechen, weil wir lassen erstmal die Liste auffüllen, dann können wir diskutieren. Okay. Das warst du jetzt, ne? Dark Souls. 16-Bit-Ära kommt ja vielleicht noch, Leute. Vielleicht. Keine Sorge. Oh, das ist mein Platz 10. Dragon Age Origins. Liebe ich, wirklich. Also, nachdem Mass Effect gekommen ist, habe ich mich mit Dragon Age arrangiert und da war ja dieses Kampfsystem, was ja wie bei KOTOR ja auch so mit dieses Freeze und du musst das verteilen. Irgendwie habe ich mich damit abgefunden
und habe dieses Spiel lieben gelernt. Also das ist so eine richtig dreckige, raue, sehr ernste Spielwelt, wo ich das Gefühl hatte, dass meine Taten Konsequenzen haben. Dass ich habe diese Party unheimlich geliebt, auch dieser Umgang miteinander, diese Camps, diese Lagerfeuer, die sie hatten. Auch sehr knackig für mich. Ich war einfach mit dem Kampfsystem teilweise überfordert. Teilweise. Ich brauchte auch erstmal, um reinzukommen. Aber wenn du dann so ein bisschen. Irgendwann hast du den Punkt, da bist du denn zu. Also dann ist auch dein Skill und deine Ausrüstung exakt. Gut. Aber das war. Exakt, das Ungar macht so Klick und du bist dann plötzlich drin und liebst das Ganze. Und ich habe. Es hat auch sehr, sehr viele geile Quests und sehr, sehr viele Schicksale. Also allein schon das Ende ist unfassbar episch. Ja, Dragon's Origins ist großartig. Ich muss sagen, ich liebe das Spiel auch. Ich fand es auch total großartig. Ich habe es in mein Video heute nicht reingepackt, aus dem Grund, weil es halt mir ein bisschen zu viel BioWare war. Ich hatte halt Knights of the Old Republic und eventuell noch ein anderes BioWare-Game. Und die sind halt alle von der Struktur sehr nah beieinander, sage ich mal so, was Quests und Auswahlmöglichkeiten angeht. Aber ich gehe auf jeden Fall damit, das ist ein grandioses Spiel. Es ist halt auch, man kann ja auch irgendwie mit Baldur's Gate argumentieren, dass viele Leute das gut finden. Ich mag das durch die Inszenierung. Ich bin da, muss ich auch ganz zugeben, ich finde die Inszenierung geiler in 3D und mit der geilen Musik. Und ich finde, ich mag Dragon Age auch total, total gerne. Ich habe auch Dragon Age 2 gespielt, obwohl nicht ganz durch bin. Auch Dragon Age Inquisition. Das fand ich wiederum ganz gut, muss ich sagen. Ich fand den zweiten besser als seinen Ruf. Irgendwie habe ich das gerne gespielt. Auf jeden Fall würde ich auch sagen. Fand ich gut sogar. Und den Inquisition habe ich nicht weit gespielt. Da war es mit. Inquisition habe ich durchgespielt. 85 Stunden oder so. Da hat er auch ein paar schöne Quests. Also muss ich auch sagen. Und ein richtig krasses Twist-Ende. Und ich freue mich auch auf 4. Okay. Und ja, aber Dragon Age ist auch so, da gehe ich mit. Also das kannst du. Was hattest du, welchen Platz? Warte mal, was habe ich jetzt nochmal gesagt? Ich glaube, mein Platz 10 war das. Also es ist eigentlich. Es ist jetzt so eine Frage. Vor KOTOR, nach KOTOR? Wie gesagt, für mich warst du halt erst KOTOR und dann kam Dragon Age. Aber Dragon Age ist einfach, es ist frischer, es hat neue Ideen, es hat nicht diesen, und es hat nicht einen Star Wars Background, was jetzt eigentlich für KOTOR leicht ist. Und ich habe es auch durchgespielt und finde es super und du findest es auch super. Mach es vor KOTOR. Das wollte ich eigentlich hören. Das wollte ich eigentlich hören. Ja, auch wieder, wenn du es nicht gespielt hast, wir beide mögen es, ist glaube ich eine bessere Sache, als einer mag es, der andere nicht so. Ja. Dann mach es so lieber. Was sagt der Chat zu Dragon Age? Ja, ich glaube, die meisten finden es auch gut, also nicht alle. Aber, Dragon Age. Gut, bin ich? Also ich lese gerade wegen 16-Bit-Ära, ich habe leider nicht so viele. Ja, okay, du, fang an. Mach weiter. Man muss aber auch zur 16-Bit-Ära sagen, ich zähle viele diese, zum Beispiel Secret of Mana zähle ich nicht als Rollenspiel, habe ich jetzt nicht mehr reingenommen. Das waren für mich Action-Adventure, genauso wie Link to the Past oder so. Also konnte man bei Secret of Mana sich leveln und sowas? Die Waffen konnte man leveln, die Waffen. Ja, aber das ist jetzt so nicht, das gibt jetzt nicht so Ausdauer. Nee, hat mir für mich auch nicht gereicht. Also ich liebe das Spiel. Skilltree heißt für mich wirklich so, du gehst verschiedene Wege, wie dein Charakter sich entwickelt. Musik, wirklich, die war die geile Secret of Mana. Und das habe ich auch viele nostalgische Erinnerungen daran, aber Rollenspiel. Na gut, hier ist erstmal mein Platz 6. Natürlich auch auf der 6. Final Fantasy 6 ist das Final Fantasy mit der besten Story, mit der besten Storystruktur. Eins der besten 16-Bit-Rollenspiele. Ich habe es jetzt ein Stück weiter nach unten gepackt, nicht in meine Top 5, weil das heute wirklich furchtbar zu spielen ist. Ich habe es gestern nochmal gezockt, um Gameplay aufzunehmen für mein heutiges Video. Da habe ich es auch mit reingenommen in die 5 wichtigsten Rollenspiele aller Zeiten. Aber das ist halt so Random Encounter geplagt und so. Es ist so ein typisches altes Rollenspiel, wo du halt nichts weißt, was du machen sollst. Und dann werden Sachen ausgelöst durch Dinge, wo du denkst: What the fuck? Der Klassiker geht ja noch: Geh mal schlafen. Dann geht die Quest weiter, was du dich einfach im Bett haust. Aber so, wenn du in irgendeinen bestimmten Raum gehen musst, um dort einen anzusprechen, um dann wieder zurückzukommen in den gleichen Raum und da geht dann die Szene weiter. Alles machbar. Und wenn man sich darauf einlässt, wunderschön, aber vielleicht nicht mehr so cool gealtert. Da kann ich schwer sagen, hey, das ist eins der besten so spielerisch. Storytechnisch hingegen ist das Spiel eine Wucht. Also wirklich unfassbar geil. Ein Ensemble-Cast ohnegleichen, die alle irgendwie geil eingebaut sind. In der ersten Hälfte des Spiels eine große globale Geschichte in einer recht linearen Struktur. Zur Hälfte des Spiels eine Zäsur, im wahrsten Sinne des Wortes. Danach öffnet sich das Spiel und das Spiel wird
zu einer kleinen Charakterstudio, wo du die ganzen einzelnen Charakter mit wunderschönen Quests wieder aufsammeln musst, um sie dann zum Finale hinzuführen. Also so, wie ich das liebe. Klar, sie ein roter Faden, der alles durchzieht. Unfassbar legendäre Momente. Unfassbar krasse Story-Twist. Celeste an der Klippe, sowas hast man einfach bis dahin noch nicht erlebt. Die Opernszene, egal wie kitschig und dumm das ist, das übt so eine Magie aus, wenn du, und man denkt, dass Super Nintendo spricht auf einmal mit dir, weil nicht nur, dass die Musik kommt, sondern es fühlt sich so an, als würde sie auch in dem Moment singen und so, und du spielst es selbst, und Kefka ist natürlich ein legendärer Antagonist, und ich liebe es, dass alle Charaktere unterschiedliche Kampfsysteme haben. Das alleine, das ist schon cool. Ja, es gibt einen Charakter, der arbeitet mit Combo-Moves, wie ein Street Fighter. Weißt du, da machst du dann oben, rechts, links oder so. Und ein anderer hat irgendwie eine Armbrust, die trifft immer alle Gegner. Und du hast dann unterschiedliche Armbrüste, mit denen du agieren kannst. Und natürlich Terra als eine, nicht Protagonistin, aber eine der wichtigsten Figuren, ist halt die einzige, die magiefähig ist erstmal. Ich fand es auch die Struktur cool, dass du, obwohl so viele Charaktere sind, wird dir immer so ein gewisser Teil zugegeben an Charakteren, die du begleitest. Jetzt hast du mal die drei Charaktere, du gehst dahin, machst mit denen das, dann wechselt das Spiel und du hast hier auf einmal drei und machst mit denen das. Du lernst alle irgendwie kennen und lieben, und es ist wirklich unfassbar hohe Rollenspielkunst. Ich will jetzt auch nicht sagen, als elitärer Typ, ich habe das ja auch gleich von Anfang an und von früher oder so, ich habe es auch erst digital auf der PS3 nachgeholt vor, keine Ahnung, man das irgendwann mal da, ne? Aber auch ich habe mich total... Gar nicht zu PS1, also PS1. Nein, das gab es bei uns nicht. Achso, das gab's bei uns nicht. Und die PS1-Version ist auch wirklich, also doch, es gab es auf der PS1, aber das war unspielbar, weil das Ladezeiten hatte in die Kämpfe rein. Obwohl das natürlich die bessere Hardware ist als PlayStation, kannst du dann, hast du dann, ja, das war, weiß ich nicht, Kopftus, dafür gab es dann halt Cutscenes dazu, ähnlich wie es bei Chrono Trigger der Fall war, mit der DS-Sache, aber ich habe mich trotzdem in dieses Spiel verliebt, vielleicht weil ich aber auch schon ein bisschen Final Fantasy Liebe in mir hatte und mich darauf eingelassen habe, weil man braucht da Mist. Also dieses Spiel hätte auf jeden Fall eins dieser Remastered verdient, was Square Enix gerade macht, der dreifachen Geschwindigkeit, mit den schnelleren, dass du die Kämpfe und so die Random Encounter überstehen kannst. Es ist wirklich schlimm teilweise in dem Spiel, weil du auch teilweise backtracken musst und so und jedes Mal dann wieder in einen reinrennst, und das ist teilweise echt, echt nervig. Aber ja, so grundsätzlich von dem, was für mich ein Rollenspiel ausmacht, sowohl Charakterentwicklung als auch die Gesamtstory, oh, die Geschichten. Wenn du Locke, der Treasure Hunter, also der Schatzjäger, wenn du dann rausfindest, warum er ein Schatzjäger ist und so, das ist Gänsehaut. Und wie gesagt, es ist wirklich ganz, ganz, ganz tolles, ganz, ganz tolles, tolles Spiel. Aber halt 16-Bit, japanisch. Und spricht vielleicht nicht jeden an, aber ich stehe auf diesen Scheiß, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist so schön, das immer zu hören. Und ich bitte, bitte, bitte um genau so ein Remastered. Weil ich habe es erst, ich glaube, das ist nicht lange her, es ist ein paar Monate, habe ich das nochmal probiert. aber da muss ich zugeben, weil ich irgendwie nicht zu einer Version kam mit einem Emulator, einfach um zu gucken, ob es mir gefällt. Ja. Und es ist, ich komme, also das sind diese, was du schon sagtest, diese Random Encounter, diese Frequenz, ich kann es einfach nicht mehr, leider. Ich bin da wirklich raus. Ja. Aber ich höre so viel Gutes darüber und ich weiß auch, dass mir das bestimmt total gefallen wird als Final Fantasy Fan. Und deswegen muss ich das irgendwie auch irgendwie unterstützen. Ich habe es halt leider nicht gespielt. Tut mir selber leid, weil ich bin dann so ein bisschen derjenige, der das nicht erleben kann. Ja, es ist halt natürlich auch schwer, weil es bei uns damals auch nicht rauskam und so, und vielleicht hat es da auch nicht so den Impact, den es eigentlich verdient oder wie es vielleicht auch den in den Staaten hat oder so, und man, wie gesagt, man muss sich wirklich drauf einlassen, aber so von der Storystruktur und so, für das, was ich, es ist schon wirklich, wirklich gut gemacht. Und ja, ich kann das alles voll verstehen, also das ist schwer für mich. Was habe ich jetzt gesagt, welcher Platz war es? Platz 6. Ich mag natürlich auch ungern oder so jetzt den Spiel aufzwängen, was du gar nicht gespielt hast. Das ist halt, das gibt's halt immer wieder so, das ist blöd, deswegen... Ja, aber ich hätte es auf jeden Fall schon ganz gern in der Top 10. Ja, obwohl, gut. Halt 6 habe ich es nur. Okay, das muss man nachher machen. Ist es für dich besser als Tales of Symphonia, aber... Du hast ja beide gespielt und Tales of Symphonia steht für dich für die Tales of-Reihe. Meinst du, dass es
Ich würde es, ich hätte nichts dagegen, wenn es nach, also wenn es auf Platz 8 kommen würde, quasi, und die anderen beiden nach oben rutschen. Oder runterrutschen. Ja, mach doch erstmal so. Mach die doch erstmal weiter nach oben und dann machen wir es so hin. Ja, ich finde, das ist wie gesagt, okay. Weil ich muss hier. Aber auch so ein bisschen was, wir haben ja die 16-Bit-Liebe wurde hier verlangt. Komm, da muss nochmal. Ne, auch für ja, die Art der Rollenspiele müssen wir was reinpacken. Und Final Fantasy, ich ärgere mich halt einfach selber, dass ich da so, dass einfach nach so vielen Jahren. Ich habe auch leider die 16-Bit-Rollenspiel-Ära so ein bisschen verpasst, muss ich sagen. Kann ich ja schon mal ein bisschen spoilern. Wie gesagt, ich habe das auch eher jetzt bei uns in Dings als Action-Adventure empfunden. Also so Secret of Mana. Das habe ich ja zum Beispiel auch Lufia gespielt. Lufia war groß bei uns im Freundeskreis. Das habe ich aber nie gespielt. Alundra habe ich mal gespielt. Das war auch cool. Aber ja, ist 16-Bit Artstyle, aber ist auf der PS1, also ein 32-Bit-System erschienen. Ja. Okay, das war dann vielleicht was anderes. Du hast das gerade gewählt, ne? Dann. Ich habe Platz 6 Final Fantasy 6. Oh. Oh. Platz Nummer. Mein Platz 6. Das ist Final Fantasy 7. Oh. Eigentlich ist es eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Das war mein erster Berührungspunkt mit Final Fantasy 7, wie bei vielen anderen auch, auf der Playstation. Ja. Ich kannte das vorher alles nicht. Und das hat halt einen sehr, sehr, sehr wichtigen Platz in meinem Herzen, in ganz, ganz vieler Form. Nichtsdestotrotz, wenn man das heute spielt, ist das genauso schwer wie mit Final Fantasy 6. Vielleicht sogar noch schwieriger, weil dieser Polygon-Grafikstil der Figuren echt schon sehr, sehr schwer zu ertragen. Ja, ich finde die nicht so schlimm. Echt? Ich finde die nicht so schlimm. Und vor allen Dingen jetzt auch nochmal dank dem Remake hat man nochmal irgendwie so eine neue Bewunderung für die Welt entfacht. Jetzt habe ich das ganze letzte Jahr gedacht, ich habe so Bock nochmal Final Fantasy VII Original zu spielen. Echt? Ich hatte letztens von PlayStation 10 Euro Geld bekommen, warum auch immer. Haben sie 10 Euro verschenkt. Dafür habe ich mir Final Fantasy digital gekauft, diese verbesserte Version. Und ich habe das schon immer liegen gehabt und installiert gehabt. Ich kam nur nicht dazu. Da brauchst du auch Stunden für. Es ist auch großartig. Ich habe es auch in meiner Top 10. Ich weiß nicht mehr, welchen Platz. Ich könnte mir vorstellen, dass ich es natürlich auch auf Platz 7 gesetzt habe, weil es 7 ist. auch auf dem Grund, ich würde fast sagen, objektiv ist es nicht das beste Final Fantasy und es ist ein bisschen veraltet. Aber es ist so unfassbar wichtig und es hat mich auch in die Serie eingeführt. Und lässt sich wenig gegen argumentieren. Das Ding ist, vielleicht kommen wir noch dazu, deswegen spoilere ich jetzt nichts. Was bei Final Fantasy VII auffällt bei mir ist, dass die Geschichte eigentlich im gesamten Verlauf des Spiels für mich, und ich habe den Sechsten jetzt nicht gespielt, aber für mich kaum richtig eklatante Schwächen hat. So, es gibt viele Wendungen, viele Momente, die ich nicht vorhersehen konnte. Ich finde Sephiroth als Antagonisten und auch Shinra als Konzern super gut als Antagonisten. Ich finde die Schicksale, das habe ich auch beim Remake wieder gemerkt, kommt da sogar noch ein bisschen besser rüber. So die Schicksale der Bewohner in den Slums und was sie da durchmachen und das ist alles so, dass diese Decke darunter bricht und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Magic Moments bei dem Spiel für mich. Die Charaktere finde ich super gut. Ich mag die Welt mit diesem Lebensstrom, mit Midgard und so weiter und so fort. Deswegen für mich ist es irgendwie die legendärste Spielwelt aller Final Fantasy Spiele. Ich habe es irgendwie auch in meinem Video gesagt, ich finde, das beste Kampfsystem hat wahrscheinlich 10. Das beste, die beste Story, so die Struktur finde ich 6. Aber 7 hat so eine richtig tolle Welt. Die besten Charaktere hat 9, den besten Cast, so. Das ist irgendwie der sympathischste Cast. Aber 7 ist halt so irgendwie die Nostalgie und es muss irgendwie auch in die. Ja, die und Top der 10, Soundtrack, also. Den kann ich mir immer. Der Soundtrack, Da geht halt bei mir ein Herz auf. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, kann man Final Fantasy 7 heute noch jemanden nahe bringen, der das nicht gespielt hat, würde ich sagen, es ist nicht ganz so einfach. Generell bei Final Fantasy der alten Schule oder LJRPGs der alten Schule, da muss man sich halt an das Random-Encounter-System gewöhnen und rundenbasierte Kämpfe und so. Das ist halt nicht so schnell, ne? Das ist halt nicht so fetzig. Aber die Story und die ganze Aufmachung finde ich super. Ja,
du kannst es mit dieser Remastered-Version spielen. Da läufst du dreimal schneller, du kannst dir irgendwie, keine Ahnung, im Spiel immer die Limit-Breaks holen im Kampf und du kannst dich, glaube ich, 100% Leben geben. Also, dass du einfach durchrennst und nur die Story erlebst und immer die Gegner mit Limit-Breaks dann niederschnatterst oder so. Ne? Das geht schon. Also, es ist ein fantastisches Spiel und es ist auch ein Meilenstein im JRPG. Wenn wir dann Dark Souls haben, was ja ähnlichen Wert jetzt für uns hat, dann musst du auch Final Fantasy 7, aber ich glaube, da ist der Wert noch länger. Pack mal auf 4? Willst du das? Ich will jetzt auf die 5 packen und den Rest runtersetzen. Was, wo, Dark Souls vor oder hinter Dark Souls? Ne, ich würde schon, das oberste von diesem Mittelfeld wäre bei mir jetzt Final Fantasy und den ganzen Rest hier würde ich runter. Okay, mach. Mach. Ja. Damit wir hier Frieden haben. Ach, verflixt. Ach, das ist, ich ärgere mich selber, dass jetzt Final Fantasy 6 so weit hinter Final Fantasy 7 ist, nur weil ich den Teil nicht gespielt habe. Das ist halt. Ja, aber ich kann, wir können ja gleich noch was deichseln. Alles gut. Ja, okay. So, das war mein Ergebnis. Du kannst jetzt gerne weitermachen. Das war meins? Deins? Das war meins jetzt. Okay. Jetzt wird sich das wahrscheinlich überschneiden, weil so viele in den. Ja, Platz 8 Final Fantasy 7. Ah ja. Mach ich das dann auf 8, bin ich dumm. Aber 7 machen müssen, Mann. Ja. Alles klar, ich hab's ein bisschen weiter hinten, weil ich vielleicht noch andere Spiele habe, die da rein müssen. Aber gut. Achso, willst du, mach weiter, mach den nächsten. Achso, bin ich weiter, ja, okay. Ja, natürlich, klar. Dann kommt jetzt auf Platz 10 World of Warcraft. Es ist ein Rollenspiel. Ich liebe das Spiel. Ja. Und irgendwie, finde ich, muss man es auch erwähnen in einem Dings der besten Rollenspiele aller Zeiten. Es war halt für mich extrem wichtig. Ich habe das Spiel so hart gesuchtet und gespielt. Ich liebe bis heute die Kampfmechanik. Ich war so der PvP-Hardcore-Süchtling. Arena oder Battleground? Arena, alles. Ich war Gladiator im 2er, 3er und 5er mit 3 Charakteren über 2 Saisons. Ich bin richtig steil gegangen. Ich wusste alle Skillungen, alle Kampftechniken und ich habe das so geliebt, das Spiel. Natürlich auch ein bisschen, ich habe davor natürlich auch viel PvE gemacht und die Battlegrounds gegrindet und ich habe da so viel Zeit drin verbracht. Natürlich, das Spiel lebt von dieser Metaebene, von dieser sozialen Komponente auch viel, von den Erinnerungen und so. Ja, und das hat jetzt den ganzen Storylore, den habe ich da überhaupt nicht wahrgenommen. Die meisten Quests habe ich nur blöd durchgeklickt. Für mich ging es von 1 bis 60 nur darum, auf 60 zu kommen. Mhm. Der Rest war mir scheißegal. Und die Story habe ich nie wahrgenommen. Also das ist jetzt so, das kann ich alles sagen, okay, da kann man das weiter unten platzieren. Aber so rein von der Nostalgie und für den Impact für mich und von den reinen Mechaniken her, habe ich das Spiel total geliebt und bis heute noch. Also wenn ich an dieses Spiel denke und an gewisse Momente, dann kriege ich immer diesen Nostalgie-Flash und so. Und ich musste gerade Anfang des Jahres wieder so hart an WoW denken. Ich weiß nicht, ob zu welcher Zeit, hast du WoW gespielt? Ja, ne? Zu welcher Zeit du gespielt hast. Aber als dann das mit der Pandemie aufkam, da musste ich die ganze Zeit denken, kenne ich alles noch aus Sulgurup, die Sulgurup-Seuche. Wie die auf einmal in der ganzen WoW-Welt sich verbreitet hat und so. Und, kenn ich einfach alles aus Sulgurup. Alles schon gemacht worden. Weißt du was, das war das Witzige. Jeder wusste das und deswegen wusste ich auch, dass das total eskaliert, weil in WoW ist es auch eskaliert, die mussten die Server neu starten. Leute haben es nicht hingekriegt, Abstand zu halten. Echt? Ja. Das musste man auch in einem Spiel machen? Pass auf, die Sulgurup, sag ich, es war so. In Sulgurup gab es einen Endgegner, der hat eine Seuche auf ein Partymitglied gecastet. Das heißt, im Encounter selbst bist du einfach zur Seite gegangen. Das war wie bei Baron Geddon oder so. Du hast neben dir alle Leute verseucht mit 200 Schaden die Sekunde. Ne? Im Encounter selbst kein Problem, bist du einfach zur Seite gegangen, hast dich da hochheilen lassen. Es war aber möglich, dass das auch Pets bekommen. Und irgendein Jäger-Pet oder Warlock-Pet hat das bekommen. Und der Typ hat das weggeschickt im Kampf selbst. Hat sein Pet gewechselt im Kampf. Ach so. Und hat man den Encounter weitergemacht. Und irgendwann hat der Typ dann nach erfolgreichem Bestreiten des Raids ist er nach Hause, nach Orgrimmar, und hat sein Pet da ausgepackt. Hat diese Seuche in die Welt gebracht. Und es hat irgendwie den ersten befallen. Und jedem, der es berührt, trägt es weiter. Und von einem zum anderen. Und dann hat das einen selbst
ja, wie sagt man, ein Eigenleben entfacht. Alle Low-Leute sind gestorben, weil du nicht keine 200 Leben hattest in, oder 300 Leben in dem Level. In Okrima waren ja auch viele Low-Leveler. Und das ist durch den ganzen Server gezogen. Von Okrima durch den ganzen Server. Die mussten die Server neu starten. Eine, was? War einfach nur, du hättest natürlich sagen müssen, wenn du es hast, geh weg. Dann, ne? Aber hey, WoW, es ist Internet. Alle sind ins Auktionshaus damit gelaufen und so. Und die einzige Lösung war nachher, dass mit einem Hotfix musste der Server neu gestartet werden. Das musste natürlich aus Suguru raus. Alter, Geschichten, werden. Die nur WoW schreiben kann. Und ich meine, das haben die auch für die Forschung benutzt, für jetzt für die Pandemie in echt. Aber haben da Daten mit erfasst. Musst du, okay, mal lesen bei Google. Suguru Seuche Corona. Das, okay, krass. Ja. Und es hatte so viele unfassbare Momente in dem Sinne. Na klar, wie gesagt, das ist alles eine Ebene. Das hat nichts, oftmals nicht mit dem Spiel selbst zu tun. Ich würde es, und ich habe es natürlich in die Top 10 gepackt, um ein Zeichen zu setzen. Ich gehe aber konform, also ich gehe damit, wenn du sagst, ja, ist schwer. Aber so in die Top 20 würde ich schon gern haben. Irgendwie. Also, pass auf. Da würde ich auch ungern irgendwie anderen Spielen jetzt das wegnehmen. Also, erstmal, okay. Ich liebe WoW. Okay. Also, ich habe WoW auch gespielt. Ich habe jetzt nicht so exzessiv wie viele andere wahrscheinlich, aber ich habe ein Jahr lang oder vielleicht ein bisschen länger wirklich nichts anderes gemacht, außer WoW zu spielen. So. Und WoW, ich erinnere mich sehr, sehr gerne daran zurück. Ganz, ganz viele sehr nostalgische und Magic Moments sind mit WoW entstanden. Die meisten aber eher durch diese sozialen Kontakte und diese sozialen Sachen. Eine eigene Gilde habe ich gegründet. Ich habe in fucking WoW geheiratet. Das ist einfach das, werde ich nie vergessen. Ich habe auch eine eigene Gilde gegründet. Weißt du, wie die hieß? Okay, nein, aber lass mich raten. Yeti-Ritter. Nein. Die hieß Yeti-Ritter. Nein, die hieß nicht Yeti-Ritter. Die hieß Yeti-Ritter. Alter. Ich immer, warum nennst du deine Abonnenten nicht die Yeti-Ritter, oder? Ey, weißt du, ja, eigentlich könnte ich das machen. Weißt du, wie meine Gilde hieß? Ich habe einen unfassbar guten Namen gehabt. Raketencode. Nee, die hieß Götter des Krieges. Und ja, da fließt der Kitsch schon aus den Augen. Das Krasse, ich weiß noch, wie ich im Handelsdistrikt gestanden bin und da kam jemand zu mir und hat gesagt, was für ein scheiß Gildenname, du kannst dich doch nicht Götter des Krieges nennen, wie überheblich ist das denn? Ich so, Alter, ich bin jetzt, das ist eine Gilde im WoW, was ist denn dein Problem? Und dann haben wir uns so gebettelt, weil seine Gilde, also der Clan, der Gildenmeister hat sich bei mir für ihn entschuldigt, dass er mich so angegangen ist. Es war verrückt. Diese Zeit war wirklich verrückt. Und ich liebe deswegen diese Zeit. Und ich muss auch wirklich eingestehen, als Rollenspiel, die Raids und die Instanzen, das ist geil. So diese einzelnen Rollen, dir geht wirklich einer ab, wenn du ein 40-Mann-Raid irgendwie einen Boss legst und das so ewig dauert. Und das ist halt wirklich, wirklich geil. Die Frage, die ich mir stelle, als Rollenspiel. Das ist halt auch so eine, es gab richtige Rollenspiel-Server, wo das Ganze auf die Extreme, also ja, auf extrem stimmt, getrieben wurde. Ja, so mit ausziehen, bevor man ins Wasser geht und so eine Sachen. Da gab es richtig krasse Leute. Das war auch krass, habe ich auch teilweise ein bisschen gespielt auf einem Server eine Zeit lang. Wie gesagt, ich habe es natürlich, ne, aber ich bin, wenn du sagst, ey, das müssen wir weiter hinten machen, ich will da auch keinem der Klassiker irgendwie so einen Platz wegnehmen, aber das war schon einfach, das kann man nicht ignorieren und das habe ich heute auch bei mir im Video gesagt, es gehört für mich zu den 5 wichtigsten, weil es so die Tür geöffnet hat für diesen ganzen Online-Kram, den wir heute noch in jedem Spiel sehen. Das hat die Tür geöffnet und das Bewusstsein dafür, dass Leute bereit waren, online Geld zu bezahlen für einen Service. Ja, wegweisend. Ja. Also es gab schon MMORPGs mit Dark Age of Camelot und so. Das würde ich genau, Ultima Online und sowas gab es alle schon, aber diesen Impact einfach, den da, das ist ja das Spiel. Man redet immer noch davon, um WoW-Killer und solche Sachen nach all den Jahren, das ist schon auch sehr, sehr großer Meilenstein. Das läuft ja immer noch, wie viel hat das noch, Millionen jetzt Spieler? Durch Classic und durch Shadowlands, Jahren. Also es läuft quasi der auf Finchie zwei. Der ist doch jetzt schon wieder darin versunken. Ja eben, den haben wir auch schon verloren wegen dem Scheiß. Ja, F in den Chat für einen gefallenen Bruder. Also ich weiß auch nicht, es ist sehr schwierig. Ich habe es nicht auf der Liste getan, weil ich davon ausgegangen bin, dass wir keine MMORPGs reinnehmen. Deswegen, ich habe nichts dagegen, wenn es reinkommt hier. Ich hätte sogar nichts dagegen, wenn es... Boah, es ist schwierig. Pass auf, lass doch wieder alles nach vorne setzen. Hier alles nach vorne? Obwohl, wir brauchen noch Platz für unsere Highlights, oder? Ja. Also ich habe es auf Platz 10 jetzt gesetzt, wenn das ein Anhaltspunkt jetzt für dich ist, wo du das irgendwie... Also würde ich würde das...
unter Final Fantasy VI setzen auf jeden Fall, weil das ist für mich verkörpert einfach nochmal diesen Ja, okay, dann mach das doch auf Abenteuer 10, wie ich gesagt Rollenspielding. habe. Ja, Oder willst ich du es vor Tales? Nee, 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 ich würde das tatsächlich, ich würde Tales und den ganzen Kram ein bisschen untersetzen. Aber Das ist da mit ist Abstand da. auch das Spiel, was ich am meisten in meinem Leben gespielt habe, ne? Ja, bei mir aber auch. Also. Ich habe 400 Tage Spielzeit. Das ist krass. Ich gehe dann mal. Wenn man sowas offenbaren kann, dann bin ich definitiv hier. Ich habe in World of Warcraft geheiratet. Aber mich ärgert das jetzt. Ich merke, mich ärgert das. Auch nur weil ich die Gilde aufrechterhalten wollte. Ey, das sind so WoW-Stories. Da könnten wir auch einen eigenen Ja, Cast ey, machen. da muss man, ey, WoW hat ja auch so Das viele ist Storys. sowas von peinlich, aber. Ich weiß nicht, zu welcher Ära du gespielt hast. Classic, und, also erstes und Burning Crusade und kurz Ich vor auch, Wrath of okay. the Lich King bin ich raus. Genau, ey, genau, ich auch. Genau Echt? raus. Da war ich auch, ja. Aber ich Kurz weiß von vor. vielen, dass das das Addon richtig gut war. Ja. Ich weiß, hast du ja Ankirei auch mitbekommen, ne? Dieses Weltevent, was man da machen musste und so. Was war das noch? Achso, das war, ja Da doch, musste man ein Burning Tor in Crusade. Ankirei öffnen, wo man dann unfassbar viele Ressourcen sich machen wollte. Und da haben bei uns die großen Gilden natürlich alle irgendwie zusammengetrommelt. Und dann wurden Sachen verlost, wie Raid-Plätze in der Hardcore-Gilde und so. Ne? Dort durften, haben sie dann so quasi an Randoms, wenn du genug Sachen eingeschickt hast, durftest du bei den krassesten mitmachen. Rat mal, wer mit durfte. Wer da stundenlang, tagelang Sachen gegrindet hat, um das Alter. Ankirei-Tor zu öffnen. Und dann durfte ich da das erste Mal mit und habe das erste Mal in Dings. Und ich habe sogar die T1-Robe bekommen und es war so. Es ist halt, es ist auch so, wenn ich habe auch sehr, sehr viele so Abende verbracht, besoffen nach Hause gekommen aus der Disco und dann habe ich einfach mich irgendwo im WoW gegrindet mit Leuten im Chat so einfach so gesessen oder im Goldshire gesessen und Duelle ausgetragen. Ja, Also, ja. ah, oh, das sind Ja, so, das. da geht alles bei mir. Das ist Crossroads einfach. Raiden, da gammelte man einfach rum. Ne? Haastglen Farmen, das war einfach Soul Food. Aber Man ich liebe immer noch, hing. ich liebe immer, also Battleground habe ich auch gespielt, sehr, sehr gerne. Ja. Was du, stimmt, wir haben eine Frage noch gar nicht beantwortet. Sorry, wir haben eine Frage So. noch gar nicht beantwortet. Das ist Was aber jetzt denn? essentiell, weil wenn wir jetzt natürlich die falsche Antwort gibst, dann werde ich den Chat, also den Stream beenden. Horde. Horde oder Allianz? Horde. Falsch. Ja, aber sowas von, Alter. Was ist los, Team Allianz? Was ist denn jetzt hier? Horde, Alter, Alter. bitte. Habe ich doch schon, als ich war in Ockel mal die Seuche verteilen. Aber, Ich hatte jetzt nicht so eingeschätzt. Okay. ich habe natürlich auch ein paar Twinks gehabt und auch, ich habe noch einen Ich hätte 60er Paladin einen. gehabt. Ein 60er, aber den habe ich nur nicht lang gespielt. Meine Hauptcharakter war ein 60er Warlock. Nachher habe ich noch arena-technisch einen Druiden hochgespielt auf 70 und ich hatte noch zum Raiden und einen Krieger, mit dem ich auch nachher noch PvP gemacht habe. Also, ja. Also ich Ja, finde, okay. eine Sache möchte ich noch erzählen, ich finde immer so lustig, aber beim Battleground, dort war ja so diese, gab es das Arati-Becken und keine Ahnung, Oh, ist das ey, toll, das ohne Gebiet. Alter Raktal. Oh, Alter so. Raktal, aber ohne Scheiß Allianz, eine Katastrophe, wirklich, wie der BVB. Die Jeder können die, klagt das, glaube ich, von sich. ja, ohne Jeder. Scheiß, ey, alle zur Schmiede, so Alter, alle zum Sägewerk, wo seid ihr doof? Wirklich, das ist einfach nur dumm. Oh, Oh, war das toll. das war so wahnsinnig toll. Nee, Oh. also ich habe da auch sehr viele schöne Erinnerungen, deswegen passt das schon. Passt das Okay. schon. Achso, Du ich bist bin dran. dran. Okay. Sind wir schon in der Top 5? Mein Ding Ich ist hab wieder noch alle. zwei, habe ich noch. Oh, jetzt kommt mein Platz 7. Ah, fuck. Oh, mein Platz 7, da wird's auch wieder richtig. Hoffentlich bashen die mich nicht alle. The Witcher 3. Ich liebe The Witcher 3, wirklich. Ich habe, glaube ich, über 100 Stunden reingesetzt. Ich habe alles gesammelt. Ich habe alle Fragezeichen aufgedeckt. Ich habe mich richtig versunken in das Spiel. Ich habe danach mir die Bücher gekauft und so. Ich liebe das. Der einzige Grund ist erstens, es gibt noch ein paar Rollenspiele, die mich irgendwie noch mal mehr gepackt haben. Und zweitens, eine Sache, die ich bei dem Spiel irgendwie nicht so hundertprozentig geil fand, ist das Kampfsystem. Und auch so diese Quest, nicht, würde man sagen, wie, dass du bei den Quests oftmals, ja, du musst dann immer diesen Hexersinn einsetzen und da musst du da diesen Wegen folgen und so. Das ist sehr, sehr oft Nee. wiederholend. Das ist aber jetzt am Ende jetzt auch nicht so schlimm. Dafür ist es eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre, also westlichen auf jeden Fall. Eines der besten Rollenspiele aller Zeiten sowieso. Unglaublich geile Story. Ich liebe diese Hauptgeschichte teilweise auch mal richtig. Also normalerweise habe ich bei vielen
Rollenspielen oftmals das die Hauptstory nicht so geil wie manche Nebenquests. Und bei dem Spiel ist es aber so, dass ich die Suche nach Ciri super spannend fand und diese angekündigte Bedrohung der wilden Jagd und sowas. Das war alles super geil, episch. Und das mündete sogar in zwei der besten Add-ons aller Zeiten. So, Blood and Wine, das war einfach, das hat mich sowas von weggeholt. Ich liebe The Witcher 3. Eigentlich ärgere ich mich, also es klingt jetzt gerade so, als ob ich das mit Platz 7 abstrafen würde, aber eigentlich kann ich dem Spiel alles super tolle nur sagen, weil ich das absolut großartig finde. Also Witcher 3 ist natürlich auch bei mir dabei und ist noch weiter vorne dabei. Ich habe das Ganze auch so ein bisschen objektiver gesehen und wenn man ehrlich ist, dann ist es das beste westliche 3D-Rollenspiel, Open-World-Rollenspiel. Aus den gleichen Punkten mag ich das Spiel auch so. Ich liebe es, wenn das Ganze, wie gesagt, durch einen roten Faden zusammengehalten wird. Aber nicht nur einfach so narrativ nach dem Motto, ja, mach das mal, weil da ist irgendwas. Das schon, aber es muss mich auch interessieren. Es muss mich interessieren. Es muss mich emotional packen. Es reicht nicht einfach nur zu sagen, der ist böse, deswegen machst du das, sondern es muss einen guten Grund haben. Und das mit Ciri hat mich auch tierisch angelockt. Und ich fand es super, wie das alles miteinander verwoben war, dass du quasi Kumpanen durch die Welten nachher gesammelt hast, obwohl du das eigentlich gar nicht wusstest, die dir dann am Schluss irgendwie alle geholfen haben. Ne? Und die einzelnen Quests, klar sagst du ja, es war so ein bisschen den Hinterherlaufen von irgendwelchen Blutspuren oder sonstigen. Auf der anderen Seite hast du aber auch legendär geile Quests, wie das Aufbauen eines Theaterstücks. Weißt du, wie cool ist das denn, wo du dann auch singen musstest und sowas alles. Ich find's auch geil, wenn du bei The Witcher ist es irgendwie faszinierend, du guckst nur mal da hinten, was da ist und plötzlich bist du dreiviertel Stunde in so einer absolut krassen Questreihe mit irgendwelchen Feen und so und denkst du, wow, habe ich jetzt gar nicht erwartet. Irgendwie so. Ja, das Kampfsystem war jetzt simpel, ich fand's aber nicht schlimm. Ja, das ist nicht schlimm, nein. Weil es auch cool inszeniert war. Es hat Bock gemacht, jemanden den Kopf abzuhacken und so. Das war schon so ein bisschen flashy. Du hast Gothic auf 1. Das hat auch einen Grund. Ich sag auch, wieso ich Gothic auf 1 habe und The Witcher dahinter. Und eigentlich jetzt nur von den westlichen Rollenspielen gibt es jetzt auch nicht mehr so viel Platz. Das Ding ist, dass The Witcher 3 eine riesige Spielwelt hat, die toll aussieht. Aber die auch mit all den Fragezeichen, und ich habe halt alle gesammelt, auch sehr, sehr viele Monsternester. Und weißt du, das ist halt, alles wirkt auch hier sehr randomized. Und bei Gothic 2 ist ja das große Pluspunkt für mich, dass die gesamte Welt eben sinnig gebaut worden ist. Und das ist so der große Knackpunkt bei mir. Ich bin jetzt auch nicht so jemand, der Quantität schätzt, also in dem bei einfach so, hier sind tausende Queste, arbeite die ab, aber ich hatte bei Witcher 3 immer das Gefühl, dass die einen Sinn hatte, dass halt die Motivation von Geralt, hey, das könnte mich jetzt in Ciri weiterbringen oder hey, ich bin nun mal Monsterjäger, der hier macht jemanden einen Auftrag, dann ist das mein Job, den anzunehmen und das Geld führt mich langfristig dann auch wieder weiter und setzt mich meinem Hauptziel fort. Konnte ich mich gut reinversetzen, ne? Im Gegensatz jetzt zu bei so einem Assassin's Creed Valhalla, was mich sofort verloren hat. Ne? Ja, klar. Und ich habe auch eine lange Geschichte mit The Witcher und ich habe es ja auch erst vor einem Jahr jetzt beendet. Aber echt, und je länger, es wirkt halt auch echt gut nach, muss man sagen. Und es war auch, man dachte, es ist 6 Jahre alt und ich habe es letztens ja auch wieder mit Cyberpunk vergleichen können, sozusagen. Ist das deutlich bessere Spiel. Deutlich besser inszeniert und ich. Weißt du, da muss man auch einfach, das ist... Vor allen Dingen, The Witcher hatte auch, also wenn es um diese Geschichte und wie es sich präsentiert, hatte es wirklich so, es ist nicht so statisch. So, du bist bei Fallout, stehst du vor einer Figur und die erzählt dir gerade wichtige Dinge der Welt und du bewegst dich nicht. Und bei The Witcher ist das alles super schön inszeniert, da geht die Kamerafahrt, Geralt setzt sich auf den Hocker und guckt ihn dann so an. Das ist halt geil, das zieht mich rein und deswegen, The Witcher 3 ist halt großartig so. Und ich von mir aus kann es locker in die Top 5 auf jeden Fall. Ja. Ich hab's halt auch für so ein bisschen objektiver. So ein Spiel, was du jemandem in die Hand gibst, ne? So Fantasy-Rollenspiele. Was willst du einem da besser in die Hand geben als The Witcher? Gerade dann so wäre das Spiel auch mehr als Gothic zu empfehlen. Das würde ich schon sagen. Ich habe jetzt vergessen, welchen Platz es bei mir hat, aber es ist, glaube ich, in den Top 3 drin. Also, und du bist ja auch bereit. Also ich würde es auch vor Gothic 2 machen, einfach aufgrund der Spielbarkeit. Ich weiß, du liebst die Welt mehr und so und auch. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mehr so krass an die Story hinten raus von Gothic erinnern. Also doch, für mich ist natürlich The Witcher 3 das deutlich bessere Spiel als Gothic. Ich hatte nicht umsonst Gothic 2 auf
11, 14, 15, also doch deutlich weiter hinten. Ja, also ich kann... Ich habe es dir natürlich weiter oben gewährt, weil es dein Lieblingsspiel ist. Weil du es auf Platz 1 hast, will ich ja jetzt schlecht gegen argumentieren, aber... Ich kann, also was ich, wenn ich jetzt die beiden Spiele vergleiche, dann muss ich sagen, dass The Witcher 3 die deutlich bessere Hauptgeschichte hat, dass The Witcher 3 auch spielbarer ist, aber das liegt auch höchstwahrscheinlich einfach auch, obwohl das ist kein Argument, weil Piranha Bytes immer noch die gleiche Art und Spiele macht und es immer noch das gleiche spielt. Deswegen, es spielt sich einfach angenehmer. Das einzige Manko bei The Witcher 3 ist für mich persönlich wirklich so, dass also das ist aber auch bei Gothic so, das Kampfsystem, die sind halt beide nicht so das Gelbe vom Ei. Und die Spielwelt bei The Witcher ist halt groß und sehr viel Füllmaterial, sag ich mal. Trotzdem, ich hatte mit The Witcher 3 auch unfassbar viel Spaß. Ich kann es gut und gerne auf die 1 setzen, wenn du die jetzt erstmal... Vorerst können wir, ich weiß meinen Platz nicht mehr, können wir gerne erstmal vor Gothic 2 setzen. Es ist zwar auf die 7, aber ich rechne dem Spiel sehr viel an und deswegen... Oder machen wir... Ne, lass mal so machen. Ich weiß, da werden wieder einige... Da gibt es wieder Leute, die es nicht cool finden, das ist immer so, aber naja. Ja, natürlich. Es ist vorläufig, Leute. Es ist alles noch nicht final. Mein Platz 1 ist ein anderes Spiel, das kommt auch noch. So, du bist ja dran, stimmt. Bin ich dran? Ja, du hast den Witcher gemacht. Dann kommen wir jetzt in den Top 5. Achso, ich hab noch einen. Warte mal, ich hab noch einen. Ja, dann mach doch mal da. Ich dachte, du hast auch schon was. Achso, das wäre mein Dark Souls gewesen. Ja, okay. Okay, jetzt bin ich durch. Jetzt kannst du mit dem letzten Lostopf anfangen. Der letzte Lostopf. Hab ich das hingeschmissen? Was kommt jetzt? Was kommt? Och, Kacke. Ich hab's gleich gezogen. Alter, no way. Platz 1 nie. Alter, ernsthaft? Na klar. Okay. Nicht anders. Ich hab's leider nur zur Hälfte gespielt und ich wartet unfassbar sehnlichst auf den Remake. Ja, ist einfach, einfach ein geiles Spiel, was ich über alles liebe. Deswegen habe ich auch nur Nies Automata so weit oben gewertet. Mir ist mir scheißegal, beide müssen nicht rein, aber eins muss rein. Und ich finde, als Rollenspiel gesehen ist Nier das bessere Rollenspiel, weil du eine eigene Party hast. Du hast, finde ich, ein paar mehr, also ein bisschen, es ist ein bisschen für mich rollenspieliger. Das Kampfsystem ist auch ein bisschen, taktisch möchte ich nicht sagen, aber du hast halt eher die Zauberattacken, die du auswählen musst. Und an und für sich ist Nier einfach ein unfassbar geiles Erlebnis, unfassbar das, was mich in einem Rollenspiel anspricht, nämlich die Narrative ist da unfassbar gut. Es hat auch so eine schöne, kleine, kompakte Welt mit den kleinen, unterschiedlichen Orten. Es hat tolle, einzigartige Charaktere, die so viel Tiefe bieten, die auf dem ersten Moment einfach verborgen ist. Und ich finde es einfach geil, dass das Spiel keinen Fick gibt und einfach macht, worauf es Bock hat. Auf einmal ist es mittendrin Text-Adventure und nicht einfach nur so ein kleines Minigame, nein, es ist eine halbe Stunde Text-Adventure. Ne? Und wo du aufpassen musst, wo du auch keinen Links angucken kannst, kein Walkthrough, weil sich das, die Wörter, die du suchen, die Sachen, die du sagen musst, selbst generiert sind. Also random generiert sind. Ne? Mittendrin ist es dann einfach mal ein Top-Down-Puzzle-Spiel. Mal ist es ein Shooting-Game. Es ist das beschissenste Angelspiel aller Zeiten. Und es hat den Castlevania Symphony of the Night-Twist. Es stellt sich am Schluss, wenn du es durchgespielt hast, nochmal auf den Kopf sozusagen. Und das ist nicht nur spielerisch, sondern narrativ auch nochmal alles in Ding stellt. Es hat eines der coolsten, krassesten Enden, was natürlich auch wieder in Nier Automata aufgegriffen wurde von der Mechanik her. Dass ich da auch noch nicht so erlebt hatte, was ich unglaublich flashy fand. Es hat einen unfassbaren Soundtrack. Oh, ja, ja, es ist japanisch hässlich. Die Charaktere sind schön, die Umgebung ist unfassbar lieblos und hässlich. Und ja, das Kampfsystem ist ein bisschen... Ne? Aber also Hack'n'Slashig, oder? Also Nier ist immer so ein bisschen. Ja, genau. Es ist immer, das, deswegen, bei Nier habe ich immer so das Problem. Wo ist der Rollenspielanteil bei dem Spiel? Sag mal ganz ehrlich. Die Party, auch wenn du sie nicht selbst spielen kannst. Du hast natürlich durch die Waffen und du hast kleine Wörter, heißt es, kannst du dich anpassen. Ne? Aber du hast Quests, du hast viele Quests, sogar niedliche kleine Quests mit der alten Oma im Leuchtturm und so. Ja, das ist, also ganz hundertprozentig ist das ein Rollenspiel. Es ist halt nicht, klar, nicht so tief jetzt von den Kommen, also es ist Echtzeit
Action-Rollenspiel wie Tales of, nicht ganz so komplex, aber du musst auch Heiltränke einsetzen. Du musst auch, Waffen sind eigentlich egal, was du benutzt. Obwohl, nee, du kannst auch auswählen, ob die mehr Magieschaden nehmen soll oder ob du mehr langsam, ob du eine langsame, wummige Waffe haben willst oder eine schnelle, magielastige und so. Keine Diskussion, das ist auf jeden Fall ein Rollenspiel, mehr als Nier Automata, auf jeden Fall. Und du hast die ganze Zeit eine Gruppe bei dir. Und diese Gruppendynamik macht für mich auch so viel aus, ne? Weiß, ist ein Buch, ein sarkastisches Buch, ne? Keine ist... Ist ein Badass, fluchende, oder? Ja, die ganze Zeit nur, aber es hat ja auch Gründe alles, ne? Wenn du dann weißt, was hinter Keine steckt, die läuft Unterwäsche rum, ne? Obersexualisiert, aber wenn du am Schluss kapierst, warum und wieso, dann denkst du, ja... Also gibt's da eine Begründung für sogar? Ja. Oh, da bin ich. Kann ich spoilern. Ja, weißt du, wo die erzählt wird? Irgendwie im dritten Ende in so einem 20-minütigen Textepilog oder zwischen den Zeilen in den Ladebildschirmen. Dann verstehst du es, was es mit Keine auf sich hat. Emil, der kleine Junge, dem niemand irgendwie böse sein kann, der liebste Mensch der Welt, der auf der anderen Seite der gefährlichste Charakter im ganzen Spiel ist, die größte Waffe, der nicht sehen kann und wenn er sehen kann, zum hässlichsten Menschen der Welt wird durch diesen komischen Emil-Kopf. Ich liebe das Spiel und diese ganzen Charaktere, die Welten. Wenn. Oh, Gänsehaut. Ich finde es so schade, dass im Remake, was jetzt kommt, dass man nicht mehr Nier Papa spielt, sondern. Ja, das ist irgendwie. Ich finde es auch schade, weil ich tatsächlich als Papa sehr gut mit dem Papa halt irgendwie connecten könnte. Als Papa selbst hat mich natürlich angesprochen, die Tochter zu beschützen. Mhm. Und wenn dann. Ich freue mich riesig auf dieses Remake, weil ich. Ich habe es damals bis zur Hälfte gespielt, wo du sagtest, wo es dieser Twist gab, so, das habe ich erstmal gar nicht gecheckt so und ich habe das auch gemocht sehr gerne, der Soundtrack ist einfach großartig. Ich mochte es nicht so sehr, aber das liegt auch einfach daran, weil ich das damals nicht durchgespielt habe so und ich war, glaube ich, auch geistig nicht irgendwie auf der Höhe gerade zum Zeitpunkt, keine Ahnung. Man muss sich drauf einlassen, das ist sehr speziell, das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber nicht, aber Nier Automata hat bei mir einfach nochmal viel, viel mehr hinterlassen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt natürlich Nier vor Nier Automata, aber du hast es auf der 1, das ist schon ein starkes Stück. Die Frage ist jetzt... Natürlich demonstrativ auf der 1 habe ich es auch gemacht, weil ich wusste, dass ich für das Spiel kämpfen muss. Okay. Das ist taktisch, das sage ich. Ich habe taktisch gewählt. Mir ist klar, dass es nicht das beste Spiel aller Zeiten okay, ist. Okay, jetzt sagen wir mal... Und ich bin natürlich auch bereit, dann Kompromisse einzugehen, aber es ist mir schon sehr wichtig und ich wollte noch sagen, jetzt wurde gefragt, muss man das oftmals durchspielen? Ja, du musst es mehrmals durchspielen, aber die zweiten Durchläufe, die fangen hinten im Spiel an und man kann es in 4-5 Stunden die zweiteren Durchläufe machen. Das ist nicht so schlimm, wie es klingt. Man kann das Spiel komplett, wie man es spielen soll, ich glaube in 30, 35 Stunden durchspielen. Obwohl man es mehrmals am Schluss durchspielt. Aber es ist halt cool. Es bringt einen anderen Sichtpunkt auf die Dinge, wenn du auf einmal Sachen erlebst, die du aus anderen Augen siehst und die du dann im ersten Durchlauf auch eigentlich schon hättest sehen können. Ein kleiner Spoiler, wenn Keine Sachen hört, dann hört man das auch im zweiten Durchlauf und du nimmst es aber im ersten Sachen nicht wahr und egal, ich will nicht so viel spoilern. Es kommt ja bald das Remake, die Reimagination und so. Ich hadere gerade mit der Platzierung, weil ich für mich, sorry, dass ich da jetzt ein paar Leuten Herzen breche, aber für mich muss es hinter Gothic 2. Ja, ist okay. Ich sag jetzt nichts. Wie gesagt, es ist meins, aber ich weiß auch, dass es total Nische und subjektiv ist. Wenn du jetzt hier bei YouTube irgendwie die besten Rollenspiele aller Zeiten eingibst, wird nicht einmal Nier vorgekommen. Nicht einmal. Finde ich komisch. In meiner Bubble ist das super. Bei Google ein die besten Spiele. Was? Also in meiner Bubble ist das auch ein heiliger Gral von vielen. Ich kenne so sehr viele, die das richtig, richtig, richtig hart feiern. Es ist ein Spiel, wenn du es feierst, dann feierst du es richtig hart. Und dann ziehst du dafür genau, den Krieg. Genau so. Aber ich kann objektiv verstehen, dass man da auch auf der Sicht, dass du sagst, es, natürlich, andere Spiele sind rollenspieliger. Auf jeden Fall. Mhm. Ne? Und als bestes Rollenspiel der Zeiten, da würde ich auch sagen, oh, schwer, schwer. Als bestes Spiel aller Zeiten, hey. Ne? Und als bestes Jansel-Spiel aller Zeiten, hey, klar. Es spiegelt mich sehr gut. Es ist genau der Scheiß, den ich will. Emotional, narrativ, komplex. Geil aufgebaut, geile, tolle Dings und richtig dumm teilweise auch. Es hat ja auch richtig dummen Pipi-Humor manchmal. Ne? Den kenne ich noch, ja. Ja.
Also ich hoffe auch. Was sagt auch, der Chat denn überhaupt? Ich habe jetzt nur, ich ja, musste immer meinen Monolog konnte ich nicht so nicht. Es gibt ein paar Leute, die es auf jeden Fall sehr, sehr hart feiern, definitiv. Es gibt auch, also viele, die so sind wie ich, die den Teil einfach nicht richtig spielen konnten und die sich auf das Remake freuen. Das ist das Beste, was passieren kann. Bitte gerne öfter mal für solche Spiele ein Remake machen. Und Reimagination, wie man es nennen will. Wie gesagt, ich finde es halt wirklich. Weil der Fabian zum Beispiel, der hat es auch so geliebt, dieses Spiel, diesen Teil. Also ich verstehe das halt so. Ich kann das schon nachvollziehen. Halt so, ich würde so gerne die Sachen spoilern, aber dann nimmst du halt alles weg. Und gerade jetzt mit dem Remake kann man nicht sagen, ich werde es ja eh nicht mehr spielen, weil viele werden es jetzt machen. Und es ist halt so eine coole Sache. Und es ist, wie gesagt, ihr habt es vielleicht in Nier Automata erlebt, aber es ist ursprünglich in Nier passiert. Das ist, viele, die Nier gespielt haben, verteidigen. Auch der Soundtrack. Viele Remixe also viele Songs aus Nier Automata sind Remixe von Nier. Mhm. Obwohl Nier Automata noch viele eigene Stücke hat, aber einfach gut. Du machst gerade weiter. Ich hab gezogen schon. Ja. Mein Platz 4. Was habe ich denn eigentlich auf den ersten drei Plätzen? Das ist irgendwie. Ich weiß auch, was soll denn da noch kommen? Ja, das kommt bei mir auch. Welcher Teil? Eins? Ich kann die auch irgendwie schwer trennen. Okay. Ich habe zwei bei mir. Also ich liebe beide. Ich ist super schwer. Ich liebe auch drei, ganz ehrlich. Ich spreche meine Lanze. Ja, ich muss das als Trilogie auch sehen irgendwie. Das Ding ist ein Spiel, also, ganz ehrlich. Für mich ist der erste Teil Rollenspiel-Liga. Ja, also auf jeden definitiv. Fall. Und das war auf auch sowas, Fall. Was mich ja auch wirklich in diese Spielereihe Mass Effect reingebracht hat. Ich habe davor Sci-Fi-Spiele eigentlich eher selten gespielt. Und bei Mass Effect hat das plötzlich so einen ganz, ganz so einen Rums gemacht. Und ich habe plötzlich alle Codex-Einträge gelesen und habe mich da richtig reingebissen in die Welt. Und ich fand halt beim ersten Teil zum Beispiel viel, viel geiler als bei den anderen Teilen, wie die Citadel als wichtigstes zentrales Punkt und Handelsknotenpunkt der Galaxie gesehen worden ist und wie die einzelnen Botschafter der Rassen miteinander gesprochen haben, die, weiß nicht, die Elkor mit denen, was weiß ich was, ne? Also, dass die Rassen und die Welt mehr im Vordergrund gestanden sind. Das war bei den anderen Teilen leider nicht mehr der Fall. Da war es mehr so ein lineareres, gestreckteres Action-Rollenspiel, was nicht bedeutet, dass ich die nicht umso mehr genauso liebe, weil hier der Kampf, also das Kampfsystem deutlich besser war. Es war super fetzig, hat Bock gemacht und es war episch, der Soundtrack und so. Ich mag eigentlich alle Teile. Ich habe jetzt mal den ersten jetzt mal demonstrativ dafür genommen, weil der für mich wichtiger war. Ganz ehrlich, im Gegensatz zu allen anderen Spielen, die wir haben, sind diese drei Spiele ein großes Spiel. Ja. Und das habe ich heute auch im Video gesagt, es ist ja sogar teilweise wichtiger DLC kostenpflichtig dazugekommen. Da siehst du mal, wie das Spiel zerhackt wurde. Ein Charakter war DLC, Pre-Order-DLC bei Teil 3. The Arrival, dieser DLC, der war auch kostenpflichtig. The Leviathan habe ich gespielt, den fand ich ultra geil, den DLC, mit dem Unterwasser-Reaper. Und so, und deswegen ist es eigentlich gut, dass dieses Remake kommt, also zumindest für den Spieler, weil man dann das Komplette in einem Rutsch durchgehen kann. Und weil diese Spiele, finde ich, narrativ aufeinander aufbauen und zusammengehören, du kannst halt Teil 2 auch nicht ohne Teil 1 spielen, genau. bin ich bereit, das als eine Trilogie hier aufzusetzen. Mhm. Weil das ist einfach, du kannst nicht eins spielen und die anderen nicht. Also dieses Spiel hat einfach so auch bei mir einen ganz, ganz krassen Sogfaktor angenommen. Ich habe die ganzen Quests gemacht, diese Verbündeten auf seiner eigenen Normandie, so mit denen gequatscht und in den Aufzügen die Dialoge gelauscht. Also ich habe wirklich alles versucht mitzunehmen. Der Reporter in die Fresse gehauen. Ja, auf jeden Fall. Aber was ich halt bei Mass Effect kritisieren würde, ist, dass sie in keinem, also in jedem Teil, finde ich, hatten sie immer Luft nach oben so. Also beim ersten Teil waren die Marco-Missionen unfassbar langweilig. Ja, die waren und die Planeten. Dann beim zweiten, dritten Teil das Planetenscannen und sowas. Und das gab immer wieder so Momente, wo Ding, aber wenn die Galaxiekarte aufgemacht wird und ich diese Musik höre, dann kriege ich Kribbeln überall in meinem ganzen Körper. Ganz ehrlich, wenn am Schluss du als Commander Shepard eine eigene Motivationsrede geben darfst, ich habe mich gefühlt wie Mel Gibson in Braveheart, obwohl das total jetzt so, wenn du das anguckst, ist das so, ne, nett, aber in meinem Kopf, das war so. Also, und dann machst du diese Mission und schickst die Leute da und Die Suicide-Mission am Ende von Teil 2, wie ich da gerade aus, und Teil 3 mit der letzten Schlacht und wo die alle dann Verbündeten kommen, ich saß da und es war unfassbar, ich war richtig die drin. Über Teil 3 sagen, was du willst, aber der hatte richtig gute Quests. Mit Morden auf dem Tower, das war richtig gut. Mit der Queen, mit der Arachne Queen, der Quest war richtig gut. Und wenn du im ersten Teil die überleben hast, das, ne, natürlich.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir ist. Das ist halt so, bei 3-3 war aber auch so manches ein bisschen schade, weil sie zum Beispiel, ich war ja so involviert, dass ich solche Sachen wie die Genophage und sowas, was die Salarianer gegen die Ja. Kroganer empfunden haben und so, da war ich so involviert und dann war das in Teil 3 einfach mal so, jo, wir verzeihen dir und ein Hak und fertig, so, Ja. ah, da kommt schon, da muss er ein bisschen mehr, so ein Happy End hätte ich jetzt nicht gewünscht. Bei mir war das Problem, dass meine Love Interest in Teil 2 Jack war und in Teil 3 hat die, spielt die quasi nicht mehr mit. Die hat so Ja, einen die ganz hatte so kleinen, eine die Nebenrolle, ne? leitet da irgendwie dieses Waisenhaus und ganz zum Schluss, wenn es in die finale Schlacht geht, kommt sie einmal noch so, ja, ich liebe dich über alles. Hab dich jetzt zwar irgendwie nie wieder gesehen nach Ja, dem Motto, eines der interessantesten tschüss und Charaktere, finde ich, Jack. ja, finde ich Also auch. super, Deswegen super habe ich die auch Schicksal. ergattert. Und ja, das hat mich so ein bisschen im dritten Teil dann so, ja. Und Teil 1, ich sag mal, ohne jetzt zu viel zu spoilern, Team Caden oder Team Miranda? Ashley, sorry, ne? Ashley Williams war sie und ich hasse solche Momente, wo du dich für einen entscheidest, aber ich habe Team Ashley genommen. Hat hier irgendjemand anderes was anders entschieden? Ja, ich denke, ich dachte, For the Horde ist Team Alle, die ich kenne, Keine. haben Ich immer. dachte, For the Horde ist Team Keine, oder? So, ja, da ist die Platz 4, pack rauf, erstmal, würde ich sagen. Ja, okay. Definitiv. Aber als Trilogie, sind wir uns einig? Ja, als Trilogie. Ich Okay. mach jetzt mal Trilogy. Sonst wäre es bei mir ganz, dann würde ich ganz klar 2 sagen, aber würde ich für kämpfen. Aber Trilogie geh Ich ich kann nicht konform. Kämpfen für Teil 1 und Teil 2, weil eigentlich Mass Effect alles super ist. Ja, Deswegen. genau, aber. Mich hat es ein bisschen in Teil 1 gestört, dass du mit Knarren auf jemanden geschossen hast und deines Erachtens getroffen hast, aber da es halt sehr RPG-lastig war, hast du halt nicht getroffen. Das hat mich teilweise echt genervt. Ja, aber sagst du, der KOTOR in der Liste hat, was denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Und Aber das hat hey, mich voll genervt, BioWare. aber KOTOR, super Spiel. Also. Das war die Illusion, da ist ja alles Illusion. Okay, jetzt kommen wir in meine Top 5. Wir haben ja gar keine Plätze mehr frei. Jetzt fliegen Sachen, Alter. Jetzt fliegen da Sachen Alter, raus. Vampire the Masquerade, was ist denn da los, Mann? Das ist so ein cooles Spiel. Tschüss, Leider Vampire. ziemlich Tschüss, verpackt und tschüss, verbaut. tschüss. Ja. Jetzt geht's raus. So. Ei. Platz 4, Chrono Okay. Trigger. Oh, das muss rein. Ich habe schon Es meine ist erweiterte das Liste. rundeste JRPG überhaupt. Dieses Spiel macht alles richtig und quasi nichts falsch. Es hat eine schöne Story, es hat eine Zeitreise-Story, die ich unglaublich super fand. Tolle, legendäre Charaktere, großartige Musik. Es ist nicht zu lang, es geht 25 Stunden. Wenn du willst, kannst du aber trotzdem mehr machen, weil das hat irgendwie, keine Ahnung, 20 Enden oder so. Du kannst auch, Spiel so, wie du willst. kannst du den Endbus direkt am Anfang schon angehen, Kann wenn du man auch willst? machen, ich weiß nicht wie, aber habe ich auch schon mal gehört. Ja. Ne? Es hat keine Random Encounter. Es hat keine Random Encounter. Du kannst die Gegner auf der Karte sehen, kannst sie umgehen. Ich fand das Kampfsystem super, wo man irgendwie Spells miteinander verbinden konnte. Der eine hat so einen Feuerball, der andere kann sich drehen. Machst du beides zusammen zu einem Combo-Move, dann hast du so einen spinnenden Feuerschwall-Dings. Und es ist einfach ein rundes, perfektes Rollenspiel. Wenn ihr ein JRPG spielen wollt und mal reinkommen wollt, dann ist es Chrono Trigger. Und ja, wie gesagt, ich liebe die. Oh, es hat auch so schöne, geile Momente, kleine Story-Momente. Ich liebe es zum Beispiel, dass diese Zeitreisemechanik auch irgendwie eingebaut wird. Dann hast du da irgendwie Nebenquest, wo ein Wald wieder aufgebaut werden muss. Und dann hast du halt dein Partymitglied Robo, was ein Roboter ist, setzt du halt in der Vergangenheit aus und holst ihn in der Zukunft ab. Und der hat halt in den 400 Jahren einen Wald aufgebaut. Und das ist halt total cool gemacht. Und Frog ist einer der interessantesten Charaktere überhaupt. Und ich liebe es bis heute, wenn der mit seinem verfickten Masamune-Schwert einen fucking Berg in zwei Teile haut, um den Weg frei zu machen. Das ist so episch inszeniert und mit der geilen Mucke. Das hatte ich früher als YouTube-Intro, die Musik, ey. Was ich so cool fand. Also, Ja. ich habe Chrono Trigger in einer erweiterten Liste. Aber auch nur deswegen, weil ich es nie durchgespielt habe. Ich habe es damals das ist auch so eines dieser dummen Geschichten, ich habe es auf der Arbeit auf dem Emulator gespielt, klang heimlich, ohne Sound. Aber ich fand es Oh, geil. das Haut, oh, das tut Ja, das ist weh. halt total, das Teil ist halt scheiße, was soll ich machen? Das ist so ein Titel, den ich auch gerne irgendwie nochmal nachholen will, wie Ja. viele 16-Bit-RPGs. Also ich habe jetzt schon Suikoden und Grandia, also ist ja 32-Bit Also, Grandia, glaube ich. Chrono Trigger, mach, weil 20 Stunden bist du durch. Ne, Ja, oder so. Chrono Das ist Trigger wird es echt dann gut wahrscheinlich am Ende werden. machbar. Aber das geht ja auch, glaube ich, nur. Gibt es eine DS-Version, oder? Oder eine 3DS-Version? Oder wie Ja, war das? es gibt eine DS-Version, es gibt auch eine PS1-Version, aber nur eine US-PS1-Version. Ja, Die ja. haben sogar noch so eine kleine
Cutscenes dabei, also so animierte Sequenzen. Da ist, kommt die Bergszene nochmal geiler. Aber gerade die DS-Szene finde ich so nicht mehr so charmant. Dieser 16-Bit-Art-Style ist halt auf dem Super Nintendo doch geiler. Ich habe es damals auf der Wii Virtual Console gespielt. Also das war... Ja, ich muss da nochmal ran. Ich weiß nicht, ob es das auf der Switch gibt oder so. Und du kannst ja auch nicht mehr einkaufen auf der Switch, aber auf der Wii. Ich habe Gott sei Dank den Download noch, aber... Ich weiß nicht, kann man das auf dem Dings machen, auf dem DS, auf dem USB-Stick, Download, kann ich den zuschicken oder so? Geht das? Nee, ich gucke einfach mal, ob ich es irgendwie besorgen kann, dann werde ich mich nochmal melden vielleicht noch so, weil ja. Ich würde sehr gerne das nochmal zocken und... Und das ist ja auch so witzig, weil ja Chrono Trigger ist so perfekt griffig und alles ist so, hat seinen Platz und ist genau richtig. Und dann kommt Chrono Cross, wo einfach... alles überkompliziert ist, vom Kampfsystem okay, ja. Bis zur Story. Das habe ich mich immer gefragt, weil ich liebe den Soundtrack von Chrono Cross. Der Chrono Cross, oh ja, auf jeden Fall. Ja. Spiel ihn aber nicht bei YouTube, kriegst du sofort einen Strike. Echt? Ja, ich habe da immer, ja, bei mir, also das heißt Strike, aber kriegst du... Timescar, oder wie das heißt? Genau, ja. Bei Timescar habe ich mal ein Problem gekriegt. Uiuiui, super. Habe ich sofort ein Dings bekommen. Einer der besten Songs aller Zeiten, würde ich sogar sagen, fast schon sagen. Ja, schwierig, ich bin leider so was die 16-Bit-Ära angeht, so ein bisschen... Ich habe bei mir Chrono Trigger vor Final Fantasy VI gewertet und weil wir auch noch Final Fantasy, wahrscheinlich auch noch vielleicht noch ein anderes Final Fantasy kommen kann, da muss schon Chrono Trigger vor 6. Irgendwie, es muss schon mit vorne rein. Ich weiß, du hast es gar nicht. Deswegen ist es wieder schwer zu argumentieren. Ne? Aber ich würde schon sagen, dass Chrono Trigger mir für mich mehr Rollenspiel ausmacht als Nier Automata. Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Ich würde es auch vor Xenoblade setzen, ganz klar. Der Impact, den das hatte. Ja, ich weiß, es ist schwer, weil du es nicht gespielt hast. Aber wenn du mal den Chat fragst, Xenoblade Chronicles oder Chrono Trigger... Alter, das ist aber schon hart. Also Xenoblade Chronicles auf 1 hat schon... Ja, das ist halt so, Chrono Trigger, boah, schwierig. Ja, ich mag ungern ein Spiel dir aufzwingen, dass du nicht gespielt hast. Das habe ich jetzt schon mit Nier gemacht. Dann gebe ich dir das, ne? Dann mach es auf 7 oder auf 8 und setz den Rest runter, ne? Okay. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Oh, habe ich jetzt alles markiert? Ja, ich glaube schon. Ja, aber wie gesagt, objektiv wissen wir alle, dass Chrono Trigger Xenoblade Chronicles ist. Das ist schwierig. Ich glaube, das ist so ein Spiel, das mögen beide Leger so. Das ist, glaube ich... Und wenn du das gespielt hast, magst du das. Wenn du das gespielt hast, magst du das. Und wenn du beide gespielt hast, magst du beide. Ja. So. Da kann man das schwer vergleichen. Also Chrono Trigger, klassisches, knackiges 16-Bit und Xenoblade. Überladenes, krasses, aber trotzdem geiles. Beide richtig gute Soundtracks. Naja, dann hau doch mal ein Top-5-Spiel raus. Okay. Oh, das ist mein Platz 2. Das wird jetzt richtig. Jetzt ist mein Platz 2. Jetzt wird's richtig. Jetzt wird gefickt. Persona 5. Persona fucking 5. Es ist für mich, hat es alles überholt. Es ist für mich das beste JRPG aller Zeiten. Echt? Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe lange überlegt. Ohne Scheiß, ich habe schon lange nicht mehr erlebt, dass mich so ein Spiel. Bei Xenogears. Boah, da muss ich kurz einspringen. Da schreibt gerade jemand, bei Xenogears ist er dabei. Xenogears, ganz ehrlich. Also, ich habe Persona 5 Royal. Ich bin ja immer noch dabei. Ich bin im Royal-Content. Ich muss aber sagen, ich habe schon lange nicht mehr so ein Spiel gehabt, wo es eigentlich fast nichts gibt, was ich kritisieren kann bei JRPG. Also, ich mag das Kampfsystem mit den Schwächen, mit den Techniken, mit den Gruppen, die man wechselt. Es gibt kein stylischeres Spiel als Rollenspiel als Persona 5. Die Menüführung, die Charaktere, die Anime-Sequenzen, dieses coole, stylische Rumhängen in der Schule, diese Social-Dinger. Also das ist ein Ding, das hat bei mir alles ausgelöst. So, das ist wirklich, und ich habe anfangs, die quatschen viel. Dass ich kritisieren kann, die quatschen viel. Die quatschen manchmal auch zu viel. Es gibt jedes Mal irgendwo einen Moment, wo du denkst, okay, das müsst ihr jetzt auch noch nicht mal wiederholen, das haben wir schon gehört. Die reden viel. Aber... diese Paläste sind so dermaßen abwechslungsreich. Da gibt es Paläste mit Rätseln, da gibt es Paläste, wo du schleichen musst. Manche nerven, manche sind geil, aber es ist fast schon wie so ein Dungeon von Zelda. Weißt du, da gibt es halt Dungeons, die passen dir eher und manche nicht. Das Sammeln der Personas das Fusionieren und wo du dann bestimmte andere Personas fusionierst, fast schon wie so ein Pokémon.
Das habe ich richtig, richtig hart gefeiert. Hätte ich niemals gedacht, als ich es angefangen habe vor ein paar Tagen. Tagen nicht, vor 3 Wochen oder so. Krass, ey. Ja, das ist wirklich. Ich kann an dem Spiel fast Und nichts das falsch heißt, du hast sagen. es ja auch noch nicht durchgespielt dann, oder? Nee, ich bin wirklich bei 100 Stunden und kurz vorm Ende. Und Boah, da fehlt der mir schon, jetzt. das ist ja Ja, das ist krass. ein. Das ist, also ich bin, glaube ich, nicht, ne, 95 Stunden oder so. Boah, ey. Es ist halt wirklich einfach. Also, ich muss natürlich dazu sagen, ich habe. Ja, Flocki, ich halte mir öfters mal die Untersetzer. Weil ich kann doch nicht ahnen, dass ihr mir alle zuguckt, wenn ich hier diese blöden Untersetzer mal kurz ins Gesicht halte. So, dann muss ich noch kurz sagen, Xenogears, Alter, ich spiele gerade Xenogears. Aber die Story, Leute. Was soll der Scheiß, ey? Das Kampfsystem ist echt cool und ich liebe die Welt und die Musik, aber die Story, ich bin gerade in Disc 2, Stunde 60. Leute, und ich feiere Spiele wie Xenoblade Chronicles und Nier, aber Xenogears, mehr dazu irgendwann mal bei mir auf dem YouTube-Kanal. Egal, Persona 5 habe ich gespielt, den ersten Palast. Dann habe ich es irgendwie aus den Augen verloren und bis heute nicht mehr weitergespielt. Und ich finde es immer krass. Es hat schon fast so ein bisschen Dark Souls-Vibe, weil das war auch immer so: Oh, Dark Souls habe ich nicht gespielt. Und dann spielt das auf einmal irgendeiner: Boah, Dark Souls! Dann ist man so verloren. Und das ist immer bei Persona 5 auch so: Alle spielen das und dann irgendwann so: Boah, Persona 5! Ja, es Irgendwie hat ist. es bei mir noch nicht Klick gemacht. Ich, was bei mir wirklich einen ganz, ganz großen Auslöser gemacht hat, war halt wirklich Royal, weil Royal deutsche Übersetzungen hat. So, ich hab Persona 5 schon zum Release gespielt und weil die hier so viel reden und das ist ein 100-Stunden-Rollenspiel, so ich kann nicht 100 Stunden englische Textwalls haben, so dass irgendwann mal baue ich geistig ab. So gut ist mein Englisch dann doch nicht. Und bei Royal hast du alles vertont und nicht vertont, sondern alles übersetzt und auch gut übersetzt, wirklich eine gute Übersetzung und noch den Zusatzcontent, der, wie ich finde, sehr, sehr gut reinpasst. Und ey, ohne Scheiß, also das hat bei mir richtig reingehauen. Selbst andere Spiele im JRPG-Genre haben da kleinere Schwächen. Kleinere Schwächen, aber das hat wirklich. Diese Irgendwie. Party, diese Leute, die da sind, so, Ja. egal, wenn du hast, es gibt, und das ist das Coole, wenn eine Party so bunt gemischt ist, dass andere eine sagen, ich finde den am besten, andere sagen, die finde ich viel sympathischer und so. Und das ist halt bei Persona so. Da gibt es halt. Ich kann aber irgendwie mit jedem irgendwas anfangen. So, jedem kann ich irgendwas anfangen. Keiner nervt oder ist irgendwie. Oder blöd oder so. Also, das ist dann das Schöne, wenn du dann plötzlich ein richtiges empathisches Gefühl hast für die Charaktere und du denen auch wirklich helfen willst, so. Ich glaube natürlich, dass das Spiel schon eine gewisse Qualität hat und alles und es macht ja auch Spaß. Aber irgendwie macht für mich dieses Setting nicht so Klick oder so. Boah, das Die finde ich auch super. Gesamtstory, diese, irgendwie sehe ich das dann noch nicht. Ich seh mich da einfach nicht drin, wie man so sagt. Ich weiß nicht warum. Ich will denen auf jeden Fall noch eine Chance geben. Ich habe es mir auch, wie gesagt, jetzt nochmal die Royal Edition extra nochmal geholt. Und es gehört irgendwie auch, finde ich, zum Grundwissen dazu, zu Rollenspielen. Wie gesagt, mich schrecken die 100 Stunden ab. Aber ja, ich kann wenig jetzt dazu sagen, also, ne, platzierungstechnisch. Ne? Ich Natürlich, weiß, dass das eines der höchst bewertetsten Spiele aller Zeiten ist. Und das Problem ist halt natürlich, ich spiele es gerade und ich lese auch gerade, es ist noch sehr frisch, das stimmt, es ist sehr frisch. Aber ich habe schon versucht, das so zu sehen, wie ich es in 5 Jahren sehen würde. Und ich muss zugeben, ich könnte jetzt nicht sagen, ich glaube sogar, dass Persona 5 nochmal eine ganz, ganz krassere Nachwirkung haben wird, als es jetzt schon hat. Also. Es hat sogar irgendwie auch Persona. Ich weiß, Persona 4 Golden zum Beispiel auf der Vita. Oder PSP war das? PSP, oder? Weiß ich gerade nicht. Golden war auf der Vita, die Auf der Vita normalerweise war auf der das. PS2. Das hat auch sehr, sehr viele Fans und so. Ja, Aber das hat super viele Fans. genau, ich glaube, Persona 5 ist auch so wie bei Final Fantasy 7 so der Teil, der eben so die Masse mehr abgeholt hat, weil halt Persona 5 eben im Westen auch viel krasser beworben worden ist. Und deswegen. Auch ein super Spiel und deswegen ist es, wie ich finde, wie bei Final Fantasy VII, ein Teil, der wichtig ist für dieses Genre. Nee, das hat nicht den Impact eines Final Fantasy VII oder Dark Souls, also. Nee, nicht für die Reihe, meine ich jetzt. Nicht Ach für das so, Genre, für ja. das Genre nicht. Wo Nein. würdest du es? Du hast es ja ziemlich weit oben platziert, ne? Ja, ich muss schon überlegen.
Wo würdest du es denn jetzt haben wollen? Weil, oh, Ich also. hätte, das ist schwierig, weil jetzt musst du Spiele miteinander vergleichen, die eigentlich nicht vergleichbar sind. Mass Genau. Effect ist einfach auch pure Liebe. Du hast aber Persona 5 nicht gespielt, wie ich Nier nicht gespielt habe. Deswegen würde Genau. ich das eigentlich. Ob das jetzt hinter Pass Nier oder auf, vor Nier wäre. ja, aus dem Grund, weil du Gothic 2 so weit nach oben bist. Gothic 2 war bei mir nur 15. Und ich gebe dir jetzt nicht Gothic 2 auf der 2 und Persona 3 auf der 5. Weißt du, Hä, weil das also. bei mir. Achso, Dann, dann also 4, wenn du meinst, wenn dir das so wichtig ist, dann gebe ich dir die 4. Wenn du sagst, das ist besser als Mass ja, Effect. aber Nier habe ich ja gar nicht auf der Liste, obwohl ich das gespielt habe. Aber gut, ich hab's nicht durchgespielt. Das ist eigentlich Persona 5, ja, da okay, aber fehlt in Persona was. 5 kannst du jetzt auch nicht sagen, dass ich das großartig gespielt habe. Das war halt. Ne? Ja, okay. Ah, Also, okay, ich ah, sag mal so. boah, ja, okay. Ich mache mich ja lächerlich, wenn ich jetzt Nier vor Persona 5 allgemein, wenn jetzt als Rollenspiel und als JRPG, ja, okay, dann pack es. Aber ich hab's. Ich habe halt keine Meinung wirklich zu Persona 5. Ich muss ganz kurz überlegen. Wir haben The Ja, Witcher 3 oder auf Platz 1. ich bin dann auch dafür, denn, also ich muss nicht beide Niers in den Top 10 haben. Ganz ehrlich, ne? Wir können wir Nier Automata aus meinen Augen, auch wenn du das besser findest, weiter nach hinten packen und Nier aber drin lassen. Aber ich bin dann auch bereit, Nier weiter nach unten zu setzen. Aber ich möchte schon einen Nier, weil es halt in den Top 10 haben. Es müssen aber nicht beide drin sein. Da bin ich auch, also, dann pack lieber nochmal Final Fantasy VI weiter höher oder sowas. Da ist mir denn sowas wichtiger. Ich weiß aber nicht. Ja, okay, jetzt müssen wir jetzt klären, wo jetzt Persona 5 kommt. Ich nehme jetzt Persona 5 auf die 4 und setze jetzt den Rest runter und dann können wir noch mal weiter verschieben, weil du Boah, da jetzt. fliegt Bloodborne raus, ne? Aber ist okay, weil wir Dark Souls Ja, drin haben. Bloodborne fliegt Das zählt raus, halt. weil das eh beim Okay. RPG-Thema sowieso ein bisschen kontrovers Okay. ist, nehme ich mal. Gut. Ja, ist halt bei Nier Automata auch. Deswegen, aus dem Grund. Ich weiß, du magst es lieber, ne? Ja, aber Deswegen. das liegt aber auch nur daran, dass ich habe Nier 1 nie richtig gespielt, ne? Das muss man dazu sagen. Genau, aber ich habe Persona 5 auch nie richtig gespielt. Aber wir müssen nicht beide Niers drin haben und das ist. Okay. Okay. Wollen wir erstmal weitermachen? Bin ich dran oder du? Ich bin Ja, dran. du bist dran, ja. Wir müssen gleich nochmal ein bisschen gucken. Ich hoffe. Okay, Oh, können das wir ist mal Mass lassen. Effect, Platz genau. 5, Mass Effect 2. Dann machen wir weiter. Es müsste jetzt noch auf jeden Fall noch einmal The Witcher kommen. Oder Dreh mal um. Platz 2, Final Fantasy 8. Ist auch ein persönlicher Platz. Ja, das ist Und ja das ich hab's Problem. taktisch gewählt, weil ich das Spiel einfach liebe. Und ich finde, Final Fantasy 1 muss schon ganz weit nach oben. Ich weiß nicht welches, aber 1 muss nach oben und ich liebe Teil 8. Ich weiß auch nicht warum, ich habe es schon oft erklärt, es ist einfach, der hat bei mir einen wunden Punkt damals getroffen. Er hat das gehe ich heute immer noch, da verteidige ich bis zum Tod, die besten Soundtrack der Reihe. Und Doch, kann ich ich, voll wie gesagt, ich nachvollziehen. weiß um die Schwächen des Spiels, ne? Das ist die Story hinten raus. Nicht, also. Und dass manche auch nicht mit den Charakteren nicht klar kam. Das ist Kampfsystem, das sehr komplexes Kampf- und Up-Level-System mit den Zaubern, dass man die immer raussaugen musste und dass gleichzeitig auch Stats waren, dass das viele gestört hat. Aber ich habe das demonstrativ jetzt mal für die Final Fantasy-Reihe hereingepackt. Was ist denn deine Meinung? Für mich sieht es ja gerade so aus, als wenn du nicht so weit Oh, vorne das, hättest, sondern naja, das gar nicht in der Problem ist Liste. wirklich, also ich liebe dieses Spiel. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich habe sehr, sehr viele Erinnerungen dran und das ist das, was ich ganz, ganz klar nochmal betont habe. Nostalgie habe ich dieses Mal ausgeklammert, versucht es auszuklammern, weil Okay, Final Fantasy dann VIII hat ja, okay. leider, leider die komplexeste Systematik mit den Draw und solche Geschichten. Es hat leider, leider die schwächste, nach hinten raus schwächste Story. Sehr konfus und auch sehr löchrig. Naja, Das geh ist, ich mit, und das alles habe ich mit. selbst als, weiß ich, Siebenjähriger gecheckt schon. So, dass das irgendwie nicht logisch ist. So. Und ich wirklich, ich liebe an dem Spiel sehr viel. Ich mag Squall. Ich weiß, viele mögen ihn nicht. Ich mag aber Ja, seine ich mag den Entwicklung. auch. Ich mag seine Entwicklung, dass er halt eben der Badass-Scheißer und der möchte jetzt mit niemandem irgendwas zu tun haben. Und dann später wird das halt, entwickelt er sich. Genau. Ich mag Triple Triad. Ey, don, 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 don. Und ich sitze dann mal da und denke mir, geil.
wirklich, ich liebe Balham Garden und diese ganzen, dieses Squad hieß das, glaube ich, ne? Wo sie so ausgebildet werden. So geil, wirklich so geile Momente. Aber einfach nur, wenn ich andere... Ja, also gebe ich dir. Wenn wir sagen, von den besten, sowohl von der Mechanik her, als auch von der Wichtigkeit, ganz klar. Ey, da ist es kein Top-Ten-Spiel. Das ist meine persönliche Empfinden. Bin ich bereit, es weiter hinten zu packen. Wir haben halt aber auch schon zwei Final Fantasies drinne. Und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht sogar noch was kommt. Ich weiß es nicht. Aber... Ich muss wirklich sagen, das tut jetzt wirklich weh, wenn ich sehe, dass das Lost Odyssey... Bringt das irgendwas in diese Top 20, das Spiel, der Soundtrack? Alleine für den Soundtrack würde ich es schon hinten noch irgendwie reinpacken. Ja, aber da sieht Detail auch einen geilen Soundtrack, und der 9. auch und der 10. auch. Also der hat den besten Soundtrack, aber die anderen sind auch richtig, richtige Granaten von Final Fantasy. Okay. Das muss man doch schon, also, oder? Also willst du es rausnehmen ganz? Nein, ich persönlich habe es auf meiner erweiterten Liste. Das wäre so mein Platz 16 zum Beispiel, könnte man sagen. Also das ist so okay. Ich liebe dieses Spiel, wirklich. Ich liebe dieses Spiel. Ja. Aber wenn ich jetzt das so, wenn ich so diese ganzen Spiele sehe. Ich gebe dir das auf jeden Fall, was du argumentiert hast. Es muss nicht so weit vorne. Und wenn wir das. Ist es besser als Grandia? Das ist schwer. Ich würde es, glaube ich, lieber spielen wollen, wenn du mir jetzt beide... Das ist super schwer. Das ist wirklich super schwer. Also, na klar, ich finde es schon ein bisschen besser als Grandia, muss man sagen. Ja, finde ich jetzt persönlich. Aber das ist halt wirklich sehr subjektiv. Ne? Ich muss aber sagen, wenn wir jetzt ein Final Fantasy 8 so weit nach hinten setzen, dann würde ich ein Final Fantasy 7 über Mass Effect setzen. Einfach... Es sei denn, es kommt noch. Ich weiß ja nicht, was bei dir noch kommt. Ja, das aber kommt. Aber also ein Final Fantasy muss schon irgendwie, wenn du über Rollenspiele redest, dann musst du das irgendwie schon, du musst diese PlayStation 1-Ära irgendwie da oben vertreten haben in der Top 5, finde ich. Durch ein Spiel, ne? Und das ist bei uns das, was am nächsten dran ist zurzeit. Ja, Teil 7 auf jeden Fall, ne? Meinst du, ja. Ja. Dann tauschen wir Mass Effect mit Final Fantasy 7. Wenn du das sagst, okay, ja. Ey, dann kannst du meinetwegen... Doch, das ist von mir ist okay. Dann kannst du Final Fantasy 8 irgendwie unten reinhauen. Kannst es gegen Kingdom Come Deliverance austauschen und Kingdom Come Deliverance rausschmeißen. Nein! Was ist denn mit euch? Es tut mir furchtbar leid, dass das keiner von euch gespielt hat. Willst du das? Dann schmeißen wir Lost Odyssey raus. Das ist ja, leider, Liste. Leider. Das tut mir ja voll leid. Also, Moment. So leicht lasse ich mich nicht kampflos. Lost Odyssey ist das beste Final Fantasy seit Final Fantasy X. Das ist Fakt. Das müsst ihr euch mal hinter die Ohren schreiben. Da kann von mir aus, muss ich sagen, du hast es nicht gespielt. Und wenn du hast es doch gespielt, oder? Ich hab's gespielt, klar. Ich mag auch Lost Odyssey. Ich muss sagen, Lost Odyssey... Also aus der Prämisse, weil du Suikoden nicht gespielt hast, können wir das sogar... tauschen? Ein Klassiker. Da weiß ich nicht. Da kriegen wir... Welches Spiel würdest du jetzt hier von denen abgeben? Wenn ich jetzt zwischen 15 und 20 ein abgeben müsste, wäre es natürlich ganz klar Kingdom Come Deliverance. Danach wäre es für mich Fable, dann Lost Odyssey... Dann Suikoden. Dann also eins, was ich jetzt hier aus dieser Liste wirklich so, wo ich mich wirklich nicht so sehr trauen würde von meinen Spielen, wäre ja? Fable. Weil es ein ich liebe Fable okay. halt, aber irgendwie... Brauchen wir nicht rausschmeißen, können wir drin lassen. Okay. Ich finde es auch, weil es so schön ein bisschen so die Xbox repräsentiert, können wir es gerne drin lassen. Ne? Mhm. Also die ja. Ja, viel... So. Ja. Entscheide du, welches möchtest du rausschmeißen? Lost Odyssey oder... Was wissen, das finde ich ganz interessant, was der Deftone Tool schreibt. Was ist denn von den Spielen jetzt am schlechtesten gealtert? Gealtert? Ja, kannst du Final Fantasy 8 heute noch spielen? Ja, mit dem Remastered geht es. Geht es, aber nur mit den Komfortfunktionen so. Kannst du Lost Odyssey spielen? Ja, auf jeden Fall. Was kannst du noch? Lost Odyssey. Grandia kannst du immer noch spielen, das Kampfsystem ist großartig. Okay, kannst du Fable spielen? Bestimmt, oder? Habe ich auch schon lange nicht mehr gezockt, weiß ich gar nicht mehr. Suikoden 2 kannst du auch noch spielen. Obwohl, das ist so ein Spiel. Suikoden 2 kannst du natürlich spielen, aber um den voll zu genießen und auch alles rauszuziehen und alle 100 neuen Charaktere zu holen, brauchst du schon einen Guide, weil das auch so ein bisschen dich nicht führt. Aber... Hast du Grandia bei dir in der Liste gehabt? Nee. Ich hab's da nicht gespielt. Ich hab also nur ganz kurz auf der PlayStation 1 gehabt. Grandia ist für mich so ein... Ich möchte jetzt... schwer. Es ist schwierig. Ich weiß, dass alle mein Kingdom Come rausholen wollen. Das ist mir sowas von scheiße. Das verteidige ich. Das ist mir egal. Ich liebe das.
Können wir nicht, was ist denn da? Leute sagen, da fehlen ja noch. Ich habe hier noch einen Titel. Du hast, glaube ich, auch noch zwei oder noch so. In meiner wir sind noch nicht mal durch. Also, du kannst dich eh schon mal von Lost Odyssey eigentlich verabschieden. Ja, wahrscheinlich, ey. Boah, Leute. Es tut mir leid. Aber bitte, bitte, bevor ich das hier aus dieser Liste rausnehme, bitte merkt euch diesen Namen, kauft euch dieses Spiel. Es wird euch euer Leben verändern. Okay, wo packen wir jetzt Final Fantasy 8 rein? Ich liebe das Spiel einfach abgöttisch, also lass uns doch einfach mal das auf die 15 packen. Ich liebe es abgöttisch auf die 15. Ja, ja, okay, also abgöttisch im Sinne von, ich habe es halt wirklich aus bestimmten Gründen nicht hier drin und das ist auch wirklich, du hast es ja du selbst bestätigt. Wir haben es gesagt, weil es vielleicht im Kontext des Rollenspiels nicht so gut, also klar, es bringt da nicht so viel an den Tisch, es ist sehr viel Nostalgie und Subjektivität bei uns im Spiel. Und 6 das beste 2D Final Fantasy ist und 7 das wichtigste, ne? Ja, okay. Mach es da erstmal hin. Ach ja. Na gut, mach mal 15, oder was? Mach erstmal 15. Ja, ich lese auch ganz viele sagen, dass Lost Odyssey ein unfassbar gutes Spiel ist, besser als für die. Du kannst es auf der Xbox One spielen. Kauf es dir für die 360, für einen 10er oder was und pack es in die Xbox. Das geht, easy. Mach das, weil das ist wirklich ein. Ich guck mal, was kostet das? Herausragendes. Lost Odyssey. Warum google ich eigentlich für euch? Kosten 10er. Ganz ehrlich. So, ich ziehe. Du ziehst, okay. Oh, das ist mein Platz 5, das ist Xenoblade Chronicles. Oh, okay. Dann sehe ich den nächsten. Ich glaube, so viele habe ich gar nicht mehr. Ich habe nur noch eins. Vielleicht kommt da gleich noch was. Ja, das ist mein Platz Nummer 3. Final Fantasy. Ist es dein letzter Titel? Ich muss gucken. Hast du noch was? Ja, es ist mein letzter Titel. Es ist mein letzter Titel. Final Fantasy 10. Auf Platz 3. Ich habe nämlich auch noch einen Titel und ich weiß, was das ist und ich weiß, was es nicht ist. Und wenn du auch nicht warst, dann können wir uns aber gleich mit Machete auf eine tolle Diskussion ein. Gut. Final Fantasy 10. Okay. Gut. Es ist für mich, also ich habe jetzt auch versucht, wie gesagt, Nostalgie rauszuhalten und so weiter und so fort. Es ist für mich das rundeste Final Fantasy Abenteuer. So, es ist, die Geschichte ist rührend, die Figuren wachsen mir unfassbar schnell ins Herz, die Party, ihre Schicksale will ich irgendwie, ich will denen helfen. Das Kampfsystem ist das rundeste im ganzen Franchise. Der Soundtrack ist auch großartig, der Antagonist ist super und das Ende ist einfach nur absolut emotional. Also für mich, obwohl ich das Spiel, also obwohl ich Teil 7 und Teil 8 natürlich ganz, ganz stark in mein Herz gelegt habe, weil es halt eben sehr, sehr viele Kindheitserinnerungen irgendwie auslöst, aber der 10. Teil ist einfach der beste Final Fantasy Teil, wenn man jetzt wirklich so ein bisschen das runde Paket nimmt. So, das hat mir einfach unfassbar viel gegeben und deswegen Final Fantasy. Also ich muss natürlich auch sagen, Final Fantasy X hat mit Abstand das spaßigste und beste Kampfsystem. Ich finde das total cool. Es hat natürlich auch so ein bisschen Grandia-Einschlag, weil du siehst halt immer diese Leiste, wer wann angreift. Und ich finde, das hat dem so viel gegeben. Weil davor hattest du immer so Sachen wie Haste oder Slow, die natürlich schon irgendwas bewirkt haben, aber du hast jetzt wirklich gesehen, was es bewirkt. Auf einmal greift der vor dem an. Du konntest wirklich sehen und taktisch planen. Auf jeden Fall. Dazu dieses Austauschen der Charaktere, sodass du alle irgendwie immer benutzt hast, außer, wie hieß der Fellbär? Kurami? Ja, ach so, als Bodyguard war der ganz geil. Habe ich nicht benutzt, den habe ich nicht gehabt. Alle anderen habe ich benutzt, den nicht. Ne? Alle anderen waren cool, der nicht. Egal. ich mag 10 total gut. Ich habe es nicht reingenommen, weil ich wusste, dass du es nimmst. Es wäre bei mir so zwischen 15 und 20. Ich habe es aber auch so gesagt, ey, 4 Final Fantasy ist dann irgendwann auch zu viel. Ja, ich habe aber 6 halt nicht reingenommen und 9 auch nicht. 9 finde ich auch gut. Neun ist ein guter Spiel. Aber der 10. hat halt irgendwie, allein schon, was du sagst. Ich würde ihn aber auch eher in eine Liste der besten 10 Rollenspiele, würde ich ihn eher den Platz von Final Fantasy 8 geben, so weh es mir tut. Weil ich finde, es ist auch das beste PlayStation 2 Rollenspiel. Und wir haben hier sehr wenig PlayStation 2 Liebe, um da so ein bisschen Varianz reinzubringen. Bin ich auf jeden Fall auch dabei. Boah, allein schon diese Bestias und sowas, das fand ich geil. Das Sphero-Brett und sowas, das hat einfach in vielerlei Hinsicht jedes Final Fantasy übertroffen. Ich liebe wirklich 7 und 8 und auch 9 habe ich es wirklich viel lieber. Es war schon sehr linear, muss man sagen. Ja, das war witzig, weil 13 für das gebasht wurde, was 10 eigentlich auch schon war, nämlich ein sehr lineares Rollenspiel.
Ja, aber, außer, aber 13 eine... ist auch visuell sehr schlauchig. Du kannst auch nur diese Wege. Ja, okay, gehen. Vielleicht hat man das visuell nicht so gut gemacht. Ja, das ist doch egal. Das ist doch, das finde ich in Ordnung. Das ist ja bei, bei Chrono Trigger nicht anders, oder? Quatsch, wahrscheinlich, was ich sage. Ist ja egal. Ist wurscht. Ich finde trotzdem, dass der 10. Da hast du aber eine World Map, wo du überall hingehen kannst. Das ist bei Lost Odyssey übrigens genauso wie bei 10. Also, das ist auch so ein bisschen. Ist egal. Also, ich finde, so von der Gewichtigkeit. Es hat, ich glaube, eins der ersten Spiele, wenn nicht das erste, was Voice-Acting eingeführt hat in Rollenspiele in der Art. Das kommt aus dem Kontext. Das war, passt, er hat ihr, nein, das ist auch kein... Also ja, schon, aber so, das war halt irgendwie cringy McCringe. Ja, ne, aber so. Ich fand das immer nicht so schlimm, wie alle immer gemacht haben. Dann, es war unglaublich geil aus den Cutscenes und es hat ja auch so ein bisschen diesen Shift gehabt von, dass das immer so High-End-Grafikmäßig waren, die Final Fantasy-Teile danach. Die Story war cool, die Musik absolut groß. Ich gehe auf jeden Fall mit und wie gesagt, auch PlayStation 2 Liebe, dass wir das hier schön weit rein platzieren. Und wenn wir von den Besten reden, ich weiß nicht, wie, ob ich da jetzt andere um das. Möchtest du auch so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ich möchte so ein bisschen Varianz auch drin haben, dass es alles so ein bisschen abgreift. Und deswegen könnte ich jetzt hier auch auf Final Fantasy 8 verzichten, weil es wenig zum. Ich könnte natürlich auch auf den Kingdom Come Deliverance verzichten. aber was willst du denn sonst hier rausschmeißen? Also ich finde, was war das bei dir? 3, das ist ja ziemlich weit oben. Ja, es ist mein höchstplatziertes Final Fantasy, weil deswegen ist es wäre irgendwie komisch für mich. Habe ich eigentlich erwähnt, dass ich ein 8-T-Shirt anhabe? Hier nur mal Spoiler Alert. Also ich muss zugeben, dass ich es, also ich könnte mir nicht unter 6 ist unter 6. Unter 6? Also finde ich irgendwie schon, also kann ich irgendwie nicht mit leben, keine Ahnung. Weil für mich ist ja, das beste. Ja, aber dann müssen wir 7 austauschen, weil 7 ist zwar wichtig und das ist ja aber auch viel Nostalgie, aber so spielerisch, obwohl, nee, 7 lass mal einfach dann. Ja, ich hätte jetzt gesagt, also der 10. Ich habe ja auch noch einen Platz gleich. Glaube aber. Wir müssen sowieso irgendwie rutschen. Ja. Mein letzter Platz ist egal, weil es The Witcher ist. Wir sind quasi, das, was ich sagen wollte, das wäre The Witcher auf Platz 3 gewesen. Mhm. The Witcher 3, Platz 3. Dass jetzt nichts mehr Großes dazu kommt. Achso, du hast nichts mehr drin? Nein. Achso. Wir haben jetzt eine gewisse Spieleschmiede komplett ausgeschlossen. Hä, welche denn? Bethesda. Ja, hat aber bei mir auch, ich hab es in der weiteren Liste, kann ich ja gleich noch was dazu sagen. Ich habe gehofft, dass du irgendwie so Skyrim mit reinnimmst und hätte mich da auf Platz 15 bis, das war mein 15 bis 20 hätte weichschlagen lassen. Ich habe Lost Odyssey. Aber ich bin halt auch nicht der größte Fan von Skyrim. Ja, ich auch nicht. Ich mag es wegen seiner Atmosphäre, wegen seiner Welt. Ja. Aber es ist halt so leer und auch viel, ja, so viel, weiß nicht. Das Kampfsystem war auch nicht so geil und so. Ich weiß, was man dem Spiel zu verdanken hat. Und vor allen Dingen, weil es auch auf andere Genres so krass sich ausgewirkt hat. Ein God of War wäre nicht so, wie es ist, das Neue, wenn es nicht ein Skyrim gegeben hätte, weißt du? Diese Spielwelt als Erlebnis zu machen und so, das hat alles mit Skyrim zu tun. Aber es ist jetzt als bestes Rollenspiel hier, als wichtigstes, einflussreichstes, kein Thema. Also ich persönlich muss halt leider sagen, ich hatte es tatsächlich auf der 14. Ich habe das aber getauscht wegen für Lost Odyssey, weil Lost Odyssey mir doch mehr bedeutet. Und Skyrim habe ich dann halt auf der erweiterten Liste. So, ich finde Skyrim super, ich mag das Spiel. Aber es ist für mich als Rollenspiel hatte es nicht so einen großen Impact. Es ist ja, es ist komisch, weil zum Beispiel Kingdom Come dabei ist und das hat einen sehr ähnlichen Faktor, aber ich habe mit Kingdom Come einfach mehr Spaß gehabt, weil es einfach geilere Quests hatte. So. Leute, wir einigen uns jetzt alle außer Matthias, 17 ist Skyrim. Nee, ist mir egal. Aber wir haben ja noch, wo packen wir Final Fantasy 10 hin und wie geht's weiter? Jetzt müssen wir schon überlegen. Also Final Fantasy X ist Vegas fand ich auch besser als Skyrim. Also Final Fantasy X ist besser als Tales of Symphonia auf jeden Fall. Welches? Tales of Symphonia. Also Final Fantasy X ist besser als ja, auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, ich muss nicht 2 Niers in der Top 10 haben. Das ist, und ich weiß, ich habe mich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt, Nier da oben zu platzieren. Und es ist sehr, sehr persönlich. Ne? Und mir wäre es vielleicht auch insgesamt lieber, ein Final Fantasy Teil weiter oben zu haben. Also wenn, aber es ist halt schwer. 10 ist cool und alles, aber dafür ist denn 6 schon wieder zu weit hinten, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also tausch mal Final Fantasy 6 gegen Nier Automata. Okay, also die bauen tauschen wir schon mal. Also so ein 16-Bit-Klassiker, den will ich schon in der Top 10 sehen.
Oder? Oder was sagt ihr? Ah, da musst du ein Remake her, geht ja nicht. Zu viel Final Fantasy. Ey, also. Tut mir leid, aber das ist einfach für mich die Chrono beste. Trigger und Final Fantasy auf so eine Switch-Cartridge, wie sie das gemacht haben mit Final Fantasy 7, 8. Ey, wie geil wäre das? Und den Ja. Verbesserungen, obwohl du die bei Chrono Trigger nicht mal brauchst, wirklich. Also mach doch mal einfach noch was. Es Oder pack ist, also die. ich muss aber auch sagen, jetzt mal, wir haben jetzt zum Beispiel, ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich schwer, aber ich müsste jetzt rein theoretisch, ist Xenoblade Chronicles für dich besser als Final Fantasy X? Nö. Final Fantasy X ist da schon Dann größer. müsste das ja rein theoretisch vor Xenoblade Chronicles, also der 10. Ja, gehe ich mit. Gehe ich mit. Aber es wäre auch vor Final Fantasy 6. Ja, also ich sehe sowieso sowohl Chrono Trigger als auch Final Fantasy vor Xenoblade Chronicles, ganz klar. Ne? Meine Reihenfolge wäre Chrono Trigger, Final Fantasy, weiß ich noch nicht, und dann erst Xenoblade. 10 ist schon gut, Top 10 aller Zeiten. Würdest du Final Fantasy 6 auf die 8 setzen und die 2 1 runter, weil der sechste Teil für dich so eine Bedeutung Nee, hat? da würde ich Chrono Trigger weiter oben lassen. Also Chrono Hä, Trigger echt? ist einfach das Rund, es ist objektiv gesehen wahrscheinlich das beste JRPG. Du kriegst kein runderes Paket als ein besser als dieses JRPG aus dieser Ära. Klar ist jetzt Persona 5 hast du jetzt als JRPG so 16, also ne, aber so als diese 16-Bit-JRPGs, 2D-JRPGs, sag ich mal, da ist Chrono Trigger wirklich das perfekte runde Paket. Das muss man auch würdigen einfach. Das ist ein tolles Spiel. Ne? Es ist clever, es hat tolle Charaktere, tolle Momente, tolle Musik. Ja, das Schwierige, wo ich mich halt wirklich schwer tue, ist, dass ich, Also da ist Xenoblade noch für mich sei zu es jetzt bei groß. Xenoblade, sei es jetzt Ja. bei, was habe ich denn noch hier, Tales of Symphonia, das sind jetzt meine JRPG-Spiele, die in der Reihe sind. Viele von den Spielen haben für mich immer so kleine Macken und sowas, ne? Und Final Fantasy X ist einfach das, mit Persona 5, das rundeste JRPG-Paket für mich. So, was ich von einem japanischen Rollenspiel erwarte und sowas. Und Persona 5, ist halt einfach vom Setting her sogar was, wo ich einfach wirklich drin aufgehe und weil es super stylisch ist. Und der 10. Final Fantasy Teil ist einfach der, wo ich die wenigsten Schwächen habe. Da habe ich in der Story keine Schwächen, da habe ich im Kampfsystem keine Schwächen, da habe ich beim Sphärobrett keine Schwächen. Also gib mir eine Schwäche des Spiels, das wirklich essentiell für das Spiel ist. Also, dass es linear ist, kann man als Schwäche, kann man, ist streitbar, aber für mich ist es keine Schwäche, weil am Ende die Story dadurch auch mal auch natürlich richtig gut an Fahrt aufnimmt. Das. Ey, wir müssen aber noch über andere Sachen. Es hat sich ja einfach The Witcher 3 auf Platz 1 geschlichen, obwohl wir das ja beide gar nicht auf Platz 1 hatten Ja, und auch wir stimmt auch beide gar nicht so schon. dafür gekämpft haben. Und wir haben zwei relativ ähnliche Spiele auf Platz 1, wobei ich mich eigentlich eher so als östlicher, also mein Lieblingsgenre sehen würde. Ja, es ist bei mir 50-50, ich kann das kaum richtig Ja, aber sagen. ja, 50-50, gut, da müssen wir aber auch ein westliches und ein östliches auf Platz 1 und 2. Da müssen wir ein bisschen tauschen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Nier dahin muss, aber Ja, was denn dann lass uns sonst? ein Final Fantasy weiter nach oben schießen. Du liebst doch auch Final Fantasy 7 oder so. Ja, Dann lass schon. das weiter nach vorne schießen auf die 2 oder so. Einfach so für, weil es uns allen so viel bedeutet hat. Und es war damals, jeder hat es gespielt, jeder hatte das Spiel, jeder wollte das haben. Und auch, ja, es ist ein bisschen schlecht gealtert. Aber irgendwie müssen wir auch diese Final Fantasy Serie insgesamt ein bisschen würdigen. Und klar, Nier ist da jetzt vor, aber jetzt ist jetzt auch nur aufgrund von meiner Wurstigkeit. Ne? Ja, ich habe jetzt auch Das mit für Gothic die 2 natürlich so ein Ding hingesetzt, der ja, einfach du für hast mich. genau, du hast doch auch eher taktisch, du hast ja auch auf deine Ja, 1 gesetzt. Das ist, das ist aber auch, also das ist aber auch für mich also ja, in Sachen aus den westliche gleichen Rollenspiele. Gründen ist es für dich, aber du hast aus den gleichen Gründen auch gesagt, Final Fantasy 8 muss da nicht hin. Ne? Nee, nee, weil bei Gothic, bei Final Fantasy 8 hast du wirklich erkennbare Schwächen, die wir ja auch beide bestätigen Bei haben. Und bei Gothic 2 Gothic hast du 2. auch Schwächen in einem Kampfsystem, veraltete Sachen Ja, und nein, das ist. Das es ist innerhalb der super simpel, Spielwelt es hat passt kein das. es hat doch jetzt irgendwie, ja gut, du kannst ein bisschen casten, wenn du ein Zauberer bist oder so, Ja, du kannst aber ne? auch bei, also wenn ich bei Gothic 2 die größte, also da überwiegen für mich, also das rundeste Paket geht es ja darum. Und das, wo ich ein Rollenspiel wirklich als perfektes Rollenspiel sehe. Und da ist Gothic 2 mit allem, was ich bei Rollenspielen sehen will, halt perfekt dabei. Da gibt es auch wirklich nur stark Stärken. Also bei The Witcher 3 habe ich sogar selbst Schwächen gefunden, die ich bei Gothic 2 nicht hatte. Hat keiner Legend of Dradoon gezockt? Doch, habe ich gespielt.
aber nicht durch. War ganz cool, aber kann mich jetzt auch nicht so krass erinnern. Das Kampfsystem war cool. Und die Leute haben ihre Spells geschrien, was ich ja gut fand. Was ist denn mit deinen, was ist mit den Spells bei dir? Ich finde das cool, wenn jemand da ruft, was er macht. Ach, es ist schwierig. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Es Aber wird auf jeden Legend of Dragoon war super, keine Frage. Wir müssen Suikoden 2 leider rauskicken. Erklär das mal dem Chat, bitte. Ja, Leute. hallo, es ist doch die logische Reihenfolge. Wir haben das Leute. gerade doch jetzt. Ich habe Lost Odyssey verloren. Ich habe Vampire verloren. Ja, Ich habe aber zwei wir sind Sachen sonst immer verloren. noch Was ist nicht denn so. los mit euch? Ihr wollt Ja, hier mit aber Kingdom. ey. Was seid ihr denn Pass für auf. Schweine? Wollt alle Sachen raushauen, die ich cool finde. Oh, Dragon Quest, ja. Oh. Ja, bin ich halt leider nicht der 11 große habe ich Fan gespielt. von. 11 fand ich super. Fand ich cool, aber das ist für mich kein Top 15, also Top 20 Nee, Top Kandidat. 15 wäre es für mich auch nicht. Nee, für mich Das wäre leider für mich auch nicht. nicht. Also, Nee. das hat mich leider nicht so krass abgeholt wie Nee. andere Spiele. Alex habe ich auch leider nicht gezockt. Hast du das gezockt? Das ist auch von Piranha Welches? Bytes, ne? Elex? Alex? Ja, nein, das ist nicht so. Ist nicht? Okay. Dann lieber Risen. Angriff des Donnergottes. Suikoden von Grandia. Oh mein Ja, Gott, ey, das ist so schlimm. also dann bin ich eher dabei. Aber ey, Grandia liebe ich. Das bringt halt dieses unfassbar geile Kampfsystem auf den Markt. Ganz ehrlich. Da bin ich eher bereit, so ein Final Fantasy 8 zu opfern, was nichts bringt. Ich bin auch bereit, eins der Nier-Spiele zu opfern, was nichts bringt. Weil es wenig Rollenspiel ist, ganz ehrlich. Wir haben ja Ich Spiele bin damit sehr dabei. dankbar, dass ich das ein Nier-Titel da oben so weit platzieren durfte. Aber bevor man dann. Es gibt halt Spiele auf der Liste, die sind halt Nachfolger. Und es gibt Spiele auf dieser Liste, die wirklich für sich irgendwas Neues irgendwie bewirkt haben. Ich finde halt im Fable, wo das halt so weit unten ist, es ist halt eben, klar hat Peter Molyneux dieses Gut gegen Böse Ding, Moralsystem irgendwie schon bei Black and White gemacht, aber in einem Rollenspiel hatte ich das zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, so geil. So, und Fable ist auch mit keinem der Spiele hier vergleichbar, zum Beispiel. Grandia Nein, ist ist. okay. Ich Ne, gebe dir ist auch halt gut. Fable. Ich will Alles nur gut. sagen, Grandia zum Beispiel ist halt ein JRPG, wie es zum Beispiel Suikoden 2 ist, oder? Ja, aber sie. Grandia bringt halt dieses coole Kampfsystem mit, auf das zum Beispiel auch in Final Fantasy X aufgegriffen wird. Dieser Zeitstrahl, ein rundenbasiertes. Natürlich ist es ein rundenbasiertes JRPG. Okay, aber. Also ich finde, Final Fantasy VIII oder Grandia, ja, wie gesagt, ich gehe mit. Wir müssen hier nicht. Ich finde, du kannst Final Fantasy VIII gegen Final Fantasy X tauschen schon mal. Wo wir es platzieren, können wir gleich achten. Ich bin aber bereit, Final Fantasy VIII rauszugeben. Weil natürlich, es ist unser Lieblingsspiel, aber man macht sich natürlich, wenn wir die Besten suchen. Ja, aber du findest doch nicht Tales of Symphonia besser als Final Fantasy X, oder? Nein, ich wollte nur sagen, wenn wir eins. Wir müssen Spiele finden, die rausfliegen. Ja. Und ich finde, wenn wir mit Final Ja, Fantasy das ist aber. 7, 6 und 10 haben wir einen guten Querschnitt der Reihe. Ja, Weißt du, finde ich da kann auch. ich dann auf 8 verzichten. Wenn man nämlich die Ach so, Marke du magst, meinst. doch. Ja, okay. Die Darum PlayStation geht's. Wir 1, können 2, die PlayStation 3. Platzierung können wir gleich machen. Okay. 10 ist auf jeden Fall weiter oben, kein Okay. Thema. Ja, Es das geht aber darum, jetzt ein paar Spiele fühle ich. rauszuschmeißen, Fühle ne? ich. Also, du hast bei Final Fantasy auf jeder Plattform so ein bisschen Querschnitt PS2, PS1, Super Nintendo. So, Genau, sozusagen. fühle Damit ich. sind wir gut, haben wir die Serie vertreten, aber wir wollten es dennoch anders machen. Ich bin dafür, dass wir es in der Spitze noch weiter nach oben setzen. Vor den beiden westlichen Rollenspielen muss ein Final Fantasy. Von welchen beiden westlichen Rollenspielen? Gothic oder Witcher, zwischen den beiden westlichen muss ein Ach Final so. Fantasy, finde ich. Auch um einfach Ja, ein dann östliches Spiel zu legen machen. wir Final Fantasy 7 auf die 2 und den Rest schieben wir ein bisschen runter. Also einen Ja, runter. genau, zum Beispiel. Ja, die Frage, bist du auch für Final Fantasy VII? Einfach, auch wenn das jetzt Ja, für das uns ist. Nostalgie ist, Ja, aber, ja. Ist zwar komisch, dass ne? ich jetzt rein theoretisch Persona 5, was ich als japanisches Rollenspiel höher gesetzt habe, aber man muss ja auch den Kompromiss finden und das ist der Kompromiss hier an der Stelle. Ja. Wie gesagt, ich bin auch. Viele sagen, Ja. dass man Nier und Nier Automata Ja, irgendwie. ja, ja. Ich sei. Ich natürlich ist Nier auf mich. Also, ich gehe damit. Wenn du sagst, Nier Automata weiter nach vorne, Nier ist ganz persönlich mein Ding. Und ich liebe das Spiel. Aber ich will jetzt hier auch nicht in unserer besten Rollenspielen. Da sehe ich das gerade. Da wirkt es gerade ein bisschen affig. Das sehe ich auch. Und, dann finde ich, dann sollten wir in der Top 5, pass mal auf, dann mach lieber einen Chrono Trigger in die Top 5. Dann tauschen Chrono Trigger mit dem Nier, weil dann haben wir ein 16-Bit-Ära oben repräsentiert. Ein richtig schönes. Und es ist vom Effekt das gleiche, weil du hast Nier auch nicht wirklich gespielt durch, oder? Doch, Ja, hattest nur du. also die erste Hälfte habe ich gespielt. Ja, genau. Aber du hast, weil dann haben wir oben ein schönes, ein modernes 3D-Spiel, ein klassisches JRPG, ein klassisches westliches, ein klassisches 16-Bit und ein modernes 16, naja, 2D-Rollenspiel da. Oder was sagst du?
gehst du damit mit? Also du, was willst du? Willst du Nier und Chrono Trigger tauschen? Ja. Achso, also Nier auf Platz 9? Ja. Ach so. Und dann vielleicht irgendwie, ja, ich sehe ja, vielleicht nicht Platz 9 oder so, aber ich würde es vor Chrono, ich würde es noch schon vor Xenoblade setzen. Ich würde es auf 8 setzen. Hoppala. Weil ich natürlich, es ist Witcher 3, Final Fantasy 7, Gothic 2, Chrono Trigger, Persona 5 ist ein guter Durchschnitt, finde ich. Da hast du schön westliche Sachen dabei, aber auch irgendwie, ja, doch, doch. Ich finde, es ist ein schöner Schnitt. Oder was sagst du? Ja, das ist schon, ich muss schon zugeben, das ist schon... Dann so okay. mit Mass Effect Trilogy und Dark Souls ja. gehe ich auch voll mit. Ja. Ist gut. Obwohl man natürlich bei Dark Souls immer streiten kann. Xenoblade und Nier sind sehr persönliche Spiele von uns, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, stimmt schon irgendwo. Ich bin schon zufrieden bei Nier Automata. Bin ich habe es ja gar nicht in der Liste gehabt, aber ich liebe das Spiel genauso. Denn... mir ist es egal, wenn ihr sagst, du hast mehr Nier als Nier Automata. Ich persönlich... Und ich wollte natürlich, ich habe taktisch gewählt. Ich habe es mit Absicht so weit oben gesetzt, damit ich sie überhaupt in die Liste kriege. Bei mir ist schon klar, so rollenspieltechnisch ist es vielleicht ne, nicht das Beste. Ich wollte nur ein Zeichen setzen. Und wenn ihr sagt, ey, ihr wollt alle Nier haben, dann macht meinetwegen Nier Automata, dann macht er Nier Automata. Da bin ich ja nicht so. Ne? Aber ich würde schon ganz also gerne viele Nier in der Top 10 haben. Aber was ich jetzt gerade irgendwie nochmal sagen will, viele wollen, dass wir die Final Fantasy Spiele zusammentun, wie es bei Mass Effect ist, aber das ist, ich finde, ein Final Fantasy das 10 spielt sich anders als ein Final Fantasy 6. Es hat einen ganz anderen Vibe. Es ja, ist zwar alles Final Fantasy, aber die sind schon wie bei Zelda. Alles eigenständige Spiele. Eben, während Mass Effect eine komplette Dings ist. Eben, die bauen auch wirklich drauf aneinander auf. Wir können mal, pass auf, wir können ja nachher gerne nochmal das machen und dann drei Spiele, die wir irgendwie vergessen haben, mit auffüllen, weil dann haben wir ja zwei Plätze frei. Ne? Wenn wir die Reihe zusammenfassen, dann welche können wir Nier noch jetzt? Irgendwie... Nier? Wenn wir die Final Fantasies zusammenfassen... Ja gut, dann hast du ja, glaube ich, 3-4 Plätze frei oder sowas. Genau, dann können wir das gerne am Schluss nochmal auffüllen mit Spielen, die wir jetzt reinpacken würden. Nee, so. Dann würde ich eher Nier okay. zusammenpacken, oder? Nier und Nier Automata. Auf die neuen Nier und Nier Automata? Oder sind die... Die sind nicht zusammenhängend, die spielen aber im gleichen Universum und es gibt auch Verbindungen, sagen wir es mal so. Aber du musst nichts wissen vom anderen. Und du hast da teilweise auch gleiche Charaktere. Devola und Popola gibt es in beiden Spielen. Und Emil gibt's auch. Emil ist ein Partymitglied aus dem ersten Teil und der Shopkeeper im zweiten. aber ich gehe mit. Pack mir die auf die neuen, kannst sie zusammenpacken, kannst du Lost Odyssey wieder reinstecken. Gehe ich mit. Wenn der Chat sagt, ist okay. Wenn der Chat sagt, ist okay. Also der Chat sagt, ist okay. Ich glaube, der Chat sagt, es ist okay. The Bard's Tale ist nicht drin, ich glaube, weil das beides nicht unsere Generation war und wir das nicht gespielt haben. Nier/Nier Automata, bitte. Ja, das wollte ich gerade. Ich will doch nicht Stress mit irgendjemandem von euch. Dann haben wir jetzt Nier und Nier Automata. Dann machen wir das hier raus und setzen das hier alles wieder einen nach oben. Wollen wir das vor Xenoblade Chronicles setzen? Ja, come on. Das, ja, dann bin ich schon mit den ersten 8 Plätzen richtig, richtig gut zufrieden. Das ist so eine Rollenspielriege, die sehe ich, die fühle ich. Die fühle ich. Auch wenn ich... Ich finde auch, WoW ist auch stellvertretend für so ein Online-Rollenspiel halt super, weil es passt irgendwie, finde ich. Und die hinteren Platzierungen, so, das sind halt auch... 10 kannst du gerne noch nach oben packen. Du sagtest ja vor Tales of... Kannst du gerne auf. Ja, ich hätte schon. Kannst du noch weiter nach oben packen? Ich hätte schon die beiden so, also ich hätte gerne das und diese Sachen einfach mal getauscht. Das ist für mich runder. Ja, wie gesagt, wir haben euch die Niers jetzt schon zusammengepackt, das hat ja jemand hier gerade auch geschrieben, aber die Final Fantasy kannst du halt nicht zusammenpacken, weil das alles eigenständige Spiele sind, ne? Und wenn sie halt gut sind, dann sind sie gut und die bringen auch irgendwie alle was an den Tisch, ne? Also ich finde, die unterscheiden sich auch. Deswegen haben wir ja 8 auch gekickt. Ich finde, das ist ein super guter Durchschnitt. Du hast ein klassisches aus der PS1-Ära, ein klassisches 3D-Final, ein modernes Final Fantasy und halt ein 16-Bit. Und eins, also das nicht mal Final Fantasy ist, aber trotzdem irgendwie von Final Fantasy gemacht worden ist, und zwar Lost Odyssey. Ja, also wir haben hier in den Top 15 ist es natürlich auch. Also ob man jetzt hier Grandia, Kingdom Come Deliverance oder Lost Odyssey haben muss, das ist halt, also ich sag mal so, ab 15 sind das schon so Special Interest. Ist es Special Interest so. Ich meine, KOTOR, das mag auch nicht jeder, aber trotzdem ist es ein Ding. Ich feiere halt mein Kingdom Come. Grandia hat nicht jeder gespielt, aber ist auch bestimmt super, super toll. Fable ist für seine Märchen-Optik und Vibe voll super.
Suikoden 2 ist ein Klassiker, Lost Odyssey ist eine absolute Hidden Gem. Also ich kann mit allem leben, muss ich zugeben. Ich kann mit wirklich mit allem leben. Wir können den Chat ein bisschen gucken. Also Earthbound habe ich noch nicht durchgespielt. Habe ich nie gespielt. Ich habe auch letztens angefangen, kann mir nichts zu sagen. Was schreibt ihr noch so? Diablo. Oh ja, Diablo. Diablo habe ich natürlich auch so in meinem Dings. Ich wollte die Liste aber nicht mit so Multiplayer-Blizzard-Spielen fluten, weil so vom Vibe her, dieses Looten und Leveln, der Vibe ist halt bei mir auch in World of Warcraft gegeben. Ich liebe aber auch Diablo 2. Ich würde es auf jeden Fall hier mit reinnehmen und es gerne gegen ein Kingdom Come Deliverance austauschen, aber ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mit Matthias drüber reden. Ja, Diablo ist halt gar nicht mein Ding. So, das ist, ich, ja. Nino Kuni, ja, oh, super Spiel. Nino Kuni auch. Ja, wir können ja mal kurz, ich damit gehofft, dass du das mit reinnimmst. Sollen wir das nochmal? Ich habe die erweiterte Liste, habe ich hier. Dazu, ich ratter die mal ab. Das ist bei mir Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, Nino Kuni 1, wohlgemerkt, den ersten, weil der ist einfach... Der war super. Der hat auch Schwächen, so. Hinten raus geht dem Spiel ein bisschen die Puste aus, das Kampfsystem ist auch nicht immer so Gold vom was glänzt, aber ich finde, dass Ni No Kuni für seinen Look und für seine Welt und für diese putzige Darstellung einfach gespielt werden sollte. Ich habe Fallout 3 hier, das habe ich... Es ist nicht so hundertprozentig immer mein Setting, es ist so dieses Postapokalypse ist nicht so... Ich feiere mehr so Fantasy, Wälder und sowas, das ist alles kackbraun und so. Aber geile Quests und sowas, das war, muss man schon sagen, so. Ich habe noch zwei Spiele, die Witcher 1 habe ich auch drauf, weil ich den auch eigentlich gut finde, den Teil. Und Deus Ex. Überhaupt nicht mit klar. Ja, ich fand das Kampfsystem tatsächlich richtig cool. Und Deus Ex Human Revolution habe ich noch drauf. Den fand ich auch super. Den fand ich auch sehr gut. Den haben wir auch sehr fand gut. Ich auch sehr gut. Ja. Ich weiß jetzt, wenn wir den draufpacken würden, würden die Leute meckern, weil alle immer den ersten Deus Ex dann, ne? Aber den ja, habe ich den leider nicht gespielt. Ich hab ihn gespielt, aber ich bin zu jung gewesen, ich habe das nicht verstanden. Ja. Hast du eine erweiterte Liste, oder? Es ist vieles von drauf. Ich habe noch Diablo 2. Ja, Final Fantasy X, Tales of Symphonia, Dragon Age, Ni No Kuni waren jetzt so nochmal, die ich hier draufgeschrieben hatte. Wie war das? Bloodborne, Skyrim habe ich hier nochmal so in den 20ern mit reingepackt. Ja, hatte ich auch noch drin. Ich finde, in eurer Liste fehlt definitiv was fürs jüngere Publikum, habe ich gelesen. Was ist was denn? Persona 5 habe ich da ist auch ganz. Oder ein junges Pokémon wahrscheinlich oder sowas. Ja, aber Pokémon, das ist überhaupt nicht meins. Bin ich auch nicht raus. Ich kann es immer nur sagen, ich war schon zu cool für Pokémon als die ja, ich habe schon. Ich war 16, als die Pokémon rauskamen. Also, da habe ich doch kein Gameboy mehr gespielt, Alter. Habe ich geraucht. Ja, fand ich. Also, hast du geraucht? Ja, das machen. Ja. Naja. Paper Mario, schönes Ding. Divinity Origins 2, das ist auch so ein sehr, sehr oft genannter Titel, habe ich leider auch noch nicht. Divinity Origins 2, das ist dieses. Oh, ich liebe Divine Divinity, Dragon Knight Iconis. Ah, ja, genau, das kenne ich auch noch. Das war mega geil. Das habe ich nie gespielt. Das musst du mal spielen, das ist richtig gut. Das ist witzig geschrieben, es hat ein schönes Mix aus Looten und Leveln und tollen Storys. Du hast da richtige, was ich auch liebe, ist Rüstungssets. Rüstungssets sammeln. Ja, ja. Und das gab es dazu. Du konntest dich in einen Drachen verwandeln, hast ein völlig freies Kampfsystem. Absoluter Hidden Gem. Gibt es auf der Xbox 360. Ist wahrscheinlich nicht abwärtskompatibel. Aber, ich meine, wer hat da noch nicht? Ich habe natürlich meine Xbox angeschlossen. Kann da natürlich. Gibt es auch auf Steam bestimmt. Absolute Empfehlung. Und ich, komischerweise, ich liebe den Teil. Ich habe danach nie die anderen Larian Studios Spiele gespielt. Also Original Sin und 1 und 2. Irgendwie weiß ich nicht. Auch die 100 Stunden Spielzeit. Schrecken mich da immer so ein bisschen ab. Oh, Kingdoms of Amalur fand ich auch super. Ja, aber Fire Emblem, überladen. Sorry, habe ich nie gespielt. Fire Emblem ist für mich auch nicht so primär ein Rollenspiel. Das ist für mich so ein Taktik-rundenbasiertes Visual Novel. Nee, also, come on, was ist denn da ein Rollenspiel? Also, ich habe den Dings gespielt auf dem 3DS, wie hieß der? Ja, Awakening. Ja, aber auch nicht lang. Aber im Urlaub mal angespielt und dann irgendwie nach dem Urlaub wieder vergessen. Also es ist schwierig. Ihr müsst auch wissen, so erstens ist unsere Lebenszeit begrenzt. Wir können nicht alles spielen. Wir können auch nicht alles lieben. Wir können auch nicht alles so lieben, wie ihr es liebt. Das ist halt einfach so. Es gibt noch viele gute Rollenspiele, die man irgendwie... Ja, natürlich. Ich habe auch so viel nachgeholt. Allein schon in dieser Liste habe ich schon wieder 3 Spiele, wo ich sage, ja, das ist halt eigentlich quasi so ein Ding, muss ich halt immer zocken. Ich gucke auch gerade nochmal hier so, was mir noch so alles einfällt. Ich finde auch wenig PlayStation 2 liebe, da kann man natürlich auch so ein bisschen noch die... Ja, die PlayStation 2 hat aber auch nicht... Was hatten die für gute Rollenspiele gehabt? Shadowhearts mochte ich, die Level 5 Rollenspiele waren, ja, sowas wie Rogue Galaxy und die Dark Cloud Sachen waren auch gut. Wild Arms,
Star Ocean gab es da auch noch. Also Assassin's Creed Origins und Horizon Zero Dawn sind für mich absolut keine Rollenspiele. Für mich auch nicht. Also doch, bei Assassin's Creed musst du mittlerweile echt. Ja, das hat halt Rollenspielelemente, aber du hast, ja, ich weiß, was ihr meint. Krasse Rollenspiel-Elemente. Ich weiß, was ihr meint, so, aber ja, es weiß selber nicht, was es will. Das ist das Problem. Ja, ja. Willst du ein Meuchelspiel sein oder willst du jetzt hier Rollenspiel? Das ist, also, das ist bei The Witcher schwer noch mittlerweile. Das sind halt eher so ein bisschen klassische Dings. Wir haben uns aber immer, wir haben jetzt The Witcher 3 einfach auf 1. Gehen wir damit eigentlich, ist es okay? Ja. Wir haben das beide nicht auf 1. Nein, das nicht, aber wir müssen einen Kompromiss finden. Es ist für ich hätte mich, es auf 3 und du auf 7 oder so. Und jetzt haben wir es auf 1. Ich muss aber auch zugeben, dass es mit der 7 schon nicht heißt, dass es irgendwie schlecht ist, sondern dass diese Platzierungen sich echt nicht viel nehmen. So, ne? Ich finde, das ist ein gutes Spiel, was man eigentlich so jedem. Du hast Interesse an Rollenspiel? Hier, spiel das. Das kannst du jedem in die Hand geben. Und es ist ein richtig gutes. Doch, doch, da kann man eigentlich wenig gegen argumentieren, gegen The Witcher 3. Also. Das stimmt schon. Das würde ich genauso gehen. Ja. Persona 5, jetzt macht mir das bitte nochmal heiß. Soll ich das jetzt mal zocken oder was? Ja, auf jeden Fall. Also, das ist. Ich musste auch ein bisschen erstmal reinkommen, weil du musst ja natürlich so ein bisschen. Das ist nicht so, dass du jetzt einfach gelenkt wirst. Das ist, hat strikte. Was soll man sagen? So Erzählstrukturen, dass du halt in die Paläste gehen kannst und du kannst aber rausgehen und dann kannst du so einen Social-Kram machen. Das ist ja auch etwas, was ich halt geliebt habe bei Persona 5. So arbeiten gehen und Zeit mit einem Kollegen verbringen, Billard spielen gehen, Dart spielen gehen. Das hat aber auch spielerische Auswirkungen, dass wenn ich das Dart spielen spiele, dann werden meine, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber diese Übergaben, also wenn du kampfsystemmäßig machst du mehr Schaden und sowas. Deswegen, das hat auch einen spielerischen Sinn und das liebe ich. Das liebe ich, wie ich das einfach das genutzt habe. So. Ach, Persona 5 ist einfach fantastisch. Und ich muss halt die Royal-Version wirklich nennen, weil ich glaube, damit hat man doch ein bisschen mehr vom Spiel. Zock lieber Teil 4 ist besser. Ui, ja, sagen auch viele, aber die das meisten ist doch immer, schreiben hier schon Spiel. Also erstmal, wie gesagt, ich bin jetzt ja gerade noch beim gloriosen Xenogears. Ich habe das. Also, ich will das Spiel gar nicht schlecht machen. Was ich jetzt spielen werde, das haben wir gar nicht auf der Liste. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, ist Dragon's Dogma. Das werde ich jetzt spielen. Das kam jetzt auch noch an, das werde ich die Tage. Oh, das habe ich noch nicht. Das habe ich noch nicht. Ich habe jetzt mir. Hier, das habe ich jetzt hier. Ja. Ui. Ah, okay. Super schön, Mario. Habe ich nie gespielt, den 3T-Titel. Mal gucken, ob es ist immer schwierig. Mir war so klar, dass das hier sehr viele Kontroversen auslöst, aber das ist halt so bei dieser Liste, deswegen sind wir ja alle da. Ja. Ja, ist halt so. Und wir haben, wie gesagt, es ist natürlich deutlich schon zu erkennen, dass wir so die klassischen PC-Rollenspiele in den 90ern eher an uns vorbeigegangen sind. Ich habe Baldur's Gate gespielt. Ich mochte das, ich habe es aber auch nicht durchgespielt. Mhm. Ich habe PC damals eher online gezockt und meine Konsolen auf den Konsolen dann die Singleplayer-Spiele. Ne? Deswegen ja, verzeiht es uns, dass es steht ja oben. Man kann nicht alles, auch irgendwie, wie gesagt, man kann nicht alles spielen. Das ist eine unsere Top 20. Ja, das genau. Ist, ne? Und naja, am wichtigsten würden wir wahrscheinlich anders argumentieren. Es war ein toller Stream, Leute. Oder sollen wir jetzt, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch irgendwas vergessen das haben. Das nächste Mal bitte Horrorspiele. Also grundsätzlich finde ich, das mag ich das Format total gerne. Ja. Aber das sollte jetzt nicht, also wir machen das jetzt nicht irgendwie jede Woche oder so. Lass uns doch mal. Aber ab und an kann man das schon mal machen, finde ich. Ja, natürlich. Natürlich, das machen immer wir schon begleiten von so einem Video fand ich auch ganz witzig. So, ich habe ja heute ein Video zum ähnlichen Thema gemacht. Ich hätte nämlich auch mal Bock, über die besten First-Person-Shooter aller Zeiten zu reden. Da reißt du über mir richtig. Ja, das ist auch noch Planescape Torment. Ja, das habe ich nicht gespielt. Haben wir auch sehr. Planescape Torment habe ich ein bisschen gespielt, aber habe mich nachher auch irgendwann. Das ist halt diese Art von Spiel, dieses Neverwinter Nights, Baldur's Gate, das ist halt einfach, das mag ich, dieses Klick und Schlag und so, das ist halt einfach leider nicht so meins. Also bin ich meistens raus. Es ist aber wirklich, ich bin interessant zu überlegen, was man noch für nehmen kann. Natürlich, also wir haben auch First-Person-Shooter, Jump'n'Run. Die besten zweiten Teile. Oh, die besten zweiten Teile. Und nicht keine Sequels, sondern wirklich die besten zweiten Teile. Da gibt es nämlich so geil Diskussionspotenzial. Oder ja, die besten Metroidvanias, die besten. Boah, die Metroidvanias war super. Ja, ich muss aber auch 15 schwer. Spiele zusammenkriegen. Also das ja, war, eben. Das ist, deswegen, das bei First-Person-Shooter ist es easy erstmal. Ja, das ist ein easy. Ich würde aber auch bei Metroidvania, weiß ich gar nicht, ob ich da 15 zusammenkriege. Also, da müsste ich auch erstmal. Ich habe schon viele gespielt, aber ich weiß nicht, ob ich das. Ja, aber willst du denn, wenn man von den besten redet, nur weil du jetzt das 15. davon gespielt hast, willst du es mit in die Liste nehmen? Das meine ich ja, das meine ich ja. Das muss schon so, das muss schon eine Auswahl sein. Bei Horrorspielen würde ich schon auf 15 kommen. Ne? Auf jeden Fall. Horror weiß ich gar nicht so. Ist das eigentlich so dein Genre? Der krasseste.
Es geht. Also gewisse Spiele ja, nicht alles und auch nicht so in Maßen oder in Mengen. Also von daher. Top 20 Flops in Games. Top Ah, das 20. ist so, Flops ist immer so, entweder nimmst du das subjektiv und redest von deinen Flops oder machst du jetzt einfach so schlechte Spiele, da kann ich mich gar nicht mehr an die schlechten Spiele erinnern, ehrlich gesagt. So, es ist schwierig, das so umzusetzen. Ah, ja, das ist schon alles sehr, 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 sehr interessant, aber wir Ich werden. witzig, 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 auf jeden Also Fall. wir machen das öfter. Vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr könnt gerne, wenn ihr das noch nicht getan habt, ein Follow da lassen, Raketenjansel auf YouTube abonnieren. Sehr, sehr gerne. Er wird euch da höchstwahrscheinlich darüber informieren, wenn wir das nächste Mal wieder starten. Wir müssen uns dann mal Bestimmt. zusammensetzen und sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wie nennen wir das Format eigentlich? Wir haben gar keinen Namen dafür gegeben. Wir werden mir noch einen Namen. Rüdiger. Das kommt einfach mal Rüdiger. Also bei der nächsten Rüdiger-Folge geht es um was anderes Thema. Das Problem ist, wenn wir das jetzt hier machen, dann haben wir das etabliert. Ist dir das eigentlich bewusst? Das haben wir sowieso schon etabliert. Das werden alle sagen, guck mal, Ich kommt der mag nächste das total. Rüdiger. Ich finde es total geil, einfach jetzt hier 3,5 Stunden über die beste Sache der Welt zu reden, über Videospiele und über Also, wenn ihr. alle. Das ist einfach. Das ist super. So, ich werde die Liste. Einfach mal auf, weiß nicht, wo soll man das? Ich weiß auf Twitter oder so, oder ich weiß nicht, wo ich das irgendwo hinposten soll, wo man es nochmal verbreiten Dann kann. canceln die Leute uns, Alter. Du hast Ja, dein Kingdom wahrscheinlich. Come So, ah, Kingdom Come Deliverance drin. Deliverance Ey, da werde ich einfach bannen, das ist mir scheißegal. So, wir machen jetzt einmal an der Stelle Schluss. Ich habe mir riesig viel drin. Spaß gemacht. Goldenen Vielen Dank. Rüdiger. Wir machen den Rüdiger dann beim nächsten Der Mal. goldene Rüdiger. Und Ja, okay. geben euch Info. Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, Janse, dass du dir die Zeit genommen Ja, hast. war super. Hat mir Und auch sehr viel Spaß gemacht. macht es gut. Tschaußen.